sage ich mal, mit dem Konflikt, der gerade in Palästina und Israel ist, richtig? Was hat das mit, ich nutze den Live wegen dem Konflikt zu Ja, tun? Was hat das jetzt damit zu tun? weil du ganz genau weißt, dass die Leute aggressiv darauf reagieren, wenn Aha. man die israelische Flagge jetzt, Wenn weißt ich jetzt, wenn ich jetzt aber Free Palestine mache, du? dann Ja. kommen doch auch alle rein, oder nicht? Du, wir sind alles Menschen. Der eine. Ach so, auf einmal. Wenn ich sage Free Palestine, ist alles Nein, gut. nein, nein, Aber nein. wenn ich reinschreibe Free Darauf. Israel, dann sind alle Nein, plötzlich nein, guck mal. aggressiv. Warum? Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Guck mal, Aha. mir geht es darum, man muss einfach klar im Kopf sein und gesund im Gehirn sein, weißt Okay. du? Keiner, ich bin selber nicht für Kriege oder für Das sind Hass. wir alle nicht. Das sind wir alle Gut, nicht. aber jetzt abgesehen jetzt von dir, ne? Es gibt viele, die in Live gehen und die Muslime erniedrigen oder die Das Jugendlichen unterstütze ich nicht. beschimpfen. Sehr Wir gut, wollen ja das ist niemanden gut. erniedrigen, aber wir wollen Das die ist gut. Wahrheit sprechen. Was Aber ist der James, Unterschied? warte mal, warte mal, Aber James, darf ich auch, dir guck eine mal. Frage stellen? Darf ich Ja, dir eine erzähl. Frage stellen, Bruder? Erzähl. Guck mal, du sagst, du bist dafür, dass wir niemanden erniedrigen. Amen. Ich gebe dir die Hand in dem Punkt. Super, Alles ich gut. auch. Aber Absolut. warum, dann erklär mir bitte eine Frage, warum ist das Blutgeld von Nicht-Muslimen, also Dhimmis, und ob überhaupt nicht Juden und Christen in einem islamischen Staat überhaupt leben dürfen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Da wird es nochmal richtig komplex, wenn wir da reingehen in das Thema. Aber warum ist unser Blutgeld die Hälfte wert und warum müssen Ex-Muslime mit dem Schwert exekutiert werden? Du sagst, alle sind Menschen, alle sollen friedlich leben. Ja, Ja. gerne. Ich liebe Ja. jeden Menschen. Ich liebe wegen meiner auch denen, Absolut. die mich umbringen wollen Ja. würden. So, aber ich frage dich, So ist ist es. das, funktioniert diese Denkweise, geht die mit deiner menschlichen Denkweise überein oder ist das in einem kompletten Widerspruch? Also, die Frage habe ich nicht richtig verstanden. Kannst du die nochmal stellen, bitte? Du So. sagst, alle sollen friedlich zusammenleben, alle sollen ja mäßig die gleichen Rechte haben, alles klar. Vereint, Bruderherz, fass das kurz, damit er das versteht, weil wenn du zu Okay. lang redest, dann vergisst er einen Teil. Du musst ihn Okay, schon Bruder. kurz Okay. fassen. Ja. Warum ist das Blutgeld der Juden und der Christen die Hälfte wert, wenn doch alle gleich sind, alle schön, alle friedlich? Ich bin ganz ehrlich, ich habe das noch nie gehört, ne? Ich dir Und zeigen, kritischen Bücher. kannst du mir gerne zeigen, aber wenn man detailliert jedes Mal auf Sachen, die in der Bibel oder im Koran oder in der Tora eingeht, dann kann man sich immer streiten. Aber wenn man gesund nachdenkt, ist doch klar, dass dein Blut genauso viel wert ist wie mein Blut. Ja, für mich ist das klar. Dein Blut ist mir auch genauso viel wert wie deins. Aber warum sagen deine islamischen Gelehrte das Ja, anders? aber Warum steht das in euren Büchern anders? Und guck guck mal, mal, das ist doch jetzt das man Problem. kann Warte mal. Tausende von Sachen in der Bibel kritisieren, im Koran kritisieren, in der Tora kritisieren. Darum, das ist doch gar nicht der Ziel. Man muss doch nicht jedes Mal Dinge rauspicken, damit man eine Diskussion hat. Guck mal, die Nicht Sache ist alles ist, aber, nicht alles hört sich immer okay, 100% aber richtig James, an. James, Ja. James, James, Erzähl. wir sind aber hier, um die Wahrheit zu erzählen. Wir sind nicht hier, Geschichten zu erzählen. Und Ja. ich wäre dumm, wenn ich irgendwelche komischen Sachen aufschlagen würde und nicht weiß, über was ich da gerade spreche. Wenn da Ja. drinne steht, okay, wenn ich etwas zitiere, dann ist Ja. das kein Hetzen. Hetzen ist was Okay, ganz anderes. Man nein, muss nein, da Hetzen hast du recht, unterscheiden ja. können zwischen ich zitiere etwas oder ich hetze Menschen aufeinander. Das sind Ja. zwei große Unterschiede. Gut, wenn du Verstehst das du? gut. Ja, nee, ich verstehe dich. Du zitierst. Okay. Es gibt andere Leute, die zitieren auch über die Bibel, ne? Über die Tora. Mhm. Ich verstehe nur nicht, warum. Weil am Tag des jüngsten Gerichts, ne? Werden wir alle Ja. sehen, was passieren wird. Wir können alle nur glauben. Du glaubst an deine Ja. Bibel, der eine glaubt an den Koran, Guck weißt mal, du? ich lese dir eine Sache vor. Ich debattiere ja nicht mit dir oder so, okay? Guck mal, Sure 4, Vers 60. Ich lese dir das einfach mal Ja, vor. lies Sag mal du mir, vor. was du denkst. Ich lese es dir nur vor. Ja, lies mal Siehst vor. du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt worden? Warte. Und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in der Entscheidungsfrage an falsche Götter wenden. So, was hast du jetzt verstanden? Ja, jeder wird.
Guck mal, James, Ja. das ist nicht meine Entscheidung, das liegt nicht an mir, das ist nicht meine Das liegt. Entscheidung, aber ich lese es dir nochmal vor, Ja. okay? Ich sag's nochmal, guck mal. Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen? So, wer spricht denn hier? Hier spricht doch gerade Allah. Guck mal, ob das Also wer Allah spricht ist hier? oder Spricht hier nicht. Nein, Mohammed oder Allah? nein. Hör mal, ob das ob Allah ist oder nicht. Jeder kriegt seine Offenbarung, richtig? Und wenn du, Nochmal? guck mal, ob das Gott ist oder nicht, ne? Und viele, die immer Ja. sagen, Allah wäre nicht Gott oder Gott ist nicht Allah. Gott ist Allah. Allah ist Gott. Es gibt nur einen wahrhaftigen Gott. So, ob ihr jetzt denkt, dass Jesus der Gott ist, ist euch überlassen. Die einen Christen glauben nicht daran, dass Jesus der Gott ist. Darum geht es gerade gar nicht. Jeder kriegt seine Offenbarung. Jeder kriegt, wenn du jetzt ehrlich zu dir selbst bist, ne? Guck mal, ich habe jüdische Freunde, ich habe christliche Freunde. Wir verstehen uns Okay, blind. Wir verstehen uns alle du gut. sagst, du hast Lass mich jüdische bitte Freunde, ausreden. dürfen auch diese Warte. jüdischen, warte kurz, du Ja. sagst, du hast jüdische Freunde, dürfen diese jüdischen Freunde in deiner Hochzeit kommen? Dürfen sie ihre Hüte anhaben? Dürfen sie das 100%, repräsentieren bei dir 100% in der Hochzeit? dürfen die, warum nicht? Wenn der meint, mit seinem Kopfbedeckung kommen zu müssen, herzlich willkommen. Ganz kurz, lass mich bitte kurz aussprechen. Wir leben, hör zu, bitte, hör mir zu. Wenn du, guck mal, wenn man ehrlich zueinander ist, ne, ist egal, welche Religion man hat. Jeder soll das glauben, für was er richtig hält. Aber der Islam ist der meistkonvertierteste, ist die meistkonvertierteste Religion, die es gibt. Doch, doch, es ist so. Es ist Ich kenne 100% Salafisten, so. ich kenne Salafisten, wir kennen Imame, wir kennen einige Ex-Muslime. Weißt du, wie viele Ex-Muslims wir haben? Wir haben Salafisten, die den Islam verlassen haben. Wir reden von Salafisten. Mal zu. Guck mal, Salafisten sind eine Sache, ne? Also das sind ja wirklich so Fanatiker mittlerweile. Aber ich rede jetzt generell von Menschen, das siehst du tagtäglich auf TikTok, wie viele Menschen sich mit dem Koran beschäftigen und konvertieren und hast du nicht gesehen. Ist doch jedem selbst überlassen. Weißt Ja, aber der du? Islam ist ja nicht nur Koran, Guck mal, mein möge Lieber. Gott jedem recht behalten. Guck mal, James, wir müssen jetzt wirklich ehrlich sein miteinander. Islam, oh Mann. Ja, erzähl. James, warte, James. Islam ist nicht nur der Koran. Ich bitte dich von ganzem Herzen, James. Bitte, ich sag's dir noch einmal, Bruderherz. Guck mal, ich bin nicht hier mit dir zu streiten. Nein, ich möchte auch Okay? nicht streiten. Ich bin hier, um Genau. cool mit dir zu reden. Ich will dir nur eine Sache sagen, James Rhody. Okay? Jo. Nicht nur den Koran lesen, sondern du musst die Hadithe und die Tafsire akzeptieren. Und ich gebe dir Brief und Siegel. Wenn du, ja, Alex, ich küsse dein Herz, Alex, ich küsse doch dein Herz, Alex. Wenn du die Hadithe gelesen hast und die Ja. Tafsire, ich gebe dir Brief und Siegel. Du wirst zurück in meinem Channel kommen und sagen, Flex, du hattest recht. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Aber wenn du es nicht lesen tust, dann wirst du so durch die Wand gehen, jeden Tag. Und du wirst immer sagen, Islam ist die Wahrheit. Aber wenn du die Hadithe lesen tust und die Tafsire, ich gebe dir Ja. Brief und Siegel, du kommst wieder zurück in meinem Channel und sagst, Flex, ich kann dich jetzt verstehen. Ich Flex, weiß, ich was sag du dir mal machst. was, ne? Ich bin ehrlich zu Ja. dir. Ich bin ein Moslem. Praktiziere meine Religion jetzt nicht zu 100%, ja? Aber ich Okay. bin, jeder hat das im Herzen, weißt du? Und ich glaube fest daran, dass der Islam der richtige Weg ist. Das ist meine Meinung, ja? So, und deine Meinung ist, ich Du weiß ja musst nicht, ob du lesen, bist bitte. Jude, was bist du denn eigentlich? Hallo, hallo, liebe Ich Leute. Ich komme habe mich Flexer. aus, hey Aram, wie geht's dir? Ich komme aus United States of Africa. Okay, Hab, Ostafrika.
Kann ich ein bisschen mit dem ganz lieben kurz, James Flex. mich unterhalten? Flex, bist du Gut, gleich religiös? kannst du, Aram. Was Gleich bist du kannst du, denn Aram. jetzt? Bist du Jude, Atheist, Christ? Ich bin ein Salah Christ. Nee, ehrlich jetzt, sei doch mal ehrlich. Meine ich mein's ernst. Ich bin ein Salah Christ. Ich bin Was ist das Hardcore denn? Salah Christ. Was ist Salah Christ? Wie salafist oder Hardcore wie? Christ. Hardcore bis zum geht nicht mehr. Okay, alles klar. Hast du vor kurzem das mitbekommen, dass ein Afrikaner da in seiner Gemeinde mit mehreren Leuten zum Islam konvertiert ist? Bestimmt hast du dieses Video gesehen, oder? Ja, es gibt Ja. viele Videos. Es gibt auch Ja, viele Videos, wo, sagen wir hast du ja mal, mitbekommen. Salafisten Dieser Priester, konvertiert. Es der gibt ja 30 Jahre lang alles. Priester Die war. Daesh, die wütet doch immer noch in Afrika. Die haben vor kurzem, hat der IS noch eine Das, nein, nein, das hat mit Propagandazeitung Daesh nichts zu rausgebracht. tun, Kollege. Das ist ein Ja, Dorf aber du hast gewesen, wo gerade über, du hast ein gerade über Priester Afrika war. und Konvertierung geredet. Du hast über Afrika und Konvertierung geredet. Dann können wir auch darüber reden, wie die da konvertieren. Na, wir reden Ist doch genau gar das nicht über Gleiche. Daesh, ich bitte dich. Ich als Moslem sage und stehe ganz klar offiziell dafür, dass diese Daesh keine Muslime sind. Okay, dann hast du gerade Okay? Tekfir auf sie Welcher geredet, Moslem? ohne einen Nein, Grund. nein, Warum welcher sprichst du Moslem Tekfir geht auf sie? und Was schließt sie Allahu vom Akbar Islam schneidet aus? schneid die Kehle durch? Das ist Was gegen. schließt sie aus dem Islam aus? Nein. Mohammed hat auch Leuten die Kehle abgeschnitten. Also, was schließt sie aus dem Islam aus? Sie sind Khawarij, okay, sie sind Übertreiber, okay, tamam. Aber warum schließt du sie aus ihrer Religion aus? Du kannst auf sie kein Tekfir Weil es nicht sprechen. menschlich ist, Kehlen durchzuschneiden. Ja, aber Und guck Mohammed hat es mal. doch gemacht. Er sagt, wer seine Wer hat Religion das wechselt, der gemacht? muss Warte, wer hat das gemacht? exekutiert werden. Wer hat das Khalas. gemacht? Wer hat das gemacht? Mohammed, der hat gesagt, wer immer seine Religion wechselt, der muss exekutiert werden. Warum wurden damals in der Sophienkirche, in der Hagia Sophia, im damaligen Byzantinischen Okay, Reich, warum hat wir so machen viele das Länder jetzt. damals Wir machen das jetzt gegründet? ganz einfach. Okay, Moment, darf ich? James, gleich kannst du, Aram, James. Ich habe eine Überlieferungsquelle, wo Mohammed, also dein Prophet, ganz klar sagt, Sallallahu alaihi wer wasallam, seine mein Prophet, genau. Das ist mein Warte, Prophet. wer seine Jesus ist auch mein Religion Prophet. wechselt, wer seine Religion wechselt, macht den hier mit dem. Meine Frage ist, denkst du, ich möchte nur eine ehrliche Antwort, Ja. denkst du, dass das eine Gemeinsamkeit mit Gott hat, wenn ein Prophet dir befiehlt, hey, wenn du die Religion verlässt, dann gibt's den hier. Was sagst du dazu? Ich Ich bin möchte nur ehrlich. bitte eine ehrliche Ma Ich bin ehrlich, so Antwort, wie weil du Jesus weißt ganz gesagt hat. genau, wenn du Ich bin einen ehrlich. Menschen umbringst, so sei es, als hättest du die ganze Menschheit umgebracht. Aber Guck mal. dein Prophet gibt diesen Befehl, wenn jemand seine Religion verlässt, dass du, warum? Guck Bitte mal. erklär mir warum. Also ich kann dir die Quelle auch aufschlagen. Ich kann es Ich dir kann nicht dir zu die. 100% erklären, aber ich kann dir eins sagen. Ich bin ein unwissender Moslem, okay? Ich bin nicht so, ich habe mich noch nicht so stark mit meiner Religion auseinandergesetzt. Aber ich kann dir eins sagen. Ich kann dir Solltest eins du. sagen. James, solltest du. Ja, sollte ich, das stimmt. Habe ich nicht, Soll ich ne? dir, Deswegen guck sage ich, mal, ich bin ich lass unwissend. dich auch gleich reden. Ich kann dir eine Geschichte erzählen von letztes Jahr, wo ich fast zum Moslem konvertiert bin. Fast. Da hat nicht mehr Okay. viel gefehlt. Okay. Und da habe ich aber angefangen, beides zu lesen. Ja, nur ein bisschen, nicht viel, nur ein bisschen. Und da fange ich an, in komplette Sure 9 zu lesen, einen kleinen Teil. Denke ich mir so, ach du Scheiße, da wimmelt es ja nur noch von Tötungsbefehlen. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, vielleicht erzählt uns ja gerade, keine Ahnung, namens Imran XY erzählt gerade, was die damaligen Zeit passiert ist. Aber nein, da spricht gerade Allah. Allah gibt diese Befehle. Da denke ich mir eigentlich so, hä? Also was ist denn jetzt? Ist Allah Gott oder ist Allah einer, der Tötungsbefehle gibt? James, ich würde dir empfehlen, lies dir die komplette Sure 9 durch, ja, und du wirst merken, da spricht Allah. Das sind sehr viele Tötungsbefehle. Lies dir das durch. Es gibt, guck mal, hör mal zu, es gibt auch schöne Verse im Islam. Wir wollen nicht das Ganze schlechtreden. Es gibt auch schöne Verse im Islam. Es gibt im Koran schöne Verse, es gibt in der Bibel schöne Verse, darum geht es ja gar nicht. Aber wenn wir schon darüber reden, glaubst du, dass Jesus Gott war? Ja, die drei Einigkeiten. Genau. Aber guck mal, ich verstehe das nicht. Guck mal, erklär mir das mal. Guck Soll ich mal, dir wenn wir erklären? Gott, Nein, guck mal, nein, nein, Leute, ganz kurz, lass wenn mich wir zu Gott Ende reden. verstehen Ich will würden, jetzt dann wäre er erfahren, ja kein guck mal. Gott. Guck mal, Flexer.
wenn darf Gott, ich, darf warte, Vater, warte. Sohn, Heiliger Geist. Warte. Vater, Lektor. Sohn, warte. Heiliger. Ja. Ganz kurz. Ich habe nicht viel Zeit. Ich wie muss funktioniert wirklich das? Ja. Guck mal, wie funktioniert das, wenn Gott, ja? Mhm. Jesus ist ja von Maria entstanden, ja? 5 Minuten. Nein, Jesus ist präexistent. So. Präexistent. Wie kann das sein, dass Gott für die Sünden aller Menschen stirbt am Kreuz? Okay, ja? wir geben dir eine Antwort, James. Und okay. Davor aber hingekniet hat und gesagt hat, betet zu dem Gott. Alles gut, wir geben dir jetzt eine Antwort. Aram, du hast das Wort, aber Aram, ich glaube, du lägst. Aram? Aram, hallo? Ich glaube, der ist eingefroren. Hallo, Aram? Flex, beantworte mir bitte Flex, diese Frage. Flex. Ja, du kriegst jetzt eine Antwort. Alles gut, ja? Nein, Flexer, ich kann jetzt nicht, 10 Minuten später komme ich. Weißt du, für mich ergibt das einfach keinen Sinn, dass Jesus Gott ist und okay. Aller Menschen okay. Wird, ja? Ich möchte Mats die Rede einfach reden lassen. Mats, möchtest du ihn das beantworten? James, was ist deine konkrete Frage? Meine konkrete Frage. Mal ganz Frage konkret. Ich glaube ja an die Trinität, ja? Richtig. So. Wir glauben, was die Bibel lehrt, ja. Ja, ja, okay. Wie kann das sein, dass Gott ist doch so mächtig? Warum muss er im Geist von Jesus sein, ja? Oder in der Seele oder wie ihr das aufnimmt und am Kreuz sterben? Was ist jetzt deine Frage dabei? Also glaubst du, das ist nicht möglich? Also sagst du, warum? Gott ist zwar anders und mächtig, aber er kann das nicht? Also was möchtest du genau wissen? Ja, meine Frage ist, Jesus hatte eine Gabe, ja, der hat Menschen geheilt, der hat Menschen wieder ein Augenlicht gegeben. Aber das scheint jetzt wieder eine neue Frage zu sein. Menschen mit Gott gleich, das verstehe ich nicht. Weil das uns die Bibel sagt. Was sagt denn die Bibel? Nein, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt sehr eindeutig, dass Jesus Gott von Ewigkeit ist, der dann eine menschliche Natur angenommen hat, um den Fluch der Sünde auf den Menschen zu brechen, weil er ohne Sünde war, ist er an das Kreuz gegangen, hat sozusagen die Konsequenz der Sünde auf sich genommen. Er selber war aber ohne Sünde, hat das zerbrochen. Die Bibel sagt, wie die Sünde durch einen Menschen, Adam, in die Welt gekommen ist, kommt die Erlösung der Sünde durch einen, und das ist der Christus. Und er befreit uns davon. Und daran können wir im Glauben partizipieren und bekommen ein ewiges Leben hier und jetzt in unser Herz hinein, das in die Ewigkeit hineinwirkt. Das ist das die Erklärung dafür. Okay, und wenn ich habe das jetzt öfter mitbekommen, dass man sagt, er hat sich ja hingekniet und zu Gott gebetet. Zu wem hat er da gebetet? Okay, ja, wir haben, also haben ja in Gott die... Möchtest du übernehmen? Ja, ich kann gerne lassen. Lasst mal bitte den Mats reden und dann, weil ihr habt ja gemerkt, ich bin gerade ganz still, weil Mats redet sehr, sehr sachlich und ja. Es wäre sehr schön, wenn ihr ihn aussprechen lässt, ne? Weil der James hat Fragen und Mats ist, wie gesagt, sehr, sehr sachlich. Lasst ihn bitte reden. Okay. James, kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Also, Jesus hat sich ja hingeknickt und zu Gott gebetet. Ja, genau. Also die Bibel von Anfang an, also auch von dem Alten Testament, bringt uns bei, dass es eine innergöttliche Pluralität gibt. Das fängt schon in den ersten Versen an. Gott schafft Himmel und Erde, die ganze Welt, und der Geist Gottes, der eine Person ist, schwebt über dem Wasser. Und das kann man belegen im Alten Testament schon. Das heißt, diese innergöttliche Pluralität ist das Bild des Gottes, der über allem ist, der anders ist, der nicht vergleichbar ist mit irgendetwas in der Schöpfung. Er ist nun mal einfach anders als wir. Und das ist das Bild Gott, das er uns gibt. Und im Neuen Testament wird es noch mal klarer. In dieser innergöttlichen Pluralität kommt dann das Logos, wird das so genannt. Das ist der Sohn hier, der die Gestalt annimmt, also eine menschliche Natur annimmt. Und natürlich redet Gott mit Gott. Deshalb ist das für uns überhaupt kein Problem, dass der Sohn hier, während er in der Mission ist, die Menschheit von ihrer Sünde zu retten, mit dem Vater redet im Gebet, ist für uns überhaupt kein Problem. Und wir wissen auch, dass Allah betet selber für Mohammed, ja, und dementsprechend dürfte das auch für dich kein Problem sein.
Wie gesagt, also das geht nicht in meinen Kopf rein, dass Gott am Kreuz stirbt, ja, für die Sünde. Guck mal, James, James, wenn wir Gott zu 100% verstehen würden, dann wäre er ja kein Gott. Das ist normal, dass wir so solche Fragen stellen. Aber ich kann dir nur eins sagen, James, ja. Ich empfehle dir einfach nur, komm einfach ab und zu mal hier in den Channel rein und schau dir die Sachen einfach an. Man kann vernünftig und sachlich über alles reden. Ne? Man muss ja nicht mal hetzen, beleidigen oder sonst was. Aber wenn ihr auch ehrlich zueinander seid, wie oft wurde die Bibel verfälscht? Die Bibel wurde noch nie verfälscht. Die Übersetzungen. Nein, egal, Mats, du, ich lass Mats machen. Okay, nochmal, du, James, du musst einfach mal verstehen, was, wenn du jetzt eine Bibel in die Hand nimmst, was ist das, ne? Es hat zwei große Teile. Es hat den alten Bund und den neuen Bund. Der alte Bund ist identisch, mehr oder weniger, mit der jüdischen Bibel. Wir nennen das die Tanach. Die Tanach wird bei den, von den Juden, extremst genau bewahrt. Das ist sogar so, wenn jetzt eine Kopie erstellt wird und die Kopie nicht dem der vorherigen Original entspricht, dann wird die beerdigt. Das heißt, die gehen extrem sorgsam mit ihrem Text um. Das wurde bestätigt, weil Teile der Tanach wurden in den Qumran-Rollen gefunden, die dann die Texte wieder bestätigt haben. Mit ein paar wenigen Variationen, aber wir wissen, dass diese Texte solide gerade überliefert wurden. Das Neue Testament tut sich zusammen aus ungefähr 5.800 Manuskripten. Ein Manuskript ist ein handgeschriebenes Kopie in Griechisch von dem Original. Wir haben die Originale nicht, wir sind sehr nah dran, aber wir haben diese 5.800 Manuskripte mit insgesamt 2,5 Millionen Seiten. Und dort wird mit wissenschaftlicher Methode zurückverfolgt, wie der Originaltext ausgesehen haben muss. Mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit haben wir den Originaltext. Jetzt musst du aufpassen. Wenn du sagst, ich brauche den Originaltext, dann hast du den auch nicht vom Koran. Es gibt keinen kompletten Koran mit allen Suren und allen Ayas aus dem ersten Jahrhundert des Islam. Auch dort sind es Kopien von Kopien. Und deshalb musst du aufpassen, was für den Koran zählt, zählt auch für die Bibel. Wenn du den Koran als authentischen Text siehst, musst du auch das Neue Testament und die Tanach als authentischen Text ansehen. Okay. Und hinzuzufügen ist auch noch, ich lese dir das nochmal vor, bitte, James, ja. Ich muss das nochmal für dich vorlesen. Guck mal, du musst jetzt ganz gut zuhören. Jemand anders, der versucht, dir deinen Kopf zu verdrehen. Bitte nicht drauf hören, James. Ich sag dir das als schwarzer Bruder, okay? Ich habe keinen Grund, dir irgendwelche Geschichten zu erzählen. Ich lese es dir jetzt einfach vor aus der Sure 4, Vers 60. Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in einer Entscheidungsfrage an falsche Götter wenden, wo ihnen doch befohlen worden ist, es zu verleugnen? Aber der Satan will sie weit in die Irre führen. Der Satan will sie weit in die Irre führen. James, nimm dein Koran, lies bitte Sure 4 komplett durch und nicht, dass es heißt, es wurde aus dem Kontext gezogen. Lies dir die komplette Sure 4 durch und James, mehr kann ich für dich nicht tun. Ich werde dir auch nicht sagen, hey, das und das ist die Wahrheit, das und das ist die Wahrheit. Du musst selber, was er für richtig hält, ne? Guck mal. Ja, aber du musst es erkennen. Aber viele Christen identifizieren sich auch nicht mit dem Alten Testament. Weißt du warum? Warum? Weil denn? Das ist ja eine falsche Aussage. Entschuldigung. Ja. Das ist nicht mit, wir Christen wissen, dass Gott Bündnisse mit Menschen schließt. Schon immer. Es gab den Bund, zum Beispiel mit Noah hat Gott einen besonderen Bund geschlossen. Und dann hat Gott mit Abraham einen besonderen Bund geschlossen. Und dann hat Gott mit Moses einen besonderen Bund geschlossen. Und absolut. In diesen Bündnissen hat Gott schon angekündigt, dass es einen neuen Bund geben wird. Und in Jesaja zum Beispiel ganz viel steht, dass durch diesen alle Nationen mit betroffen sein werden. Aber zum Beispiel
Ihr Muslime geht dann immer zu uns hin und sagt, warum haltet ihr Christen euch nicht an den Bund von Moses zum Beispiel oder von Abraham? Dann sagen wir, ja, weil wir nicht Teil dieses Bundes sind. Warum, wenn du und ich einen Vertrag machen, warum sollte der Flex sich an den Vertrag halten, den du und ich gemacht haben? Nein, es braucht einen eigenen Vertrag mit Flex. Ja, und das ist genau, was hier passiert ist. Wir sind Teil des neuen Bundes. Jesus sagt das in Matthäus 26, 28, das ist mein Blut für den neuen Bund zur Vergebung der Sünden. Dann geht Jesus hin in Lukas 24, 44 bis 48 und sagt, das musste alles geschehen, der Messias musste leiden, sterben, auferstehen, damit in seinem Namen Vergebung für alle Völker gepredigt wird, angefangen in Jerusalem bis an die Enden der Welt. Und wir leben in dem neuen Bund und das wird uns gesagt in der Apostelgeschichte Kapitel 15, ausdrücklich für die, die nicht in der Blutslinie Abrahams sind, Jakobs und Isaaks, für die zählt nicht der mosianische Bund, sondern sie sind dort zurückgegangen auf den Noah-Bund, in dem wir uns zu verhalten haben, dass wir uns von Unreinheit fernhalten. Bei den anderen Bündnisinhalten, die für Noah zählen, die zählen nun mal für Mose, die zählen nun einmal nicht für uns. Das ist aber okay. Gott kann selber Bündnisse machen mit verschiedenen Völkern. Ja, und das müsste für dich als Moslem eben auch okay sein, weil ja auch Mohammed neue Regeln gebracht hat. Ja, wir sagen natürlich, die sind verkehrt, wir sagen, das ist ein falscher Prophet, aber du kannst nicht zurückgehen und uns für etwas vorwerfen, für das du selber als Muslim gar nicht tust. Okay. Absolut, absolut. Absolut. Also James, ich würde einfach empfehlen, du kannst jederzeit immer wieder hier hochkommen und schau dir das einfach an und einfach Augen aufmachen, einfach nur zuhören, einfach mitlesen. Das ist das, was ich sagen kann. Einfach mitlesen und bitte folge nicht der Lüge. Einfach nur mitlesen, das reicht schon. Mitlesen und zuhören auch, was gelesen wird. Und hier werden auch keine Sachen verdreht. Und falls du auch gemerkt hast, keiner greift dich hier an, keiner beleidigt dich. Cool. Ich greife ja auch niemanden an. Genau. Ich greife ja auch niemanden an. Und man muss es nur verstehen. Ne? Mehr ist da nicht. Ne? Mehr ist da wirklich nicht. Ne? James, ich kann auch noch, und das sage ich jedem, ich habe hier alle Bände von Sahih Muslim, Bukhari und Sunan an-Nasa'i. Ich biete jeden an, er kann mich anschreiben, ich mache ihn einen Drive-Ordner oder schieß mich tot, wo ich das hochlade. Und dann kann man sich selber das Ganze durchlesen. Und das guck mal, James, ich lasse gleich den Aram reden. Warte, vereint. Irgendjemand hat seine Kamera, irgendwas hört man ganz komisch. Wer ist das? Oh, ich glaube, das ist vereint. Warte, deine. Komm wieder hoch, ja? Oder, wer ist das denn? Aram, du musst wieder raus und rein. Bei dir hört sich das ganz kaputt an. Warte, vereint, ich hole dich gleich wieder hoch. Aram, stell nochmal eine Anfrage, weil das ist, man hört es. Aram, du musst nochmal eine Anfrage stellen. Man hat dich ganz schlecht gehört gerade, Aram. Okay, jetzt. James, ich wollte dir was ganz, ganz wichtig. Eine Frage, Flex. Ja. Viele lesen aber auch Suren vor, weißt du, ohne vorher die Suren zu lesen, ne? Du hast mir nicht zugehört. Ich habe dir gesagt, lies den Kontext in Sure 4 und dann weißt du schon, um was es geht. Das reicht schon. Wie gesagt, guck mal, es gibt in der Bibel, guck mal, ich bin jetzt nicht so wissend, aber es gibt auch vieles in der Bibel, was sich widerspricht, ne? So, und ja, was denn? Was widerspricht sich denn? Ich kann das jetzt gerade nicht wiedergeben, aber ich habe schon viele Lives zugehört, da konnte ein Christ auch nicht drauf antworten, weißt du, was ich meine? James, ich weiß ja nicht. Ich sag dir eine Sache. Ich kann auch nicht auf alles antworten. Auf alles hast du auch nicht eine Antwort. James, ich habe hier, ich bin der Letzte, wirklich, ich bin der Letzte, der irgendwelche Geschichten erzählt. Ich sag dir eine Sache. Wenn ich in den Channels reingehe und zuhöre über die Verse, wie sie es interpretieren, wie sie es ins Lächerliche ziehen, wie sie es vor allem noch vorlesen und wie sie diese Verse philosophieren, da denke ich mir eigentlich so,
Warum lügen die sich selbst an? Da steht ganz klipp und klar, XY, so und so sieht's aus. Und dann sagen sie, nein, da steht, da wird ein Dunkelhäutiger beleidigt, steht aber nicht da drinnen. Das sind so viele, oder zum Beispiel mit dem König Asia, ja, oder mit 24 ein paar Jahre regiert hat und mit 42 ein Jahr regiert hat. Da sagen die Muslime, ja, oder sagen deine Glaubensbrüder, sagen dann, ah, wir haben einen Widerspruch, wie alt war er denn? War er jetzt 24 oder war er jetzt 42? Aber dabei steht da drinnen ganz klar, er hat mit 24 einige Jahre regiert, nur mit 42 hat er ein Jahr lang regiert. Wo ist da bitte schön der Widerspruch, ja? Also die Glaubensbrüder also von euch, ja, das darfst du auch nicht falsch verstehen, die lieben es, die Sachen zu verdrehen, zu lügen. Und ich sag dir als Schwarzer, ich habe keinen Grund, dir irgendwelche Geschichten zu erzählen. Das ist das mal, Einzige, was ich dir sagen kann. Ich habe auch einen schwarzen Bruder, ja? Ja. Der ist sehr wissend im Islam, ne? Ja. Vielleicht schaffe ich das ja mal, ihn hier hochzuholen, ne? Mhm. Ich glaube, mit dem würdest du dich echt gut verstehen, weil der hat's drauf und der hat auch viel Ahnung, ne? Und du sagst ja, du warst kurz davor, Muslim zu werden, also zu konvertieren. Kannst du mir, also dann muss es ja auch vieles gegeben haben, was Sinn ergeben hat für dich. Ja, nee, das nein, ja es hat erst, wo ich angefangen habe, die Schriften reinzugraben, da habe ich sofort abgelehnt und habe gesagt, nein, niemals werde ich dieser Religion beitreten. Nein, auf keinen mal, Fall. Nein. Du musst jetzt die Überlieferungsketten, guck mal, du musst die Überlieferungsketten lesen. Wenn du die Überlieferungsketten nicht lesen tust, das Leben von Mohammed, das musst du kennen. Weil wenn ich dich jetzt frage, was ist das Leben von Mohammed, das weißt du gar nicht. Aber wenn ich dir jetzt erzähle, ja, hey, er ging zu der Familie und sagte, hey, Gott hat mir die Offenbarung gegeben, gib mir deine Tochter Aisha. Okay? Ja. Und sie war 6. Und mit 9, bitte Bruder, ich will nicht, Bruder, ich will nicht noch tiefer in die Sache. Materie reingehen, nein, aber du musst es selber Sache. Erkennen. Nein, warte, James, warte doch kurz. Ihr bezieht das jedes Mal auf dieses 9-jährige Kind, ja? Ich verstehe das nicht. Ihr könnt aber das muss dir doch bewusst sein, dass es nicht normal ist. Ihr könnt nicht jedes Mal diese Zeit von Tausenden von Jahren mit der jetzigen Zeit vergleichen. Das geht nicht. Deine Nein, Eltern, du weißt nicht. Opa, hör mal zu. Die haben auch du weißt nicht, worauf ich hinaus möchte. Nein, die haben auch mit 12, 13 geheiratet. Das ist üblich gewesen damals, ja, zu heiraten. Ganz kurz, hallo liebe Leute, grüß also, euch, Gott segne ich verstehe euch. Nicht, warum man Darf immer ich? Diesen Vergleich nimmt, James, als wäre er irgendein Pädophiler gewesen. James, weißt du? James. So was darfst James, du nicht von deinem Mund geben. Das gehört sich darf nicht. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Aber nicht ja, mit 9, aber ja. Das ist keine Ausrede. Hört ihr mich? Das ist keine Hört Ausrede, ihr mich? Leute. Früher, die Zeit könnt ihr nicht mit jetzt vergleichen. Aber Gottes Wort ist doch gleich. Gottes Wort bleibt doch. Warum ist das abänderbar oder wie? Nur weil es nein, in der nein, damaligen aber Zeit ist. Die irgendwie. Menschen damals, nein, wir reden jetzt wirklich Tatsache. Die Menschen damals, die kann James, man nicht mit jetzt James, vergleichen. James, lass die mir mal Aram Bücher, kurz reden, weil Aram will dir, glaube ich, was sagen. Ja. James, okay. Aram möchte dir was sagen, ganz kurz. Erzähl Aram. James, ich habe dich jetzt ein bisschen angehört und du hörst dich wirklich vernünftig an. Ja. Die Frage ist, kennst du dich mit deiner Schrift aus? Ich denke, nein. Nein, kenne so. Ich nicht. Nein. Okay. Jetzt suchst du legitimieren diese Sache mit der Aisha, mit der Zeit. Die Zeit von damals und heute sind gleich, auch die Menschen waren gleich alt, gleich groß, gleich jung, gleich klein. Also da gibt's nicht schön zu reden. Wie würdest du es denn finden, wenn du in deiner Schrift siehst, du musst eigentlich die Andersgläubigen bekämpfen? Was würdest du dazu sagen? Ja, gut, dass du das jetzt erwähnst. Sehr, sehr gut. Dann lies mal die ganze Sure jetzt vor, bevor du mir so ein Vers jetzt hier stellst. Ich bin nicht komplett unwissend. Ja, aber ihr stellt jedes Mal diese Sure in Frage. Aber lies mal, was davor steht, Kollege. Kämpft ja, die Ungläubigen, wenn sie bei euch eintreten, ja, dann bekämpft die Ungläubigen. Aber nicht einfach bekämpft die Ungläubigen. So schmeißt du das in den Raum. Das gehört sich auch nicht. Aha. Soll ich jetzt mal googeln? Also, und diesen Vers ja, rausholen? Kann, oder kannst du das kann machen? Ich ja machen. Kannst ja machen. Dann machst du das mal. Jetzt, und lies mal bitte vor. Oder Flex, guck mal. Mach du das mal bitte. Flex, hol diese Sure raus.
Bitte. Das macht Aram. Aram willst du ja zeigen. Das macht der Aram gleich. Los. Genau. Dass du das jetzt so in den Raum wirfst, weißt du, ohne davor. James, 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 bitte, bitte, James. Ganz kurz, Aram. James. James. Das stimmt, ich hab's für Ungläubige. James. 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 Bitte. Bitte. Guck mal, wir sind hier keine Geschichtenerzähler. Wir tun schon Fakten auf den Tisch hauen, ja? Deswegen bitte, James, du musst wirklich gut zuhören und warte jetzt einfach kurz ab und schaust dir einfach an. Alles gut, okay? Ab wo willst du, dass wir lesen? Es geht um die 216. Ab wo soll ich lesen, bitte? Du hast gerade was erwähnt. Ja, Zeig's mir. Zeig es mir. Ja, ja. 216, schau hier. Wo soll ich denn lesen? Soll ich ab 214 lesen? Ab 213? Von wo willst du denn? Ich weiß es nicht. Da, wo du sagst, bekämpft die Ungläubigen. Zeig mir das mal bitte. Pass auf. Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ich aber weiß nicht. Aber ihr wisst nicht. Okay. Was ist es jetzt? Wie, was ist es jetzt? Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Ja, was ist da jetzt verwerflich? Vorgeschrieben ist ihr zu kämpfen? Ist das nicht verwerflich? Nein, warte mal kurz. Was ist daran? James, bedeutet? James, James, du musst richtig zuhören. Ich habe das Gefühl, du hörst nicht zu. Nein. Obwohl, schau mal her. Guck mal, da steht nicht, bekämpfe die Ungläubigen. Wo steht das mit dem bekämpft den Ungläubigen? Das will ich sehen. Das zeige ich dir gleich auch. Warte. Ja, das soll ich dir zeigen, bitte. Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Also das heißt, es gefällt euch eigentlich, die anderen zu töten. Ne? Ja. Aber vielleicht ist euch zu kämpfen etwas zuwider. Okay, ja. Was machst du, wenn du kämpfen tust im Krieg? Tust du nicht töten? Weiß ich nicht, vielleicht wehre ich mich nur, ne? Ach so. Ja. Ah, das sind aber, weh. Ach so. Aber tut aber, euch wehren. Oder darf ich dem James einmal eine logische Frage kurz stellen? Ganz kurz, ich bin dann sofort wieder weg. Er hat ja gesagt, die Ungläubigen. Warum zeigst du mir das nicht? Geh James, mal darauf. Warte James. Ganz kurz. Wenn ich jetzt hier rausgehe und das google, ne? Bin ich raus oder wie ist das? Nein, alles gut. James, bleib mal. Alles gut, James, ich möchte dir eine Frage stellen, eine logische Frage, und dann gehe ich sofort raus zu dem Thema. Ja, stell ihm bitte die Frage. Okay. Ich hoffe, er hört sie. Meine Frage an dich ist folgende. Glaubst du, dass die ersten und beste Generation von Mohammed falsch verstanden hat und alle ihre Angriffskriege bis Spanien und Indien gemacht hat? Oder waren bis Spanien und Indien das alles Verteidigungskriege? Kannst du mir das erklären? Einfach nur mal von der Logik her, weil du scheinst zu argumentieren, dass im Islam nur Verteidigungskriege erlaubt sind. Also erklär mir, haben die ersten, die beste Generation laut Mohammed, haben die ihn alle komplett falsch verstanden und ihre Angriffskriege bis Spanien und bis Indien gemacht? Oder wie erklärst du dir das bitte? Nagelt das Thema bitte, weil das ist so irwitzig, dass ich werde jetzt die Kommentare abschalten, meine Glaubensbrüder und Geschwister liken, bis wir 50.000 haben. Hello, ich mache jetzt Kommentar aus. So, weil das ist nämlich ja die Annahme, die ja an dir dran geht. Ne? Er sagt, Islam erlaubt nur Verteidigungskriege, dann müssten die ersten Muslime Mohammed und Allah komplett falsch verstanden haben. Komplett. Sehr gut, Matt. Du hast vollkommen recht. Das ist auch absolut richtig von dir ausgeführt. Gott segne dich. Jetzt, James, waren das alles Verteidigungskriege bis vor Wien? Nicht alle. Aber jetzt, guck mal. Jetzt, Moment, James. Ja. James Roddy. Jetzt pass auf. Ups, ja? Warte, ich mach dich groß. Ja. Okay. Mach mal groß. So, jetzt lesen wir. Das geht um die Sure 129. Vers 129, da siehst du das. Ja. Okay, von wo soll ich aus lesen? Von oben? Mir ist das egal. Ja, weil du gesagt hast, wir tun das einfach aus dem Kontext ziehen. Dann lese ich aus 26 vor, das ist ja weit genug oben, oder?
Daraufhin sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab. Und er sandte Heerscharen, die ihr nicht saht, herab und strafte diejenigen, die ungläubig waren. Das war der Lohn der Ungläubigen. Hierauf nimmt Allah nach allem die Reue an, von wem er will. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. O die ihr glaubt, die Götzendiener sind für wahr unrein, so sollen sie sich der geschützten Gebetsstätte nach diesem ihrem Jahr nicht mehr nähern. Und wenn ihr Armut befürchtet, so wird Allah euch durch seine Huld reich machen, wenn er will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Ja. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Ja. Die Juden sagen, Uzair ist Allahs Sohn und die Christen sagen, Al-Masih ist Allahs Sohn. Das sind ihre Worte aus ihren Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie, wie sie sich abwendig machen lassen. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah, so wie Al-Masih ibn Maryam, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einem einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm. Preise ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. So, was ist jetzt hier aus dem Kontext gezogen? Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben. Was ist jetzt da? Was haben wir da aus dem Kontext gezogen? Was haben wir dazugefügt? Du hast da nichts hinzugefügt, nein. So, was sagst du jetzt dazu, lieber James? Man hört ja ganz klar raus, ne, James, was da beschrieben wird und was da gesagt wird. Und das kann man nicht leugnen. Weißt du, was ich meine? Damals, als das herabgesandt wurde, ja, der Koran. James, da ja. Spricht Allah, kämpft gegen diejenigen. Da geht es nicht um damals, es geht um auch jetzige Zeit. Ja. Das ist jetzt auch gültig. Um jetzt. Ja. Das ist jetzt gültig. Der Koran ist gültig. Das heißt nicht, der Koran war damals, weil dann würde Koran ein Geschichtsbuch sein. Der Koran ist aber doch kein Geschichtsbuch. Der Koran ist ein Befehl, was der Koran uns gibt. Kämpft gegen diejenigen. Es ist nicht damals, wir reden von jetzt. Es ist ja gültig. Das stimmt. Kannst du mal höher gehen, bitte? Ja, na klar. Selbstverständlich. Ganz kurz. Ja. Jetzt gehen wir mal kurz zu der 123, dann gehen wir wieder rüber, okay? Ja. Oh, die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind von den Ungläubigen. Sie sollen in euch Härte vorfinden und wisset, Allah mit den Gottesfürchtigen ist. So. Ui. Das ist die gleiche. Schon wieder ein Befehl. Okay. Ja, jetzt gehen wir wieder runter zu 29. Schon wieder ein Befehl. Okay, krass. Das ist die gleiche Sure, das ist die Neuner, die Sure 9, da ist so ich viel. Ich weiß, das ist die komplette Sure 9. Ich lese, ich sehe schon. Wo soll ich hin? James, wo bist du? James? Ja, ich habe mich hier. Ich höre, Schwester. Also ich glaube, Matt, du hast ihm definitiv die Heilige Schrift einigermaßen so erklären können, dass es auch verstanden hat, weil ich war nicht da. Und jetzt will ich wissen, was er da davon hält, dass es überall Zwang und Krieg Aufrufe gibt gegen andere. Ich glaube, das Problem ist, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbreche, ich glaube, er versteht den Koran selber nicht so. Ja, aber deswegen soll er das ja auch lesen. Er muss es ja lesen, weißt du? Ja, Internet kann es auch und Tiasie. Warum muss er das bei der Bibel ja genauso? So, sometimes no Bible, no it make in Yama und Shadan Tiasie. Du in dem Moment. Nein, aber Bible, nur die erzählt Geschichten von Königen zum Beispiel. Und da wissen wir ganz genau, da spricht nicht Gott und gibt uns den Befehl, jemanden, sagen wir mal, umzubringen, aber hier drinnen spricht Allah. So, Tiasir. Gott befiehlt uns nicht, anders denken, Gläubige zu töten oder zu diskriminieren oder zu unterwerfen. Das befiehlt er uns nicht. Genau.
Ja, das ist ein Riesenunterschied. Deswegen muss das auch gelesen werden, dass man das auch Also ich versteht. finde, ich verstehe nicht, weil das ist, ich bin mit Muslimen aufgewachsen, mein Großvater ist Muslime. Ich habe aber nie verstanden, sobald man über den Koran, die Tora oder über den Islam gesprochen hat und dann, wenn man halt ein bisschen, ne, Kritik oder wenn man da was Sofort hinterfragt oder so, Aggression. Ich weiß. genau, dass denn Sofort sofort Aggression, Ärger sind pur, und pure so. Und Aggression. ich habe das nie Du kannst, verstanden. sobald du es nur in den Mund nimmst und hinterfragst, gleich Aggression. Ja, Aber was für eine Aggression. aber genau da ist das Pro genau da ist das Problem, weil ich frage mich so, Bruder, das ist nur eine Frage, die ich stelle. Ich finde Genau. das. Weißt du, ich möchte gerne verstehen, wieso, weshalb, warum es dort steht. Wieso erklärst du mir das nicht? Und wieso willst du dann dich mit mir anlegen? Also wieso Genau. willst du dann streiten? Verstehst du? Das ist mal Original, du gleich Aggression, wenn uns im Christentum, wenn man ein uns eine Frage stellt, ja, denke ich mir so, ja, okay, gut, soll Gott dich recht leiten. Ich meine, wenn du beleidigst und das nicht ernst nimmst und dir denkst, schön für dich, ja, aber sobald du fragst, nur eine Frage und sagst, hey, warum hat er sich umgedreht oder hat Richtung Alter, oh mein Gott, da kommt Aggression pur. Also Da das kommen ist Antworten wie, hey, man darf das nicht hinterfragen, hinterfragt das nicht, geht zu einem Imam und so. Ich denke mir so, ja, aber okay. genau da ist das Problem. Hä? Ihr hinterfragt unseren Christentum. Wir kommen mit der Bibel, schlagen die auf, geben euch Zitate, wir geben euch Verse und so. Und Ja. dann fragt man nach euren und nach dem Koran, nach dem Islam, weil wir nicht im Islam aufgewachsen sind. Und dann wird ihr aggressiv. Aus welchem Grund? Warum? Absolutely. Es gibt einen Grund, den ich euch gut erklären kann. Schaut mal, Oh, jetzt macht. die Problematik ist folgende. Der Koran selber bezeichnet uns als dumm, taub und blind. Ja? Und wir haben solche Verse und die sind einfach, ja, Koran 3,65. Ich lese mal in Englisch vor, ich habe es halt nur in Englisch gerade. Du meinst Yeah, the uns people of. Christen oder was? Ja, und nicht nur Christen, auch die Juden, ne? Ach Yeah, the so. people of the book, why dispute ye about Abraham when the law and the gospel were they not revealed after him? Have you no understanding? Und dann geht es dort rein und sagt, die, die kein Verständnis haben, ja, wie in 271, die sind taub, stumm und dumm. Damm, ja, dumm. Oder Ja. dann in 8,22, das Schlimmste aller Tiere in Allahs Augen sind die stumm, dumm und tauben. Und er geht genau auf das, was in 2,21 geschrieben ist. Oder dann 8,55. Die schlimmsten aller Tiere in Allahs Augen sind die, die nicht glauben. Und wir sind die, die nicht glauben. Und deshalb ist mein Gefühl sehr oft, wenn jemand sich im Koran auskennt und den liest und den wirklich glaubt, dann glaubt er ja die Dinge über uns. Und da sind ja noch viel mehr Verse. Ich habe jetzt nur ein paar zitiert. Ich habe hier noch mindestens fünf, sechs andere Ayas und dann habe ich auch noch Hadithen, die ja das Gleiche aussagen. Ne? Also zum Beispiel, was wir alle kennen, Sahih Bukhari 45, 57. You, true Muslims, are the best of people ever raised up for mankind. Also die Muslime sind die Besten und wir sind die Dummen, die wie Tiere blöd sind, taub sind, die nicht verstehen, die blind sind. Das sagt der Koran über uns. Und wenn wir dann mit jemandem in Disput sind, der das wirklich glaubt, also der den Koran hier liest und sagt, oh, die Leute des Buches, damit sind wir gemeint, definitiv, die nicht an Allah und Mohammed glauben, was wir ja tun, wir glauben, dass Jesus Gott ist, sind wirklich untere Wesen. Das ist das, was der Koran sagt. Und ich habe die alle hier, also wenn das einer jetzt hier angreift, habe ich die ganzen Ayas, 98,6, 5,30, 9, 28, 766, 9,29, 3,31 bis 32, 3,65, 271, 8,22, 8,55, 9,30, 261, 2,26, 33,26, 2,221. Ja, das Das sind ein also Vers alles nach dem anderen. Belege, die alle sich
extrem negativ über die Ungläubigen ausdrücken. Und dann führt ja das eine zum anderen. Ich bekomme dann ja als korangläubiger Muslim das Gefühl übermittelt vom Koran, ich bin überlegen gegen den Ungläubigen. Und das kriegen wir dann teilweise zu spüren in ihrem Verhalten. Teilweise. Es gibt Muslime, die sind einwandfrei, die sind besser als ihr Prophet, die haben einen super Charakter. Ich will das überhaupt nicht. Das ist keine Generalisierung gegenüber Muslimen. Das war jetzt ein Zitieren aus dem Koran. Und das möchte ich sehr klar unterschieden wissen. Auch für die Leute hier im Chat. Ich habe nicht generalisiert über Muslime. In meiner Erfahrung, in meiner Welt sind so gut wie alle Muslime besser als ihr Prophet und ihr Koran es ihnen eigentlich sagt, was sie glauben und sein sollten. Das ist meine Erfahrung, was ja auch sehr gut ist, muss ich sagen. Absolut, absolut. Ja, lieber Matt, es sind über 5000 Widersprüche im Koran, das kann man belegen alles. Es ist nun mal eine Katastrophe, aber die lieben Muslime... Was, 5000 Widersprüche? Absolut. Ja, und James ist gerade rausgegangen, es tut mir jetzt leid. James ist gerade rausgegangen, aber ich kann es zum Teil verstehen, weil das war jetzt harter Tobak. Aber ich hoffe, dass es in sein Herz gegangen ist. Weil das tue ich ja nicht, um zu beleidigen, ne? Matt, sorry, wenn ich dich unterbreche. Weißt du, das soll eigentlich von meinem Bruder hier, ne? Das, dieser Plattform soll irgendwie, oder beziehungsweise dieser Live soll nicht da sein, dass wir irgendwie den Islam oder den Koran bashen. Wir wollen alle dazulernen. Aber ich finde, sobald Religionen aufeinander stoßen, dann wird immer eine Partie dann sehr, sehr egoistisch. Und so. Und weißt du, was ich meine? Der Christentum. Und ich bin mit, mein Großvater ist Moslem, ja, wir sind Christen, mein Papa war Buddhist und alles mögliche, wir hatten Kulti-Multi zu Hause und so. Aber sobald das Christentum auf den Islam stößt, nicht mal sofort Hass und Beleidigung, Juden, ich weiß. Sofort explodiert das. Also ne, ja, ich habe zwar manche gesehen, ne, da man, mit denen kann man reden. Ich habe sogar privat eine Nachricht bekommen. Ich habe privat eine Nachricht bekommen von jemandem, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe. Der hat mich dann beleidigt und so. Und ich bin so ein Mensch, ich nehme das gar nicht ernst und so. Ich bin, in der Ruhe liegt die Kraft, sage ich immer, weißt. Und dann hat er eine Sache gesagt, die sehr, sehr ausschlaggebend war. Da hat er gesagt, den Islam hinterfragt man nicht. Und da habe ich mir gedacht so, aha, und deswegen bist du so verblödet. Ja, das war so gleich das, was ich gedacht habe. Weil du musst ja selber lesen und verstehen können, was da drinnen steht. Und du musst es auch hinterfragen können. Ja, du musst doch auch hinterfragen und sagen, ey, warum steht es denn da drinnen? Aber sein Wort, was er von sich gegeben hat, ist, den Islam darf man nicht hinterfragen. Ja, und darf deswegen bist du blöd. Ganz einfach. Ich hier noch kurz was lesen, liebe Leute. Hört zu, liebe Moslems, wo ihr auch christliche Geschwister noch in euren Familien habt oder Verwandten. Passt auf. Na. Ewig und auf immer darin zu bleiben, gewiss bei Allah gibt es großartigen Lohn. O, die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Schutzherren, wenn sie den Unglauben mehr lieben als den Glauben. Wer von euch sie zu Vertrauten nimmt, das sind die Ungerechten. Sag, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattin und eure Sippenmitglieder Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und das Abmühen auf seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Also schaut mal her, liebe Leute, sogar wenn einer von euch konventiert oder wenn Verwandte von euch konventieren, so können sie sie gar nicht mehr lieben. Aber wer sagt denn, dass man den Islam nicht hinterfragen darf? Wer sagt das denn? Ja, klar. Also ich habe von einem eine Nachricht bekommen, weil er das gesehen hat, dass ich hier live bin. Ich habe vielleicht auch mal von einem irgendwas bekommen, das ist ja nur diese Person, aber das geht ja nicht für alles und jeden. Man kann den Islam hinterfragen. Also viele, die ich kenne, die sagen, man darf das nicht hinterfragen. Zum Beispiel dieser James, der gerade drin war. Okay, ich bin, sage ich mal, auch nicht der beste, wissendste oder irgendwas. So wie dieser James. Ihr versucht euch mit, okay, ihr habt euch nicht mit denen gebettelt, aber man kann nicht argumentieren, man kann euch nicht das, was ihr wissen wollt, wieder zurückgeben. Deswegen muss man mit Leuten reden, die auch Wissen haben, einen Wissensstand.
Bilal, 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 guck mal, das ist das Problem. Ihr müsst, wenn ihr lesen tut, müsst ihr auch hinterfragen. Sogar ich habe Ja. damals das Christentum hinterfragt. Und ich habe es dann auch verstanden, um was es geht. Das Ja, weil ich kannst du ja selber auch machen. ein bisschen lese. Aber Bilal, du musst dein Buch lesen Aber und ich habe dir ja, hinterfragen, warum gibt es Tötungsbefehle? aber ich habe Warum dir ja befiehlt gesagt, der man Prophet darf das und hinterfragen. Man das? soll auch natürlich hinterfragen. Man kann ja nicht einfach alles glauben, was man glauben will. Ja Man gut, kann. aber wenn ich dich zum Beispiel, wenn ich höre schon, wie du redest, merke ich schon, dass du von deiner Religion gar keine Ahnung hast. Ich höre das raus. Kannst du Wow. ja sagen, ist ja deine Sache. Ja, aber Weißt du Bilal, alles? guck Guck mal, du mal, kannst doch nicht eine Religion das ist joinen, ja wenn du schon die Religion nicht Unwissenheit. kennst, Bilal. Das Aber das ist funktioniert ja so schon nicht. Unwissenheit, dass du sowas sagst, weil du kennst mich nicht. Ich habe mit dir vielleicht jetzt 5 Sekunden gesprochen Alles und dass du dann gut, Bilal, sowas Bilal, sagst, Bilal. Ich also möchte, zeigt mir ja Bilal, schon die okay. Unwissenheit von dir. Okay, Bilal. Bilal, Bilal. Nein, ich will mit euch Bilal. nicht über irgendwelche Suren und Bilal. Verse und Bukhari und darüber will ich gar nicht reden. Bilal. Bilal, Bilal, hör mir gut zu. Hör mir gut zu, Ja, Bilal. Ich bitte. mache mich jetzt groß, Bilal. Hör mal zu. Das, was ich gesagt habe, das meine ich nicht böse. Ich sag's nochmal, ich meine das nicht böse. Aber, viel, du bist ja selber hier reingekommen, du hast doch selber gesagt, hey, ich bin nicht der Hellste, du weißt nicht viel darüber. Und ich habe gerade sogar selber bestätigt, ich höre schon, was du sagst und ich merke, dass du gar keine Ahnung hast über deine Religion. Das ist ja nicht mal böse gemeint, das war was Ich ganz habe ja Normales, nicht was mal ich gesagt habe. angefangen, über meine Religion zu reden, dass du wissen kannst, ob ich Ahnung habe oder nicht. Ich habe ja noch nicht mal darüber geredet. Oder dass du vorhin gesagt hast, dass du vorhin gesagt hast, ich bin Palästinenser. Wir Palästinenser hassen die Juden. Das stimmt ja auch gar nicht. Ich persönlich oder alle Palästinenser, die ich auch selber kenne, sind gegen Zionisten, weil wir wissen, dass die Zionisten die schlimm sind und nicht Bilal, die Bilal, Juden. ich habe vor 2 Tagen, 3 Tagen ungefähr, habe ich ein Video gesehen von Imame, die mit Juden Gespräche hatten, wo ein Jude in der Mitte ist und die bespucken den, die schlagen den. Und das Ja, passiert also den haben Palästinensern die, nicht, aber wir sorry, finden die schlagen, Ganzen. schlagen wir Aber jetzt warte. falsch, aber die haben den rumgeschubst und die haben den beleidigt. Bitte, bitte, sag jetzt nicht, die hassen, bitte, 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 bitte. Bilal, bitte. Seid ihr noch da, Leute? Ja. Ja. Jo, ich bin da. Bilal, nimm's mir nicht übel, aber nein, das stimmt nicht. Wo ist er hin? Er ist rausgegangen. Okay. Er ist rausgegangen. Ich habe ihn nicht gekickt. Ja, es ist leider die Wahrheit. Er kann nicht sagen, dass es nicht so ist. Darf ich etwas zeigen, lieber Flexer? Dass Allah nicht einmal weiß, wer Mohammed folgen wird und wer nicht. Let's go. Mach ich Joe, ich los? glaube, Joe wollte auch was sagen, oder? Bruder Herz. Joe. Und du bist auf Stumm, Joe, ne? Wir hören dich nicht. Make me big, mach mich groß. Der Okay, Bilal will wieder ich mach rein. dich groß. Ich mach dich groß. Jetzt schaut mal her, liebe Leute, das ist die Sure 2 und Vers 143. Wir wissen, hier spricht natürlich Allah im Koran, nicht wir. Ne? Ist richtig, oder? Okay. Also, Sure 2, Vers 143. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer euch auf den Fersen umkehrt. Das reicht schon. Hier sagt Allah, die haben die Gebetsrichtung geändert, damit sie wissen, wer dem Gesandten folgen wird und wer nicht. Allah weiß nicht. Allah weiß nicht, wer dem Gesandten folgen wird. Also ändert er die Richtung, die Gebetsrichtung, dann schaut er, wer wird ihm folgen, wer nicht. Eine Katastrophe.
Allah weiß nicht? Vorher schon? Also, Kannst du, kannst du, kannst du bitte das auch mit dem Kamelurin zeigen, weil die Leute, ich habe echt das Gefühl, die Leute wissen nicht, was sie da folgen, bin ich ganz ehrlich. Zeig mal, wenn einer will, der kann das mit dem Kamelurin gerne mal zeigen. Mal gucken, ob sie das auch noch leugnen wollen. Ich habe die Sure bei mir nicht. Ich weiß, ich kenne kenn die zwar, aber ich habe sie hier bei mir nicht. Matt, hast du das mit dem Kamelurin vielleicht da? Ist Matt noch da? Matt, 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 bist du da? Matt, 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 bist du da? Okay, Matt ist nicht da. Oder sollen wir noch eine Sure raussuchen? Das ist gar kein Problem. Mach so, wie du willst. Kannst vorlesen. Jetzt gucken wir mal hier. 1983, Sure 19, Vers 83. Schauen wir, was da drin steht. Ich bin gleich da. Du kannst so lange vorlesen. Ne? Ich bin gleich wieder da. Danke. Ja. So, das ist die Sure 19, Vers 83. Wir fangen schon mal keineswegs. Sie werden den von ihnen empfangenen Dienst verleugnen und werden ihnen Gegner sein. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie heftig aufreizen? Also Leute, Allah schickt die Satane auf die Andersgläubigen, damit sie noch mehr bestraft werden. Unglaublich, oder? So wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen, wir zählen ihnen schon die Tage ab. An einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen als eine geehrte Abordnung zum Allerbarmer versammeln und die Übeltäter wie eine durstige Herde zu Tränke zur Hölle treiben, verfügen sie nicht über die Fürsprache außer demjenigen, der vom Allerbarmer eine diesbezügliche Verpflichtung entgegengenommen hat. Und sie sagen, der Allerbarmer hat sich Kinder genommen. Ihr habt ja eine abscheuliche Sache begangen, beinahe brechen davon die Himmel auseinander und beinahe spaltet sich die Erde und beinahe, ja, den brauche ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall, liebe Leute, in der Sure 19, Vers 83, tut auf jeden Fall Allah die Satane auf die Andersgläubigen schicken. So. Dann noch einmal, Sure 19, Vers 83, wir können von oben bis nach unten lesen, das hat keinen Kontext in dem Sinne, dass das nicht Aram, so gemeint ist. Aram, ja, möchtest du mit jemandem debattieren? Ich glaube, du hast ein paar Gegner, die kann ich hochholen, wenn du magst. Du kannst einen hochholen, ich habe nicht allzu viel Zeit, ja. Okay, ich hol mal jemanden hoch. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auf Fragen kommen. Ich hole die mal hoch. Ja. So. Sind die alle rausgegangen? Anscheinend. Okay. Gut. Okay. Ich glaube, sind sie entweder rausgeflogen oder ist es? Ich weiß nicht. Okay. Nicht so schlimm. So. Okay, bei ihm ladet es viel zu lange. Keine Ahnung, was mit seiner Internet-Connection ist, aber wahrscheinlich auch Steinzeit-Internet. Okay. Okay. Jetzt gucken wir mal. So, wer ist das hier? Holen wir den mal hoch. Gucken, ob der was zu sagen hat. Wassalamu alaikum. Erstmal, ne, zu der ersten Sache. Wassalamu alaikum. Was ich erstmal sagen wollte, ne? Alaikum. Kleine Hetze dagegen über Palästina und so. Ach, halt die Klappe, Mann. Geh raus, Mann. Schwätz uns nicht voll, Mann. Dein Gelaber juckt mich nicht. Entweder du bist, kannst mit uns reden oder wenn du nicht reden willst, geh raus, Mann. Dein Geschwätz hört sich hier keiner an, Mann. So, next. So. Machen wir mal den nächsten hoch. So, und weißt du was? Gottes Weil du schon mir auf die Eier gehst, kriegst du auch direkt einen Block und ein Stummdirektpaket dazu. Grüße dich, Frank. Bam, Stummschaltpaket, bam, und nochmal blockieren. Auf so solche Menschen habe ich keinen Bock, bitteschön. So, wir wollen respektvoll miteinander sein.
Wenn ihr schon da seid und für alle Christen, gepriesen sei Jesu Christi. Ne? Gepriesen Amen. Sei Jesus Christus, Bruder Herz. Ja. Und wie geht's euch? Uns geht's gut. Ich kann mich gar nicht beklagen. Ich bin nur, ich weiß nicht, alle, die mich von Anfang an eigentlich verfolgen, wissen immer ganz genau, wenn ich immer geredet habe, habe ich immer geredet mit voller Liebe. Aber jetzt bin ich mittlerweile so radikal geworden. Das ist unglaublich. Ich weiß, ich bin ab und zu bei den Zuschauern. Ich merke schon, aber deswegen bin ja ich da und Adam da. Wir reden in Liebe. Dann kannst du vielleicht ein bisschen mehr Feuer, dann kann mir ein bisschen wieder Liebe geben. Absolut, so, absolut. Zuckerbrot und Peitsche. Nein, das absolut. Ist ja auch. Ich verstehe aber dich, Flex. Ich verstehe dich, weil du hast am Anfang, wo ich dich kennengelernt habe, weil wir kennen ja uns schon etwas, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich weiß, ich kenne dich schon eine Weile. Genau, da hast du eigentlich sehr lieb und respektvoll geredet. Richtig. Und man hatte dann immer Islamhass vorgeworfen und behauptet, genau. Du würdest da lügen, du würdest die ganzen Dinger nur selber erfinden, die würden gar nicht stimmen, obwohl du die Schriften gezeigt hast. Ja? Und irgendwann, da verstehe ich dich, da hat man die Schnauze voll, vor allem, weil die ja selber sagen, wir Christen missionieren, aber selber missionieren sie mit der Lüge. Richtig. Ist mir völlig egal, weil die wissen oft, dass es nicht wahr ist und sagen es aber so. Und wenn dann nachher die Leute konvertieren zum Islam und dann nachher die Wahrheit sehen, dann heißt es plötzlich, ja, aber jetzt bist du schon Moslem, jetzt hast du Pech. Ja. Das ist so ein bisschen wie Falle stellen, weißt du? Finde ich manchmal auch nicht. Weil das Ding ist, die wissen ganz genau, wer den Islam verlässt, der gilt als Murtad. Murtad. Genau. Ne? Das wissen die. Deswegen. Ja. Deswegen trauen sich manche Konvertierten dann auch nicht auszusteigen. Und wenn ich schon eine Religion nicht frei entscheiden darf, dann kann ja schon was nicht stimmen. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Genau, genau. Das ist Fakt. Ja, jetzt gucken wir mal. Dann lasse ich mal hier nochmal den Bilal live mal hoch. Also Sternfalke und Aram, ihr könnt mit dem reden. Ich bin gleich wieder da. Den anderen Bilal hole ich dann auch hoch. Aber bleibt bitte alle respektvoll. Wer nicht respektvoll bleiben möchte, ja, also die ich jetzt hochhole, generell, die muss ich dann runtersetzen. Und das geht an die Muslime. Ne? Bitte respektvoll sein. Dann ist alles okay. Wir sind immer respektvoll, natürlich. Wir sind Muslime, Alhamdulillah. Wir sind die respektvollsten Menschen, die es gibt. Echt? Und wir Christen, sind also nicht und wir Christen nicht. Ihr seid auch respektvoll. Ja, okay. Ich habe sehr viele christliche Freunde, die sind alle respektvoll. Dann passt ja, da haben wir gerade die Kurve gekriegt. Da hast du die Kurve wirklich gut bekommen, Bilal. Hab ich sie noch bekommen, das ist gut, okay. Also Gottes Segen. Ich habe nur eine Frage. Was möchtest du sagen? Habt ihr den Koran schon, habt ihr den von Anfang bis zum Ende gelesen? Ich bin gleich wieder da, unterhalte dich so lange mit den Sternfalke und die anderen Brüder. Ich bin gleich wieder da. Kein Problem. Okay. Den Koran habe ich zum Teil gelesen, ich glaube aber Adam, du kannst glaube ich den Koran etwas besser, ne? Ein bisschen, ich habe den tatsächlich auch nicht komplett zu Ende gelesen, weil... Meine Stärke, muss ich ehrlich zugeben, ist die Bibel und das, was drumherum um die Bibel geht. Also auch geschichtliche Sachen, das sind meine Stärke. Also lieber Koran, du siehst hier, keiner lügt. Du hast weder Bibel noch Koran gelesen und wir lesen in den Schriften nicht nur so verseweise, sondern schon auch die Kapitel einigermaßen, dass man den Kontext daraus verstehen kann und nicht einfach irgendetwas. Ja, aber so wie ihr redet, kommt mir das rüber, als würdet ihr den Kontext nicht verstehen. Ja, aber dann erkläre uns doch hier. Du bist doch auch hier, du kannst doch Deutsch lesen. Du verstehst sehr gut Deutsch, das ist nun mal sehr gut, das ist sehr wichtig auch. Die deutsche Sprache ist wirklich tatsächlich auch nicht so einfach zu verstehen, wenn man sie nicht beherrscht. Dann lies uns doch bitte hier aus dem Kontext dieser Sure. Ne? Guck mal, ich will nichts lesen oder irgendwas. Ja, aber schau mal her, Bilal, du willst nicht lesen, aber wir wollen lesen. Verstehst du? Du kannst ja lesen, ist ja richtig, dass du liest. Sollst du ja auch, aber du sollst es auch verstehen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber eben, schau mal, ihr sagt's immer, ihr kommt's immer, ihr tut's nicht im Kontext das Lesen, dann wollen wir doch ein bisschen miteinander das durchlesen. Es geht hier um die
Ja, und lies mir mal vor, ich würde es ja gerne machen. Um die 29. Wir lesen jetzt nur einmal die 29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Jetzt pass auf. Jetzt lesen wir natürlich ein paar Suren, ne? Von oben runter. Guck mal, da hat es schon angefangen. Du hast, jetzt pass auf. Okay, du willst hochgehen, das, aber warte, du fängst erstmal schon da an. Du willst mir jetzt erstmal zeigen, okay, Bilal, ich habe dir etwas sagen wollen, dass du das verstehst, um welche Sure es sich handelt. So, jetzt lesen wir ab 25. Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen und auch am Tag von Hunain, als eure große Zahl euch gefiel, euch aber nichts nutzte. Die Erde wurde euch eng bei aller ihrer Weite. Hierauf kehrtet ihr den Rückzug zur Flucht. Daraufhin sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab, und er sandte Heerscharen, die ihr nicht saht, herab und strafte diejenigen, die ungläubig waren. Das war der Lohn der Ungläubigen. Also er schickt hier Heerscharen, wo wir nichts sehen, und die töten halt, sagen wir mal, die Ungläubigen. Das macht der Allah. Hierauf nimmt Allah nach alledem die Reue an, von wem er will. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. O, die ihr glaubt, die Götzendiener sind für wahr unrein, so sollen sie sich der geschützten Gebetsstätte nach diesem ihrem Jahr nicht mehr nähern. Und wenn ihr deshalb Armut befürchtet, so wird Allah euch durch seine Huld reich machen, wenn er will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Jetzt kommt die 29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben. Ganz kurz, Aram, warte bitte ganz kurz. Ich muss nur kurz was in die Runde sagen. Dann kannst du gleich weiterlesen. An die ganzen Moderatoren, ne? Wenn jemand beleidigt, generell, ihr könnt gleich blockieren und gleich, wie gesagt, aber dann wird stumm sehr, schalten. Sehr viel über den Islam beleidigt. Sehr viel. Und es kommt drauf an, was die schreiben. Natürlich ist aber es nicht gut. Beleidigungen akzeptieren wir nicht. Zu sprechen und miteinander, sage ich mal, zu argumentieren. Wir sind ja nicht hier, um uns zu beleidigen. Auch absolut. Wenn es von Muslimen und Christen kommt, ist das falsch. Alle in den Kommentaren, was sie hier schreibt, das geht gar nicht, auch wenn es von Muslimen oder von Christen kommt. Was ihr hier macht, das geht gar nicht. Alles gut, ja. Bitte, Leute, alle gemeinsam liken, nicht vergessen, ne? Also ich mache Aram mal wieder groß. Und so Marusch gleich auf Attacke. Aram, wie gesagt, das war Bilal, schon wieder erstens Bilal. Aus dem Kontext genommen. Was? Du hast 20 gelesen, alles schön gut, passt einfach nicht. Wie passt nicht? Was hast du jetzt hier? Ich habe aus 24 gelesen. Ne? Ja, warum liest du denn nicht von 1, erstens? Zweitens, es gibt's ja... Hör zu, Bilal. Wenn du mir so daherkommst, ne, dann brauchst du, weißt du, eine Bibliothek von Büchern, dass du den ganzen Islam lesen kannst. Weißt du das? Weißt du, wie viele Tafsire nur ein Buch von Bukhari hat? Nur ja, von einem Buch. Es gibt ja authentische und es gibt ja auch nicht sieben, Sahih heißt authentisch, Sahih al-Bukhari oder Sahih Muslim oder Tabari oder das sind Tafsire und Hadithe. Schau mal her, nur ein Buch von Bukhari hat 7.500 Hadithe, verstehst du das? Ja, und willst du die lesen? Sahih al-Bukhari heißt, es gibt immer authentische und nicht authentische. Die meisten sind authentisch, mein Lieber. Also, und um das hier alles überhaupt zu begreifen, dann musstest du ja komplett das durchlesen, dass du überhaupt sortieren kannst, was ist authentisch, was ist nicht authentisch, was ist Sahih, was ist das nicht Sahih, ja machen. Was Deswegen ist Hassan, was ist nicht Hassan. Lesen und dann verstehen, nicht ich lese die Hälfte, ich kann ja nicht ein Buch zur Hälfte lesen und sagen, oh, so ist das. Ich muss den ja komplett lesen, um ihn noch zu verstehen. Ich kann ja Bilal, nicht eine Hälfte Bilal, lesen Bilal, und sagen, Bilal, pass auf. Ich lese jetzt hier diese Sure von 1 bis 29 bis 30 durch. Und wenn du dann wahrhaftig bist, dann wirst du den Islam verlassen, wenn das hier alles stimmt.
Ich werde Ist das niemals korrekt? den Islam verlassen. Da, Ah. also Wirst du das. dann das? Nein, andere Frage. Wirst du dann diese Sure verurteilen? Wenn Ich das werde so niemals, ist. ich glaube an jeden Buchstaben, der in diesem Buch steht. Also das, schau mal her, dann wundere dich nicht, dass wir sagen, ihr seid einfach nicht wahrhaftig, ihr seid gefährlich. Warum sind wir Eure denn Religion ist dann gefährlich? gefährlich. Natürlich, wenn du sagst, ich glaube an Du jedem Wort, verstehst was hier einfach den drin steht. Koran nicht richtig. Du Also ich verstehst ihn lese einfach den nicht Koran. richtig. Das Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa du verstehst einfach den Koran dann nicht richtig, weil du liest ihn einfach falsch oder du verstehst ihn falsch. Darf ich das auf Arabisch vielleicht lesen? Ja, bitte. Ja, natürlich. Mach das. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وما حرم الله ورسوله ممن أوتوا الكتاب حتى يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. Das klingt ja noch gefährlicher. سورة التوبة آية سورة التوبة آية 29 سورة 9 Vers 29 auf Arabisch gelesen und wir können Tafsire aufschlagen und schauen, ob das gefährlich ist oder nicht gefährlich ist, ob Das hat uns ja jetzt auch nicht viel gebracht, weil wir Bilal, ganz haben kurz errettet, ganz auf kurz errettet, Arabisch, ganz nicht auf kurz Deutsch. errettet, errettet, ganz kurz. Bilal. Ja, bitte. Der Errettet kann sehr gut Arabisch und der wird dir deine Augen öffnen, weil der Kerl ist ein Ex-Moslem. Ja, Und Bilal, er wird kannst du dir die das? Augen öffnen, Bilal. Ich will es dir nur jetzt gleich sagen. Der Ja. Kerl wird dir die Augen öffnen. Und wenn du das weiter leugnen willst, das ist dir überlassen. Mein Problem ist es am Ende des Tages nicht. Naja, Errettet, du kannst deswegen. weiterreden. Das Mein ist ja lieber das. Bilal. Ja, Du bitte. bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Wir sind beide gleich unter dem Schöpfer. Wir sind uns Das beide stimmt. gleich. Sind wir Aber klar. was nicht gleich ist in uns selbst, nicht als Menschen, ist das Glaube. Und der Glaube ist, wenn wir die Bücher aufschlagen und die Bücher selber nicht von jemand erklärt bekommen, Jeder selber kann aufschlagen. doch Lass mich glauben. bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden, Kannst bitte. du machen? Ja, rede aus, Ich rede aus, rede aus. rede neutral. Ich rede nicht gegen dich, nicht gegen andere. Neutral. Du Ich kannst sie rede ausreden, ist kein neutral. Problem. Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Wenn wir, nicht du, wir, ich auch, wenn wir nicht die Bücher aufschlagen, die Bücher prüfen und schauen, was steht da und welche Tafsire und welche Hadithe und was hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt und was hat Jesus Christus, gepriesen sei sein Name, gesagt, dann wissen wir nicht, was der Unterschied ist. Wenn wir nur in die Moschee gehen und vom Imam und Hujjah hören, was er sagt, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Gott sagt, deine Seele rettest du selbst. Du selbst kannst deine Seele retten, kein anderer kann deine Seele retten. Ich bin aufs Knie gegangen, ich habe Amen. gebetet. Lass mich bitte ausreden, ich rede neutral. Ich habe gar nichts gesagt. Ich zitiere keine Sura, ich lese kein Hadith vor, ich lese kein Tafsir vor, sondern ich rede neutral. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ja? Ich bin aufs Knie gegangen, ich habe die Bücher aufgeschlagen, ich habe die Tora gelesen, ich habe das Koran gelesen, ich habe das Evangelium gelesen. Alles geprüft und ich bin aufs Knie gegangen und ich habe gefunden und die Stimme des Herrn Jesus Christus gehört. Er ist der einzige Lebendige und im Koran Al-Karim und in der Bibel und in der Tora steht Al-Injil und Tora. Jesus ist das Wort und Geist Gottes und er ist Gott selbst, gepriesen sei sein Name. Der Teufel, der Scheitan kann nicht das verdecken, dass Jesus Christus der wahre Gott ist, das auf Erde gekommen ist, hat sich in Fleisch für uns opfern lassen, damit wir errettet werden, sonst gibt es keine Erlösung außer nur durch Blut. Und das einzige Blut, reines Blut, war von Jesus Christus, geboren von einer Jungfrau, das Wort Gottes, das Wort wurde Fleisch und das Wort wurde unter uns. Halleluja! Und solange Das ich kannst du einen ja Rat so atmen für kann, dich sehen. Das kannst du ja so bitte. für dich sehen, ob du deinen Na, Glauben guck mal, gefunden guck mal. hast. Ist ja alles schön und gut. Warte doch.
Ich beweise, Ich was brauche ich sage. keine Beweise. Ich brauche Ich keine Beweise beweise von dir, was irgendjemand. ich sage. Ich Du willst bin. nicht hören, du willst nicht verstehen, du willst leider, schau mal, das, guck mal, warte, ich bin Moslem und bleibe Moslem. Ihr könnt mich schon mit nichts überzeugen. Guck mal, ein Fachmann. Ja, guck mal, Alter, du sagst, lass ausreden, aber lässt selber nicht ausreden. Ein Mitarbeiter, ein normaler Auszubildender, der hört nur zu, aber er will kein Fachmann werden. Du musst ein Fachmann werden, du musst lesen, du musst prüfen, du musst alles schön und gut, ja. Wenn du so kannst ja deinen Glauben willst, finden. Dann bist du nicht gerettet. Dann bist Jeder du kann an das verdorben. glauben, an was er Danke möchte. Dir, das darfst aber du am Ende des Tages steht jeder für sich selber. Du stehst für deine Sünden. Ob du oder deine Mutter oder dein Vater oder keine Ahnung was, ihr steht alle für eure Sünden. Das hat ich bin sicher, ich bin hundertprozentig sicher, wenn meine Augen zugehen, wenn der allmächtige Gott sagt, da ist vorbei, dann weiß ich, ich lande bei ihm hundertprozentig sicher. Das ist auch gut für dich, ich weiß auch, ich lande bei unserem Herrn, wir landen alle bei unserem Herrn. Ja, ich reise zu Jesus Christus. Wenn ich weg bin, ich habe keine Angst, ich bin getröstet, ich habe eine Hoffnung. Ist doch gut, das freut mich doch. Halleluja! Ja, aber das, was der Hino macht, ist einfach nur, weiß ich nicht. Aber du bist ist nicht. Nein, ganz kurz, errettet, ganz kurz, errettet. Guck mal, Bilal, hinzuzufügen ist auch noch, ja. Dein Prophet selber sagte, ja. Er weiß nicht, wo er hingeht und er weiß nicht, wo wir hingehen. So, wenn ich jetzt den Islam annehme, obwohl ich zu 100% den Islam praktiziere, sagt dein Prophet aber trotzdem, ich weiß nicht, wo ich hingehe, ich weiß nicht, wo ihr hingeht. Somit wissen wir ganz genau, wir wissen nicht, ob wir errettet sind oder ja, nicht. Normal, weißt du, was ich meine? Ja, und ich würde niemals so einer Religion folgen, wenn ich weiß, dass Gottes Wort nicht... Ihr sagt, ihr seid gerettet. Dann macht ihr natürlich das, was ihr wollt. Ihr denkt euch, nein, okay, ich kann machen, was nicht. Ich will. Ich muss weitermachen. Ich muss weiter dafür kämpfen, dass ich ins Paradies komme. Und so mehr Gutes ich tue, so mehr Gutes ich mache, ich kann mir ja von mir aus auch schon so ein bisschen sicher sein, okay? Wenn ich weiß, ich praktiziere hundertprozentig mit Herz und mit Kopf, mit allem, dann weiß ich doch, okay, ich könnte ins Paradies kommen. Wir wissen alle nicht, man sagt Allahu A'lam, nur Gott weiß es, weil nur Gott nur weiß. Bilal, kannst du eigentlich, Bilal, du kannst ja Arabisch, ne? Ja. Gut. Welche Rechtsschule folgst du? Bruder, es ist doch wirklich egal, was ich folge und wie ich folge. Ich bin Sunnite, okay. Ich glaube an den Koran. Ich glaube an meinen Propheten, den letzten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da muss ich dich aber. Ich brauch. Guck mal. Da muss. Ihr müsst. Guck mal, bevor ihr über den da Islam redet. Da muss ich dich aber jetzt fragen, bevor Bilal. Ihr über den Islam warum redet. Ist es dann für die anderen, guck mal, für die anderen nicht, Gläubigen guck mal, ihr lässt wichtigen? Einen gar nicht reden. Ihr lässt einen gar nicht reden. Bevor Bilal. Ihr über eine Religion argumentiert, über eine Religion redet, eine Religion auch, ihr macht die sozusagen schlecht, ihr redet die, guck mal, wie die Leute in den Kommentaren reden, weil ihr solchen Sachen verbreitet. Wie die Leute schon darüber reden, Beleidigungen. Darf ich was sagen? Nein, aber ich habe ja nur eine Frage gestellt und habe ja noch gar nichts gesagt. Guck mal. Aber gut, weiter. Guck mal, ihr müsst von Anfang bis zum Ende lesen, um das auch zu verstehen. Das auch wird nicht dabei 7.000 oder 5 Allah Millionen Sachen hat. Allah ihr sagt ja auch selber, die Bibel hat, keine Ahnung, 5.000 Seiten und keine Ahnung was. Sagt ihr auch. Und dann hast du vorhin gesagt, ja, die Sunna und das hat auch so und so viel. Ja, hey, bei was in der Bibel ist das doch genauso. Nein, Bilal. Aber Bibel Bilal, ist immer verständlich. Wir haben, schau mal her, die Bibel besteht aus circa 1.400 Seiten. Ne? Die ja, mit dem Neuen Testament und hin und her. Alles zusammen sind circa 1.400 Seiten. Bei euch sind es Millionen. Okay? Guck mal, warum beleidigen die mich alle in den Kommentaren? Warum habe ich einmal über eure Religion schlecht geredet? Habe ich irgendwas über Religion gesagt? Nein. Warum redet ihr jetzt, über mich? Bilal, also wenn hier jetzt einer schreibt, du bist kein Wissender, dann ist das keine Beleidigung. Das interessiert mich gar nicht. Die kommen mit der Hölle und sowas, da hat er schon ein bisschen recht. Was mich gar nicht juckt, das ist dann schon ein bisschen direkt dann. Aber die Beleidigung, die sagen,
Wo denn? Ja, wo denn? Also ich schau gerade, wenn man dich als Jahil bezeichnet, als Nichtwissender, das ist doch keine Beleidigung, Mensch. Ja, Unwissender. Bilal, schau mal her, du sagst immer, lies alles komplett durch. Okay, jetzt pass auf. Es ist doch ganz einfach zu verstehen hier, nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet und nicht du hast geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen und damit er die Gläubigen einer schönen Prüfung von ihm unterziehe. Gewiss, ja, weil Allah Gott ist auch alles. Bestimmt, wann du stirbst und wann nicht. Das ist doch Gottes, das ist doch von Gott. Moment, Gott Moment. Bilal, schau mal hier. Kommst, ob du in Bilal, lüg Menschen. Nicht hier. Guck mal, hier steht getötet. Wir sind Menschen. Bilal, du lügst hier. Lüg nicht, ich hasse Lügner. Schau mal her, ich habe wirklich sehr viel Geduld. Womit habe ich denn jetzt Geduld? Du sagst hier, du tust es hier jetzt verschönigen. Hier steht, nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Was redest du da? Ja, was sage ich denn? Weil Gott, du hast gesagt, nein, Gott entscheidet doch, ob du stirbst. Das ist doch. Also Gott. Das heißt, er du befiehlt dir, einen Menschen zu töten, dann hat Chef, er das. Du bist am Arbeiten, ne? Und dein Chef sagt dir, putz das. Du putzt das. Warum? Weil das dein Chef ist. Und wenn der Herrscher, der dich erschaffen hat, der dir dein Leben geschenkt hat, die sagt, du stirbst, dann stirbst du. Jesus, gibt es kein Hin und kein Her. Ja, aber Bilal, wenn dein Chef zu dir sagt. Wartet, jetzt kommt alles zum Vorschein. So, das heißt hier, dein Koran sagt, der Befehl töte die Ungläubigen. Das heißt, du tötest die Ungläubigen, du wirst es ja befolgen. Ich würde niemals einen Menschen töten und kein Muslim wird kein. Du lügst gerade. Aber Bilal, warte kurz, Leute. Aber Bilal. Du lügst gerade. Bilal. Nein, ich rede nicht von dieses, was von Amerika ist. Bilal. 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 Ja, bitte. Bilal. Flex. Bilal. Ja, bitte. Ganz kurz. Und zwar, das, was da drin steht, das musst du machen. Das ist ein Befehl von Allah. Du musst das machen. Darf ich? Ja, Bruder, jetzt. Danke. Danke, Flex. Vielen Dank, dass du mir ein bisschen Chance gibst, zu sprechen. Waqatilu al-qital. Al-qital huwa an... Tukatil fi sabilillah. Das bedeutet, und qatilu, das heißt, kämpft oder bekämpft fi Allah. Verstehst du Arabisch? Wenn du Arabisch, ich rede mit dir, ich liebe es. Du redest, ich verstehe. Schau mal, lass mich bitte ausreden, ich bitte dich. Ich hab nicht mal was gesagt, Mann, was ist los mit dir? Schau, Gott, Allah, Gott. Gott, oh mein Gott. Hat mich in den Irak geschickt, in dieser Feuer. Damit ich Arabisch, der arabische Sprache mächtig bin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Amin, ja, mazbut. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hör mal zu. Du musst, wenn du ein Muslim bist, dann musst du Koran praktizieren. Ich bitte dich. Also willst du mir gerade sagen, ich soll dich jetzt töten? Weil, lass hä? Mich bitte. Ja, natürlich ist so. Nein, ist nicht so. Wer sagt, das ist nicht so. Du musst Christen und Juden bekämpfen. Du musst jetzt muss auf deutsche Straße rausgehen und bekämpfen. Bitte mach das. Muss ich nicht. Da steht nirgendwo, bitte töte. Nein, du musst das vernünftig lesen und verstehen. Wenn du es nicht liest und verstehst, dann kannst du... Dann laberst du nur was. وعندما لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ضرب الاعناق. Was soll ich nicht verstehen? Ich glaube, das Problem ist hier, dass Bilal. Der Bilal ist wahrscheinlich hier aufgewachsen und das ist halt was anderes als im Nahen Osten. Im Nahen Osten weiß man ja, dass Christen verfolgt werden. Bilal al-Habashi. Was ist mit Bilal al-Habashi? Ich kann mir vorstellen, dass Bilal das nicht möchte. Zum Beispiel, zu Bilal al-Habashi. Zum Beispiel, Flex, bist du da? Flex ist nicht da, dann egal. Ja, Flex ist da. Bilal, du hast doch gerade vorhin selber gesagt, du glaubst an jedes Wort im Koran und
wenn du einen Befehl von Allah bekommst, dann wirst du das auch ausführen, genauso wie du es eigentlich geschildert hast mit dem Chef. Ja, der Chef, aber das stimmt nicht, dass ich einen Menschen umbringen soll. Das ist nicht so. Pass auf. Versteht ihr das falsch? Mhm. Ja, du hast auch gesagt, Bilal. Dann versteht ihr den Koran falsch, dann habt ihr den nicht richtig gelesen. Bilal. Dann ist das einfach falsch, was ihr da redet. Bilal. Okay. Schau mal hier. Dann erklärt doch die Sure 929, die 216, die ganz die kurz, hier. Wir wollen den Musa ganz kurz mal begrüßen. Musa, grüß dich, Gott segne dich und deine Familie. Was können wir für dich tun, mein Lieber? Salam alaikum. Salam. Alaikum. Und zwar, ich möchte mich bitte darüber, also das, was ihr sagt, ja, Allah, so kann, das Sinn, bitte. Guck mal, Musa, ja. Musa, wir machen das so. Ja. Du kannst mitreden, bleib bitte respektvoll, keine Beleidigungen. Mhm. Die Ansprechpartner hier ist errettet, Frank und Aram, ja, eins nach dem anderen. Ich muss nebenbei ein paar Kleinigkeiten machen, ich komme dann immer wieder dazu. Ihr könnt so lange auch reden, ist gar kein Problem. Okay. Aber ich glaube, Musa wollte jetzt was fragen, glaube ich. Ich wollte nichts fragen, Musa. Das Problem ist, was ihr habt, ist, ihr rezitiert aus dem Koran Sachen und quasi, ihr erfindet quasi was. Also da, kein Mensch der Welt sollte jemals, keiner, ob Moslem, Christ oder sonst was, jemanden töten. Und es steht niemals, verstehe ich auch nicht, so, niemals im Koran wirklich so, dass wir Menschen töten sollen. Weil dann würde ja jeder auf dieser Welt jeden töten. Hast genau deswegen haben die das Buch falsch verstanden. Ja, weil die sowas mal, sagen. So wie wer sowas sagt, hat das, sind, das, hat sind das komplett Schriften. Falsch verstanden. Ja, das sind alte Schriften. Ich glaube eher Musa und Bilal. Warte. Ja. Es sind alte Schriften im Koran, die wurden von mehreren tausend Jahren verfasst. Von mehreren tausend Jahren. Und da, und sowieso, es steht schon mal, guck mal, beispielsweise das Rauchen. Rauchen ist Haram, das ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt. Manche sagen trotzdem, man darf rauchen, manche nicht. Aber es steht, du darfst deinen Körper nicht schaden, zum Beispiel. Das zum Beispiel. Musa, daraus, ich stell dir eine... Daraus muss man Sachen quasi interpretieren. Es steht niemals alles so fest im Koran. Also der Koran wurde verfasst im damaligen Jahren, da gab es zum Beispiel nicht mal Zigaretten, weißt du? Also es sind Sachen, die man rausinterpretieren muss. Das steht nicht, mach das nicht. Ja, die verstehen das komplett. Ich habe mal mit einem geredet. Ganz anderen falschen Gedanken erstens. Ja. Zweitens, ihr versteht den ganz falsch. Ihr habt den nicht mal gelesen komplett. Nicht von Anfang und nicht bis zum Ende. Ich kann doch auch nicht ein Buch lesen, wenn ich die Bibel lese. Ich lese die nur bis zur Hälfte, dann habe ich ihn doch nicht verstanden. Aber Bilal, die lesen das schon intensiv. Aber es geht um was ganz anderes. Nein, nicht intensiv. Ich habe zum Beispiel... Liest Verse aus dem, keine Ahnung, Google oder sonst was und die einfach nur zu erwähnen, wo man sagen kann, guck mal, allein schon es gibt Wörter auf Arabisch, die kann man nicht auf Deutsch 100% übersetzen. Gibt es nicht. Es gibt sogar einen deutschen Herbst als Arabisch. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Musa, der Punkt ist, ich habe mal mit einem geredet, der tatsächlich auch ein Stück weit das gelehrt hat, ne? Also so richtig studiert damit. Ja. Und der hat selber gesagt, den Koran muss man nicht unbedingt, Frank, warte mal kurz, ich muss kurz unterbrechen, Frank. Ja. Frank, warte, ich muss ganz kurz unterbrechen. Das heißt also, der Koran wurde nur für die Araber gesandt. Nein. Ja, egal ob es übersetzt worden ist, wir werden es niemals verstehen. Ja, was? Gottes Wort werden wir niemals verstehen, der weil nur auf Arabisch. Koran wurde in der arabischen Sprache Arab gesandt, weil Arab. Warte kurz, lass mich mal ganz kurz reden. Das heißt also, wir müssen alle Arabisch können, um Arabisch zu verstehen. Ansonsten werden wir Gottes Wort niemals verstehen und wir sind alle verloren. Alles klar, okay. Aber das, guck mal, das ist das Problem. Wo habe ich das jetzt gesagt? Ja, bei Arabisch, nur auf Arabisch ist es zu verstehen. Warte, du sagst, guck mal, ich habe in keinster Weise das gesagt. Dann wurde auf der arabischen Sprache herabgesandt, weil der Koran die größte Sprache ist. Da gibt es nicht, weil da muss ich Araber sein, das hat alles nichts mit Araber zu tun. Mhm. Das ist einfach nur die größte Sprache, weil Bilal, kannst du Arabisch? Man könnte keine Bibel, könnte es nicht auf Deutsch geben, weil es einfach keinen Sinn ergeben würde auf der deutschen Sprache. Hä? Also, noch einmal, Musa. Ja.
Kannst du Arabisch? Nein, also ich konnte mal Arabisch, ja. Dann bist du gar kein Arab, gar kein Moslem mehr. Ja, aber so, warum machst du das? Pass auf, Bilal, wer bist du? Wer bist du? Bilal, sei leise. Kein Moslem? Warum bist du? Sei leise, Bilal. Sei leise und hör zu und lerne, okay? Ja, aber sei leise. Musa, pass auf. Pass auf, wenn ihr, wenn ihr immer mit diesem Argument kommt, Arabisch kann man nicht übersetzen, dann seid ihr eben dann keine Muslime, wenn ihr kein Arabisch könnt. Ansonsten. Aber ganz kurz, nein, aber was, guck mal, du, sie wollen alles auf ihre Weise drehen. Das ist einfach, ich habe in keinster Weise gesagt, dass ich kein Moslem bin oder sonst was. Ich sag eine Sache, und ihr interpretiert tausend Sachen dadurch. Ihr tut tausend Sachen dazu. Musa, du bist doch, du verstehst doch Deutsch. Du verstehst Deutsch. Ja, pass auf, du verstehst. Alles gar Bilal, keinen Sinn, ne? Bilal, stumm dich bitte. Ich rede nicht. Musa, du verstehst doch Deutsch. So, jetzt, es geht um die Sure Aya 29. Wir lesen. Liest aber du bitte selber vor. 50 Mal die Aya 29 vor. Was willst du uns damit denn? Bilal, sei leise. Du hast vorhin was gesagt. Ey, Aram, du hast, was habe ich denn vorhin gesagt? Bilal, du hast vorhin gesagt, wenn der Chef mir anschaffen tut, dann werde ich es machen. Also dein Allah schafft es dir hier an. Wo habe ich das Wort? Hallo, guck mal, ich habe nicht was für anschaffen. Aram, oder so was heißt, ne? Nicht anschaffen. Ich hab wenn der Chef dir was befiehlt, dann machst du es, hast du gesagt. Also, das ist anschaffen. Bara, also, Ruhe jetzt, Bilal. Musa, wenn Gott sagt, stirb, dann stirbst du. Punkt. Bilal, warte. Musa, du liest jetzt hier ab 22. Lies bitte. Ich muss Show dann wegmachen. Das Ding ist, wenn alle dazwischen reden, ist scheiße. Also ich mach die Show nochmal weg. Ja. Bitte Leute, nicht alle dazwischen reden, ansonsten funktioniert das Ganze hier nicht, ne? Genau. Und an meine Glaubensbrüder und Geschwister, bitte liken, ne? Ihr vergisst immer wieder zu liken. Also Musa, jetzt wirst du entstummt. Tu dich entstummen, bitte. Ja, habe ich. Ganz kurz, ich will nur was sagen. Guck mal, ich mach mich groß. Aram, du sollst respektvoll bleiben, bitte. Ich bin respektvoll. Nein, bist du nicht, du sagst. Hör zu und lerne. Sei leise, Bilal, du musst respektvoll bleiben. Richtig. Weil der die ganze Zeit dazwischen nicht einmal gemacht. Trotzdem, guck mal, guck mal, du bist christlich, ich bin Moslem. Wir bleiben trotzdem mit Respekt. Flex, mach mich groß. Respekt gebührt demjenigen, der wo Respekt auch zeigt. Wie gesagt, soll nicht dazwischen reden. Guck mal, aber du bist doch von Anfang an respektlos. Wir versuchen, das stimmt doch nicht. Ich schwöre auf alles. Du kannst sogar Kommentare lesen. Du unterbrichst mich selber. Ich verabschiede mich erstmal. Gottes Segen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, weil ich muss noch weiter. Bis dann. Du hast mich unterbrochen zuerst. Als allererstes. Musa, lies bitte ab 22 vor und dann erkläre uns, was du da verstehen tust. So lächerlich, ehrlich. Zeig erstmal richtig. Ich hab dir das doch schon erklärt. Brauchst du von jedem eine Meinung? Ich erkläre das gar nicht komplett. Du musst mehr nach hinten gehen, bitte. Bitte? Du musst mehr zeigen. Willst du bis 21 von 1? Du musst dein Handy ein bisschen nach hinten machen, damit man alles sieht. Ach so. Dann lies mal bitte ab 22, ne? Ja. So. Lies bitte laut vor. Nein, ich werde natürlich laut vorlesen. Was soll ich jetzt sagen dazu? Guck mal, der will einfach nur diese. Wo ist das? Hol mir das mal raus, was du uns da gerade gezeigt hast, Aram. 29. Es geht um die Aya 29 im Allgemeinen. Mhm. Also, und ewig und auf immer darin zu bleiben, gewiss, bei Allah gibt es. Nein, hol nur die 29. Lies nur die 29 vor. So machst du das doch gerne. Hol uns die 29 vor. Bilal, ich will nicht, dass du dann sagst, wir tun das aus dem Kontext ziehen, deswegen soll der Musa das bitte lesen. Ich soll 22 bis 29 durchlesen oder was soll ich jetzt machen? Ja, weil sonst sagt der Bilal, wir haben es aus dem Kontext gezogen, so aber quasi, wir tun ja die Menschen manipulieren. Aus dem Kontext gezogen, was? Wenn du da 22 Bilal, warte kurz, Bruder. Was soll ich jetzt genau machen? Erklär es mir nochmal. Ich habe 23 jetzt gelesen. Was soll ich jetzt machen?
Jetzt weiter, die 24, 25 bis 9 und bis 30. Lies bitte durch. Wir müssen denen das erklären, warum, wieso das so ist. Genau. Was du da drin, daran überhaupt verstehen tust, was du gelesen hast. Ich habe dir das doch gerade erklärt. Ich rede gerade mit Musa. Erklären. Du brauchst es mir nicht erklären, Bilal. Okay. Du willst es nicht verstehen, das ist was anderes. Aber warum verstehe ich? Also in meinem Sinne verstehst du das nicht, in deinem Sinne verstehe ich das nicht. Dann sind wir am Streiten. Du hast vorhin gesagt, du hast vorhin gesagt, wenn mein Chef mir etwas beauftragt, dann werde ich es machen. Und hier gibt es eine Tötungsbeauftragung in sehr vielen. So habe ich das nicht gesagt. So, das natürlich hast du es gesagt. Ganz falsch, was du mir gerade sagst. Du hast mir vorhin gezeigt, da stand was mit, wenn Gott, also du stirbst, hol mir das mal raus. Bilal, das hast du vorhin doch gesagt, ich habe doch selber mit zugehört. Guck mal, ja, aber ich habe ganz genau, anders gemeint. Mal, ich kann nicht richtig lesen. Ich habe gesagt, wenn Gott möchte. Bilal, bitte lüge nicht. Bilal, du hast das gesagt. Lüge nicht. Ja, bitte. Hör mir doch mal zu. Ich habe gesagt, wenn Gott befiehlt oder wenn Gott sagt, dass du stirbst, dann stirbst du. Ich habe nicht gesagt, irgendein Tötungsbefehl, dass Gott dir sagt, du tötest einen, das habe ich nicht gesagt, stimmt nicht. Du hast auch dort verdreht, das ist die Sure 8, Vers 17, da sagt Allah klipp und klar, da ist eine klare Aussage, wenn ihr tötet, mal, dann hat mal, Allah getötet. Wallah, was redest du? Alles hier, Wallah, die verdrehen alles. Du bist so ein Heuchler. Wenn Gott will, dass du stirbst, dann stirbst du, weil wir Menschen sind nichts. Du bist einfach ein Heuchler. Wir haben nichts auf dieser Welt. Ja, wir sind auf Gottes Welt. Ihr seid Christen, ihr glaubt selber an Gott. Genau. Wir sind auf Gottes Welt. Wir sind erschaffen worden durch Gott. Wir haben keine Macht, wir sind nur es Menschen. Es bringt nichts. Bilal, sei leise. Sei mal leise. Lies mal, bitte, Musa. 29. Okay. Guck mal, Wallah, was für ein Sinn, ja. Andere nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten. Warte, was hat Allah unter den Geschwistern verboten und nicht die Religion zu verbieten, von denen ihm den Schritt geben würden? Meine Brüder und Geschwister. Das ist jetzt die 29. Eier. Ja. Moin, hört man mich? Ja, man hört dich. Moin. Bitte ausreden lassen, eins nach dem anderen. Wenn Aram nicht fertig ist, Leute, dann einfach bitte warten. Ja, aber wenn wir diesen Vers schon lesen, das ist ein kompletter Knockout, das ist ja eine Katastrophe. Da wimmelt es ja nur noch von Tötungsbefehlen. Da muss man schon ehrlich zu sich selber sein. Aber wie gesagt, wenn Aram fertig ist, dann kann der Nächste gerne reden. Der Musa liest, wir sind leise und der soll das dann bitte erklären. Bitte, was habe ich hier aus dem Kontext gezogen, so wie der Bilal das die ganze Zeit versucht zu suggerieren, dass wir die Schriften verfälschen oder aus den Kontexten ziehen oder irgendetwas dazu interpretieren. Er ist derjenige, der wo hier lügt und verfälscht und die Sachen aus dem Kontext zieht. Sure 8, Vers 17 habe ich vorhin eingeblendet. Wenn ihr getötet habt, so ist es, als ob Allah getötet hätte. Und dann lügt er, sagt er, nein, Allah kann natürlich den Menschen von dieser Welt nehmen, wann er will. Es ging nicht darum, dass man einfach stirbt, sondern ihr bekommt einen Befehl zu töten. Und dann heißt es so, Allah hat getötet, nicht du. Aber sein Befehl, wie folgst du? Ich lasse dich ausreden, sorry. Es geht jetzt nicht um die 29, es geht von vorhin, da warst du nicht drin, Musa. Das war die Sure 8, Vers 17, da hat der Bilal absichtlich verdreht. Und obwohl es dort steht, nicht ihr habt getötet, sondern Allah. Das kann ich dann aber auch noch einblenden, das ist ja kein Problem. Also was verstehst du hier bitte unter dieser Eier 29? Was gibt es da nicht zu verstehen? Also was ich da lese, ist, dass wir quasi gegen diejenigen kämpfen sollen, die ungläubig sind. Richtig. Ja. Gott segne dich. Wahrhaftig, du bist ein wahrhaftiger Mensch und ich liebe wahrheitsliebende Menschen. Wirklich, wahrhaftig, ich liebe dich, Musa. Ja. Es gibt nichts anderes darunter zu verstehen. Warte. Ganz kurz, kannst du bitte diesen... Woher hast du das überhaupt? Schau her.
ich kann dir auch das aus diesem Buch auch aufschlagen. Ja, mach mal bitte. Das ist einmal, das ist der Koran. Das ist einmal auf Türkisch und Arabisch. Kann ich dir genauso aufschlagen. Es ist nichts anderes. Das ist die Sure 9. Das kannst du dir selber auch aufschlagen. Sure 9, Vers 29. Da kannst du, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Du kannst es auf 1000 Sprachen übersetzen lassen. Es ist die Sure 9, Vers 29. Das, ich meine, wir verstecken nichts. Wir tun nichts. Guck mal, Musa, ich weiß, das ist schockierend, aber du musst ja die Wahrheit irgendwie erfahren, weil wenn du es ja nicht weißt, dann denkst du dir so, die Lügen. Aber hey, ich sag dir eine Sache, Musa, und das ist etwas, was ich dir mitgeben will, auch wenn du diesen Stream verlässt. Kein Mensch hier drinne hetzt, sondern hier wird nur Wahrheit gesprochen. Wirklich. Also wie gesagt, Aram, du kannst weitermachen. Okay, das hast du jetzt schon mal. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir auf die Sure 8, Vers 17, da wo der Bilal absichtlich die Wortwahl verändert hat. Und er sagt, wir tun die Sachen aus dem Kontext nehmen und verdrehen. Schau mal bitte. Ja. 8, Vers 17. Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht du hast geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Und damit er die Gläubigen einer schönen Prüfung von ihm unterziehe. Gewiss, Allah ist allhörend und allwissend. Bitte, was habe ich hier denn damit zu tun, wenn er schreibt, das sagt ja Allah, nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Er sagt, nein, das ist nicht so. Was soll ich bitte darunter verstehen? Er sagt, nein, Allah... Was verstehst du denn darunter? Das heißt, in einem Kampf, wenn ich jemanden getötet habe, habe nicht ich getötet, sondern Allah hat sie getötet. Guck mal, also... in Islam ist das so, dass jeder hat seine Zeit, alles steht schon geschrieben, wann und wie und wo man stirbt, verstehst du? Okay. Und damit ist gemeint, dass alles, es gibt einen Zeitpunkt, sagen wir, es wird geschrieben, inshallah nicht, in 2 Stunden ich sterbe. Dann steht das so, weil Allah das so vorgeschrieben hat, weil das so geschrieben ist, verstehst du? Okay, Musa, ganz ehrlich jetzt, okay, ich verstehe dich. Also wenn ihr daran glauben tut, bitte alle zuhören. Also falls, dann ist ja auch alles vorgeschrieben. Ne? Genau. Wenn aber alles vorgeschrieben sein sollte, Musa, mein lieber Musa, wer kann was denn dafür, wenn er ein Mörder ist, wenn er ein Pädophiler ist, wenn er ein Räuber ist, wenn er ein schlechter Mensch ist, wenn er ungläubig ist, was kann er denn dafür? Das ist ja schon vorgeschrieben, es ist ja vorbestimmt. Aram, dann können wir ja nichts dafür. Unterbrechen? Bitte. So, hier schreibt gerade einer in den Kommentaren, die Suren wurden herabgesandt, als der Friedenspakt gebrochen wurde. Ja, was sollen wir darunter verstehen? Das ist ein Quatsch. Komm, das haben wir schon hundertmal widerlegt. Was hast du widerlegt? Das ist ein Quatsch. Dass das nicht so ist, wie er sagt. Okay, gut, dann hast du ja meine Frage beantwortet. Dann noch eins. Ich habe ja vorhin ein bisschen zugehört und ich bin ehrlich, Aram, du hast mit Bilal respektlos geredet, ne? Also das Ganze läuft ja hier respektvoll, sollte ja respektvoll und anständig ablaufen, oder? Absolut. In meinen Augen, also ich, so wie ich das rausgehört habe, bist du hier derjenige, der ihn als Lügner, als Heuchler, als respektlos mit ihm geredet hat. Sei leise, so redet man mit jemandem nicht. Ja. James Roddy. So. Und James, ich lese James. Von sehr vielen christlichen Brüdern von James. Uns, James, lass ihn zu Ende sprechen. Lass ihn zu Ende sprechen. Weißt du, die hier bitte. So eklige Sachen schreiben, das gehört sich einfach nicht. Jeder, der hier hinter diesem Handy steckt, ja, und so dreckige Sachen schreibt, ihr werdet am Ende des Tages dafür gerade stehen. Ganz James, ehrlich. ganz kurz. Du hast jetzt gerade gesagt, ich habe ihn beleidigt. Ich werde jeden Lügner als Lügner betiteln, wenn er offensichtlich lügt. Okay. Er hat offensichtlich gelogen. Und verdreht. Und deswegen werde ich ihn auch als Lügner und Täuscher benennen. Denn das ist nicht aber gelogen. Mal, ganz kurz. Das ist ja das, guck mal, wie bezeichnest du einen als ein Lügner, wenn selber steht in den Vers 29, hast du ja gerade vorgelesen, dass da steht, wir sollen die bekämpfen. Und ihr sagt automatisch... Okay, ich muss ganz kurz eingrätschen. Ja. Leute, bitte, im Namen Gottes, warum müssen wir versuchen, diese Verse zu philosophieren oder diese Verse
so schön wie möglich zu reden, wenn da klipp und klar drinne steht, oh bitte Leute, ich flehe euch an, bitte. Ich flehe euch wirklich von ganzem Herzen an. Bitte nehmt es doch mal so an, was da drinne steht. Es ist doch Fakt. Hier wird doch gar keine Geschichte erzählt, Leute. Das macht mich schon übel traurig. Ja. Aber, ich finde das, also ich bin ganz ehrlich, das macht mich echt traurig, weil da steht, sogar ich, als einer, der vor der Wahl stand, vor mehr als 12 Monaten, der das erkannt hat, ja, und deswegen habe ich den Islam damals nicht angenommen. Genau wegen solcher Sachen, das muss man erkennen können, was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott. Ich flehe euch von ganzem Herzen an, bitte liest und versteht. Oh Mann. Ja, aber das ist ja das. Guck mal, ganz einfach gesagt, ihr benutzt halt Argumente, die keinen Sinn machen, wie ihr sagt, da im Vers steht, hat er selber, der Aram, gerade eingeblendet, dass wir die bekämpfen sollten. Ich verstehe da was etwas anderes darunter, aber zum Beispiel, ich schließe daraus, dass wir die töten sollten. Wisst ihr? Und ihr macht ja quasi genau die gleichen Sachen, die wir machen. Ihr interpretiert Sachen rein. Wisst ihr? Wer hat ein Baby im Hintergrund? Das ist bei mir, das ist gerade bei meiner Schwester. Oh, wie alt? Ist egal, das ist jetzt nicht zur Sache, bitte. Okay, ich wollte jetzt eigentlich nur ein schönes Gottes Segen wünschen, aber okay, sorry. Ja, aber ich bin Moslem und das finde ich zum Beispiel respektlos dann, weißt du? Ist es respektlos, wenn ich dein Kind was Schönes wünsche? Also im Namen von Jesus oder also von eurem Gott quasi, ja. Was für ein unverschämter Mensch, sorry, Flitzer. Okay, unverschämt. Okay, krass. Ja, okay. Dann tut's mir leid. Okay. Jetzt pass auf. Viele schreiben hier mit Tafsire. Jetzt werde ich absichtlich diese Sure nochmal vorlesen. Mit Tafsir von Ibn Kathir, einer der höchsten Gelehrten von euch, okay? Jetzt also, haben sie sich ein Eigentor geschossen, Bruder Aram. Sure 65, Vers 4, das werde ich euch jetzt hier vorlesen. So, und jetzt horcht alle hin. Und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation aufgegeben haben, und wenn ihr Zweifel habt, dann beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation nicht hatten, und diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist die Geburt. Er hat sie getragen. Und wer Allah fürchtet, dem wird er seine Angelegenheit leicht machen. Stopp, ganz kurz, stopp. Ja. Musa, ich weiß, dass du jetzt gerade gestummt bist, ja? Aber das, was du von dir gegeben hast, du musst jetzt selber ganz scharf drüber nachdenken. Hat es was mit Gott gemeinsam, ja oder nein? Also ich bin fertig, Aram kann ruhig weitermachen. Was meinst du genau? Ich verstehe nicht, was du meinst. Du wirst es nach dem Stream verstehen, worauf ich hinaus wollte. Alles gut. Also, Musa, und dann wirst du mir hier das erklären. Das ist einer der obersten Gelehrten. Ibn Kathir. So, Gott der Allmächtige erklärt die Wahrheit für die Frau, die aufgrund ihres Alters mit der Menstruation aufgehört hat. Das ist ganz klar. Sie beträgt 3 Monate statt der 3 Menstruationszyklen für die Frau, die menstruiert. Wie im Vers angegeben, Al-Baqarah, und auch für kleine Kinder, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben, dass ihre Wartezeit der Frau entspricht, die ihre Menstruation hat. So, erklärt mir das. Erklärt mir das, warum da kleine Kinder verheiratet sind und geschieden werden können. Kleine Kinder sind ab 3 Jahre und aufwärts. So, und kommt mir nicht daher, dass die mit 7, 6 und 8 Jahren ihre Menstruation bekommen. Hier steht klipp und klar, sie haben ihre Menstruation nicht bekommen. Das sind kleine Kinder. So, das ist in eurem Koran, in der Sure 65, Vers 4. Ja, aber und in Tafsir von Ibn Kathir. Woher hast du das, bitte? Guck mal, wir machen das ganz einfach. Hol deinen Koran und du kannst denselben Vers rauslesen. Leute, da ist nichts kopiert, nichts gefaked. Das ist ja das Problem. Ich bin gerade nicht zu Hause und ich bin mehr oder weniger einfach nicht vorbereitet. Okay, Aram, mach deinen Koran auf, bitte. Weil das werden sie nicht glauben. Mach deinen Koran auf, bitte. Der nicht an Jesus glaubt? Warte, Aram, mach bitte den Koran auf, weil sonst die werden es niemals glauben. Mach den Koran auf, weil die werden es niemals glauben, niemals. Deswegen bitte den Koran rausholen. Bitte. Weil das, oh Mann. Also ich bin ehrlich, mich macht das mega traurig. Mega. Ganz kurz. Ich habe jetzt so eine deutsche
deutschen Koran, der ist nicht gut übersetzt, muss man ehrlich sagen. Aber im Kontext wird man es ja wieder verstehen. Ne? Mhm. Boah, das ist... Okay. Derjenige, der Pfeife raucht, bin ich gerade. Also an denjenigen, der das gerade eben geschrieben hat. Ich bin derjenige, der Pfeife raucht. Also, hier fangen wir bei 5 an. Denjenigen eurer Frauen, welche wegen ihres Alters an ihrem monatlichen der Menstruation verzweifeln, gebt, wenn ihr selbst daran zweifelt, 3 Monate Zeit. Und dieselbe Zeit gefährt denen, welche ihr monatliches noch nie hatten. Die Aram, Zeit für Schwangere ist... Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Die Sachen, die du mir bitte genannt hast, könntest du mir bitte, ich wollte jetzt auf TikTok bitte schicken. Okay. Weil dann kann ich, weil ich, guck mal, ich sag euch, ich als... Du hast vollkommen recht. Ich bin gerade im Moment kein Experte des Islams. Ich bin kein Experte. Und du hast dich mit den Sachen befasst und bist mehr oder weniger vorbereitet. Könntest du mir bitte die schicken und ich komme später oder heute Abend nochmal online, ich schreibe dir. Ich bin heute Musa. Musa, ja. Ich bin heute Abend nochmal live. Musa, du hast gerade was gesagt, was sehr, sehr gut ist, weil genau dasselbe habe ich gemacht. Mhm. Bevor ich urteile, ja, lese ich den Vers selber und dann kann ich sagen, oh, okay, das steht wirklich da drin. Ja, damit du auch selber erkennst, weil du suchst und das ist gut. Die, die nicht suchen, sind in meinen Augen Heuchler. Warum? Okay. Sie wollen es nicht wissen. Du suchst aber, das ist gut. Ja, ja. Das Ding ist ja auch, guck mal, ich bin hier, bin respektvoll und möchte auch reden darüber. Und deswegen sage ich euch, bitte schickt mir die und ich schreibe dir dann Flex auf Insta oder sonst was und dann komme ich mit euch live und rede darüber. Gerne. Ja. Sehr gut. Aber noch etwas will ich dir zum Abschluss sagen, lieber Musa. Schau mal hier, ich liebe wirklich Menschen, die wo die Wahrheit sagen. Wirklich. Weil es gibt nichts Besseres, Schöneres wie die Wahrheit. Aber wenn du schon wirklich daran denkst, dass alles schon vorgeschrieben ist, Musa, was ist dann richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse, was ist recht, was ist unrecht? Es kann nicht sein, dass Gott alles schon vorgeschrieben hat. Wenn er das vorgeschrieben haben sollte, dann können wir eigentlich nichts dafür, für das tun, was wir tun. Verstehst du? Das macht keinen Sinn. Unser Gott schreibt nicht alles vor. Er kann alles wissen. Er weiß alles, wenn er will. Aber er hat nichts vorgeschrieben. Deswegen sind wir unseres Glückes Schmied. Und wir haben diesen freien Willen. Und wir sind keine Roboter. Und das ist es ja. Er will ja, dass wir aus freien Stücken zu ihm kommen und ihm lieben. Das ist wahrhaftig. Aber wenn alles vorgeschrieben ist, lieber Musa, dann kann niemand etwas dafür, für das, was er tut. Gutes oder Schlechtes, Böses oder Gutes. Also denk bitte darüber nach. Ich schicke dir gerne absolut die Sachen rüber. Ich schicke dir nur 3-4 Stück. Tu sie dann bitte schauen, recherchieren, such danach. Es ist ja das Wichtigste meines Erachtens nach, ist für uns Menschen, dass wir in den Schriften lesen, damit wir verstehen. Nicht auf den oder nicht einmal mir brauchst du trauen oder deinem Vater. Dann lies doch. Wir haben doch Augen und Ohren und Hirn. Wir haben ein Verstand, wir haben ein Herz, wir haben ein Wissen, wir haben ein Gewissen. Wir können doch da drin forschen. Wie kann ich mir anmaßen zu sagen, mein Gesetz ist besser wie deines, wenn ich deines nicht kenne? Das wäre ja eine Anmaßung. Das wäre nicht richtig. Guck mal, ganz genau. Das machst du ja. Du kennst nicht den Islam 100%, ich kenne nicht den Christentum 100%. Ich habe in diesem Livestream nicht einmal gesagt, dass der Christentum falsch ist, weil ich noch nie die Bibel gelesen habe. Perfekte Antwort. Siehst du, Musa, so gefällst du mir. Musa, so gefällst du mir schon viel besser. Du gibst es sogar zu. Du hast die Bibel noch nie gelesen und somit kannst du auch nicht sagen, ob es eine Lüge ist oder nicht. Richtige Antwort. Aber die meisten, die hier reinkommen, sagen, oh, die Bibel ist falsch. Oh, ist, aber dabei haben sie es noch nie gelesen. Flex, ja, jetzt, kann ich mal was sagen? Nein, ich will nur. Ja, Bruder, hört. Flex, guck mal, ich habe auch viele gehört, die Bibel gelesen haben, ne, und den Koran gelesen haben. Und die haben in der Bibel halt viele, ja, Unreimheiten. Du weißt aber schon, ganz die kurz, Bibel ganz kurz, erzählt. Ausreden, ne? Okay. Und die haben halt in den Koran keinen Widerspruch in sich gefunden. So.
Und haben sich dann für den Islam entschieden, weißt du? Du weißt aber schon, Bruderherz, James, warte, ja. Ich muss nur kurz reingrätschen. Du weißt schon, ich bin einer, ich lese wirklich sehr viel, ja. Und ich könnte dir jetzt 6 verschiedene Themen ansprechen, und ich meine das ernst, ja. 6 verschiedene Themen, wo ich dir sagen kann, dass Koranverse sich abrogieren und dass Gottes Wort abgeändert werden kann im Koran, sogar die Verse. Damit will ich aber jetzt nicht anfangen. Ich lasse jetzt Aram einfach weitermachen. Heute Abend werde ich die. Ja. Ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass der Koran jetzt richtig ist. Das wollte ich damit nicht sagen. Du hast richtig geredet, weil du die Bibel noch nicht gelesen hast. Ich habe eine Frage, James. Ne? James, ich habe eine Frage an dich. Ganz kurz. Er wird angerufen. Ja, ich glaube, dass er jetzt gestoppt wird. Die werden ihn jetzt wahrscheinlich sagen, ja, okay, oder ja, der ist wieder da. Frag ihn mal, wer diese vielen Leute bitte sind. Hallo? Ja, hallo. Ihr könnt reden, Leute. Hört ihr mich? Ja, bitte, Aram, ich folge jetzt auf TikTok. Kannst du mir bitte jetzt das dann bitte gerne schicken, okay? Ich schicke dir die paar Sachen rüber, lieber Musa, und wirklich, es ist uns wirklich ein Riesenanliegen, liebe Leute, lest in euren Schriften, es ist das einzig Wahre, lest einfach darin, dann werdet ihr das selber verstehen. Sidra Ahmed, du kannst gerne hochkommen, ist gar kein Problem, solange du respektvoll bist. Wir können gerne über die Bibel sprechen. Wenn du Bibelverse hast, wo du sagst, oh Gott, das ist ja schrecklich, bring uns das bitte. Und wir werden auch dir zeigen, dass nicht Gott diese Befehle gibt, sondern die Bibel erzählt eine Geschichte über die Könige, was auch Könige getan haben und Schlimmes, getan haben. Und da wirst du auch merken, dass nicht da Gott spricht, sondern wenn Gott spricht, dann ist es voller Liebe. Ja. Also wie gesagt, du kannst gerne hochkommen, ist auch kein Problem. Ganz kurz, ja? Darf ich das bitte sagen? Also wie ihr bestimmt auch wisst, ich bin nicht... ich kenne den Koran nicht auswendig, ich habe den Koran nicht zu 100% gelesen, und die Sachen, die mir jetzt der Aram dann schickt, darauf werde ich dann nur eingehen auch, und darüber werde ich auch reden, weil ich mich jetzt darum erkundigen werde, extrem, versteht ihr? Ich werde mich jetzt da hingegen erkundigen und darüber reden, weil die anderen Sachen, ich kann nur, wenn er mir mit Themen kommt, ich weiß nicht alles, ich kann nur mit dem Wissen was anfangen, was ich weiß. Versteht ihr? Ich kann nur darüber reden, was ich weiß. Und deswegen, bitte schickt mir die Sache und wir werden dann nur darüber reden, okay? Mhm. Alles gut. Okay, ja. Ich folge dir dann jetzt auf TikTok. Ich habe dir auch gefolgt. Also, ich schicke dir dann die paar Sachen rüber und dann schaust du sie dir bitte an. Okay, und, dann bis heute Abend. Okay, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Es ist schön, respektvolle Menschen hier zu begegnen. Das ist sehr wichtig. Ich war ja immer respektvoll, aber das solltest du auch ein bisschen mehr sein, okay? Weißt du, ich hasse einfach die Lüge, wenn man verdreht. Das gefällt mir nicht. Warum denn? Was verdreht weißt du denn jetzt? Nicht du. Nein. Ich meine wegen dem Bilal. Weißt du, der hat ganz offensichtlich hier verdreht und gelogen. Und das mag ich nicht. Das kann ich nicht gutheißen. Okay, dann tschüss. Okay, ciao. White Nails fragt, was denken Christen über die Tora? Ich weiß nicht, was du damit meinst, keine Ahnung. Wir glauben auch natürlich an die Tora. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, komplett zu machen. Von dem her hat natürlich Jesus ein paar menschliche Gesetze, wo im Alten Testament für das Volk Israel gegolten haben, wo gefährlich waren für die Menschheit, aufgehoben und liebevolle Gesetze dazu getan. Also Aram, es ist nichts Verwerfliches da drin. Ja, bitte. Ich habe mal eine Frage. Glaubt ihr jetzt an das Neue Testament oder auch an das Alte? Also hör noch mal hin. Wir glauben an das Komplette. Das ist an das komplett. Komplette. Okay, ja? Ja. Alles klar. Ja. James, ich hatte gerade noch eine Frage an dich. James? Ja, ich höre dich. Du hast ja gerade gesagt, du kennst viele Leute, die das, die Bibel gelesen haben und das und den Koran und dann erkannt haben, so quasi, dass der Koran ohne Widerspruch ist, aber in der Bibel viele Dinge stehen oder komische Sachen stehen. Wer sind denn diese Leute, wenn ich fragen darf? Ja, wer diese Leute sind? Ja. Verschiedene, ne?
Ja, wer verschiedene? Du hast doch gesagt, du kennst viele Leute. Wer sind die denn? Deutsche. Aus deinem Freundeskreis oder wie? Ob du mir glaubst oder nicht, aus meinem Freundeskreis, ne? Okay. Ja, das wollte ich nur wissen. Ich wollte nur wissen, ob das Leute aus deinem Freundeskreis sind oder ob das. Im Internet habe ich auch welche gesehen, ne? Also so bitte? TikToker, ja? So TikToker aus Amerika oder sowas, ne? Ja, guck mal, die TikToker aus Amerika oder wie einer die Bibel versteht oder nicht versteht oder den Koran versteht für sich selber, interessiert mich relativ wenig. Ich finde nur solche Aussagen immer gefährlich, wenn man die pauschal in den Raum schmeißt, einfach ohne irgendeine Quelle, ohne irgendwelche Beweise, dass man sagt, ich kenne viele Leute, die haben so, weil so kann ich auch um die Ecke kommen und sagen, du, ich habe auch, ich kenne viele, viele Leute, viele Leute, die den Koran gelesen haben und dann die Bibel und dann zum Christentum konvertiert sind. Das sind so Aussagen, die ich dann treffe. Das ist doch nicht verwerflich, wenn ich das sage. Ja, schon. Wenn du jetzt gekommen wärst und gesagt hättest, welche Stellen in der Bibel? Ja? Nein, nein, du hast recht. Nein, ich sage dir nur das, was ich mitbekommen habe. Ja, aber dann rede doch, aber guck mal, wenn du doch mit den Leuten geredet hast, dann haben die dir doch bestimmt auch Stellen genannt, ja? Und dann hättest du mit diesen Stellen hier hinkommen können und dann hätten wir darüber reden können. Ansonsten ist es einfach eine pauschale Aussage, die nicht ernst zu nehmen ist. Vielen Dank. Ich kenne einen Aramäer zum Beispiel, ja? Ja. Ich kenne einen Aramäer. Ja. Orthodoxe, ja? Ja. Die Familie ist orthodox. Ja. Und er ist selbst zum Islam konvertiert. Okay. So. Und jetzt, das macht jetzt irgendwie den Beweis, dass der Koran wahrhaftig ist? Nein, das sage ich dir nicht. Aber ich habe mit ihm darüber geredet. Er sagt, ich habe die Bibel komplett gelesen. Ja? Und ich habe den Koran komplett gelesen. Und er hat gesagt, es sind nicht nur diese Suren, die ihr hier vorliest, ja? Die ihn, das Segen gegeben haben zu konvertieren. Das ganze Buch an sich hat ihn einfach gefallen und hat mehr Sinn ergeben als die Bibel. Ja, auch mit diesen Tötungsbefehlen im Koran hat mehr Sinn gegeben als die Bibel. Also, sehr interessant. Guck mal nochmal. Also erstmal, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich will dir jetzt nicht sagen, dass du die Unwahrheit hier sprichst oder sonstiges. Ich bin Hüsmich. Ja. Ja, er lügt. Ja, natürlich, hundertprozentig. Deswegen sage ich ja gerade durch die Blume, ich möchte ihm jetzt hier nicht unterstellen, dass er lügt. Aber was willst du jetzt von der Ecke, Arschia? Ja. Warum redest du so? Warum redest du so? Du lügst. Warum lüge ich? Okay, erklär es mir, los. Ich glaube dir das nicht. Du hast doch gerade selber gehört, was ich bin sogar meinte und so, dass die Leute, die den Koran besser verstehen als die Bibel. Du hast ja gerade gehört. Nein, das tut mir leid. Nicht sein, dass ein Aramäer kommentiert. Das meine ich doch. Du guck doch, du hast doch gerade gesagt, das gibt doch keinen Sinn. Du hast doch gerade selber gesagt. Darf ich bitte kurz? Ja, warte, du kannst reden. Du hast doch gerade gesagt, dass wir die Ungläubigen töten sollen, ja? Hast du doch gerade gesagt. Das hat er ganz kurz. Das hat er. Ey, James, ja, verwechsel mich bitte nicht mit dem Bruder Aram. Das hat dir der Bruder Aram gerade vorgelesen, nicht ich. Ach so, okay. Okay, alles klar. Ja, aber nochmal, guck mal, James, ich will dir gerade was sagen. Guck mal. Ja. Der Bruder Aram hat gerade mit Quellen geredet. Ja, wenn wir über diese Sache reden, dann reden wir auch mit Quellen. Du bist hier drinne und du redest ohne Quelle, stellst ohne irgendwelche Behauptungen. Warte mal ganz kurz. Aber wenn wir jetzt einen wissenden Menschen Warte doch mal bitte ganz kurz. Unterbrich mich doch nicht mitten im Reden. Dankeschön. Okay, guck mal. Nochmal, der Bruder Aram redet hier mit Quellen und wir in der Regel alle machen immer Quellen auf. Wir haben einen Laptop parat. Also wenn wir hier reinkommen und diskutieren, sind wir in der Regel schon so, dass wir hier sitzen und unsere Quellen haben. Manchmal sind wir auch unterwegs. Reden mit Wissen, aber die Leute wissen, dass wir halt mit Quelle reden, okay? Ja. Du bist jetzt jemand, der hier reinkommt und Behauptungen aufstellt, die wirklich sehr, sehr pauschal sind und die man einfach so auch nicht belegen kann und so ein bisschen propagandamäßig rüberkommt. Ich kenne einen Aramäer, der ist konvertiert. Ich könnte jetzt sagen, du, guck mal, in meinem Freundeskreis gibt es 20 Araber, die sind auch konvertiert. Man muss mir ja nicht glauben. Deswegen glauben wir dir, guck mal, nochmal, also wir reden auch nicht über solche Dinge. Deswegen, wir kommen einfach nicht mit solchen Behauptungen, weil man die auch nicht belegen kann. Weil das so ein bisschen propagandamäßig rüberkommt. Deswegen tu dir selber ein. Ganz kurz. White Nails, Gott segne dich und deine Familie. Was können wir für dich tun?
Ich wollte nur sagen, James, ich kenne sehr viele Aramäer und ich glaube, Aramäer würden lieber Atheisten sein, als zum Islam zu kommen. Lieber das sterben. Ist Propaganda. Genau das ist lieber Propaganda, sterben. Was sie hier macht. Das ist Propaganda. Das Nein. ist keine Propaganda. Ihr habt versucht, die Aramäer. Ja, aber warum? Wir versuchen, die Aramäer abzuschlagen. Lass die doch mal aussprechen. Aber du kannst mir doch sowas nicht unterstellen. Ganz kurz. Ich wollte nur was erwähnen. I love Aramaic girls because they are so beautiful. Nein, James, aber merkst du jetzt, in welche Richtung wir gehen? Weil sie selbst Aramäerin ist, fühlt sich an. Ich bin keine Aramäerin. Ja. Darf ich was sagen, bitte? Ganz kurz errettet. Ein Punkt lass mich bitte noch machen, ganz kurz. Guck mal, also ich will es noch mal kurz sagen. Ich sag's euch noch mal. Aramäische Frauen sind so hübsch. Oh mein Gott. Guck mal, ich will noch einen Punkt sagen, ja? Dann, Lexa. James, ganz kurz, siehst du, und jetzt bist du nämlich in diese Schiene gerutscht, jetzt kommt White Nails hier rein, sagt dir genau das Gegenteil und schon sind wir in dieser Schiene, wo wir diskutieren, wo wir uns jetzt hier überhaupt nichts beweisen können. Das stimmt, ich glaube ja genau, aber diesen Punkt fängst du an mit solchen Sachen. Guck mal, White Nails zum Beispiel kennt Aramäer, ich kann das bestätigen, das was sie sagt, eher zutrifft als das, was du gerade gesagt hast, weil ich selber Aramäer bin, der Bruder Aram ist Aramäer. Ich will jetzt nicht hier für jeden Aramäer meine Hand ins Feuer legen und sagen, dass es noch nie einen Konvertiten gegeben hat das oder sonst irgendwas. Aber nochmal, wenn wir solche Behauptungen aufstellen, ja, dann wäre es schön zum Beispiel, wenn du sagst, hier, mein Bruder, der gerade neben mir sitzt, der ist Aramäer, der ist gerade rein zufällig hier, dann kann man mit dem reden, dann glaube ich dir das, weil dann hast du den Typen neben dir sitzen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber nicht andersrum. Ich hoffe sehr gerne beim nächsten Mal. Ich sage dir, von mir aus, bevor ich den Islam annehme, sterbe ich lieber. Punkt. Ja, ist doch okay. Ganz kurz, James, ganz kurz bitte, liebe Leute, schaut's mal her. Ich meine, ich würde nie sagen, dass vielleicht ein Aramäer nicht konvertieren würde. Es kann alles, pass auf, liebe Leute, es kann alles sein. Auch das sind nur Menschen, auch wir sind nur Menschen, aber generell, ich würde sagen, 99,9% der Aramäer würden lieber total was anderes annehmen als den Islam. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass nicht einer doch zum Islam auch konvertieren würde. Ja, Verrückte gibt's ja immer, ne? Ja, also das muss ich da noch diesbezüglich erörtern und es ist nun mal ein Fakt, es gibt überall diese und jene. Ein Zuschauer hat gesagt, ich soll die Sure 9, Vers 7 vorlesen. Ich weiß, worauf du da hinaus willst, mein Lieber, aber deswegen, weil ihr sagt ja, wir ziehen die Sachen aus dem Kontext, wir gehen ein bisschen rauf und lesen hier ab 4. Mit Ausnahme derer von den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt und die es euch nichts haben fehlen lassen und niemanden gegen euch beigestanden haben, so erfüllt ihnen gegenüber ihren Vertrag bis zu der ihnen eingeräumten Frist. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig, wie barmherzig. Und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm, bis er das Wort Allahs hört. Hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Dies, weil sie Leute sind, die nicht Bescheid wissen. Also, wenn wir hier konventieren, naja, dann werden sie uns diesen Schutz geben. Wie sollte es denn für die Götzendiener bei Allah und bei seinem Gesandten einen Vertrag geben, außer für diejenigen, mit denen ihr bei der geschützten Gebetsstätte einen Vertrag abgeschlossen habt, solange sie sich euch gegenüber recht verhalten, auch ihr euch ihnen gegenüber recht gewiss. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Also, was willst du mir jetzt hier damit sagen? Hier, weil die einen Vertrag gehabt haben. Hast du die Suren vorher gelesen? Hast du nicht gemacht, mein Lieber. Wir lesen auch die Suren vorher. Also, kommen wir nicht daher, dass da laut Vertrag das Übereinkommen gegeben hat. Also, hör auf. Hier oben steht klipp und klar, wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Also, somit danke für deine Anfrage und wie gesagt, nicht aus dem Kontext ziehen. Ja, bitte. Jetzt,
Ach so, ich wollte gerade sagen, sehr schön, dass Sie diesen Punkt gerade gebracht haben und sehr schön, dass du das vorlesen konntest. Ja, also wenn man da auch von den Verträgen redet, die man da geschlossen hat, ist auch immer sehr, sehr interessant zu erwähnen, was das für Verträge denn sind, wo Christen und Juden als Menschen zweiter, dritter Klasse erniedrigt werden und die Kopfsteuer bezahlen müssen, die Jizya und all diese ganzen Sachen. Also wenn ihr auch noch wollt, können wir auch noch in einem anderen Stream auch noch darüber reden, das füllt auch noch ein paar Abende, ist gar kein Problem. Ja, also wenn Juden und Christen diese Verträge brechen, was auch im Koran drin steht, dann muss man aber auch wissen, warum sie die gebrochen haben, weil sie nicht mehr leben wollten als Menschen zweiter, dritter Klasse. Ja, dass ein Muslim zu mir nach Hause kommen kann, 3 Tage lang, mein Essen essen darf, meine Frau TikTok-sportlich, ne, Punkt, Punkt darf und all so diese ganzen Sachen, die da drinnen geregelt sind. Oder ich mein Haupthaar schneiden muss, ja, vorne, damit ich als Christ und Jude erkannt werde und all diese ganzen Sachen. Darüber reden wir auch gerne, gerne mit euch. Ja, also je tiefer ihr eure Fragen stellt, desto tiefer bringen wir diese Materie auch ans Tageslicht. Ist gar kein Problem. Das ist Fakt. Und das Wichtigste, liebe Leute, wir tun hier nichts aus dem Kontext ziehen. Wir tun nichts dazu hinzufügen. Es sind eure Gelehrten, es sind eure Schriften. Und wenn sie euch nicht gefallen, dann ist das euer Problem. Dann tut's halt, das, dann verlassen diesen Islam. Ich wollte gerade sagen, dafür gibt es dann einen Weg, das Christentum. Richtig. Richtig. Aber lieber, ich würde nicht einmal sagen, dass die unbedingt zum Christentum kommen sollen. Ich es reicht schon, wenn sie da rauskommen. Richtig. Yeah. Erst einmal da rauskommen, dann kann man ein bisschen einigermaßen neutral dann die Sache betrachten und denken. Ja, und jetzt. Ja. Jetzt ist er wieder weg. Auf jeden Fall, das Schönste wäre, wenn ihr definitiv da rausfinden würdet und dann könnt ihr logischer denken und neutraler die Sachen betrachten. Jetzt, komm James, was ist los? So, das steht im Koran drin. Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. James, welche Sure ist es? Kannst du es mir sagen? Warte. 5,32. Oh, Gott segne dich. Kinder Israels. Gott segne dich, Koran. Ich sage nur. Vielen Dank, James. Ja. Schau her, mein Lieber. Schau her, mein Lieber James. Jetzt lesen wir das zusammen, mein Lieber, und dann schauen wir mal. Okay, wir lesen jetzt ab 31. Da schickte Allah einen Raben, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er diese böse Tat an seinen Bruder verbergen könne. Er sagte: O wehe mir! War ich unfähig zu sein wie dieser Rabe und die böse Tat an meinem Bruder zu verbergen, so wurde er von denjenigen, die bereuen. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. So, was hast du jetzt hier verstanden, lieber James? Lies mal weiter. Okay. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen. Danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. So, was hast du jetzt hier verstanden? An wen ist das gerichtet? Ja, das geht ja noch alles weiter, ne? Na ja, wir lesen weiter, kein Problem. James, an wen ist das gerichtet? Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande in diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. So, sollen wir weiterlesen? Gerne. So, weil das dir nicht schmeckt. Außer denjenigen, die bereuen, bevor ihr Macht über sie habt, so wisset, dass Allah allvergebend und barmherzig ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und trachtet nach einem Mittel zu ihm und müht euch auf seinem Weg ab, auf dass es euch wohl ergehen möge. Gewiss, wenn diejenigen, die ungläubig sind, alles hätten, was auf der Erde ist, und noch einmal das Gleiche dazu,
um sich damit von der Strafe des Tages der Auferstehung loszukaufen, würde es nicht von ihnen angenommen werden und für sie gibt es schmerzhafte Strafe. Sie wollen aus dem Höllenfeuer herauskommen, aber sie werden nicht aus ihm herauskommen. Und für sie gibt es beständige Strafe. Der Dieb und die Diebin trennt ihnen ihre Hände ab als Lohn für das, was sie begangen haben und als ein warnendes Beispiel von Allah. Allah ist allmächtig und allweise. Soll ich weiterlesen? Allahu Akbar, das stimmt, ja. Weiter? Oh mein Gott. Ja, was denn? Wer aber bereut, nachdem er Unrecht getan hat und es wieder gut macht, so nimmt Allah seine Reue gewiss an. Allah ist allvergebend und barmherzig. Weißt du nicht, dass Allah die Herrschaft über die Himmel und der Erde gehört? Er straft, wen er will und vergibt, wem er will. Und Allah hat zu allem die Macht. O du Gesandter, lasse, also ich habe echt keine Lust mehr. Jetzt sag, komm, komm, du hast es so, du hast es da drauf ankommen lassen. Jetzt sag mir, wer ist daran falsch? Sag mir, was hier damit gemeint ist. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern, meinst du, ich vergesse oder was? Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne einen Mord oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen. Danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. Wer ist hier jetzt gemeint? Du hast es hier rausgeholt. Wer ist damit gemeint? Ja, jetzt verpisst du dich. Du hast ihn so krass hochgenommen, Aram. Danke dafür. Oh. Ja, also. Ich danke euch. Konnte das nicht, ihr wollt das nicht mal aussprechen. Ihr seid Leugner, schade, dass er jetzt rausgeht. Und Betrüger. Das gibt's ja, das meiste. Weil die sagen dann, ja, da war irgendwas toll, aber das ziehen die dann selber aus dem Kontext und lesen es nicht richtig. Richtig. Ihr Betrüger. Wahnsinn, du, dass ihr euch nicht schämt. Ja, der ist einfach abgehauen, das gibt's nicht. Ja, der hat gemeint, ich lese weiter und vergiss das oder was? Er hat gedacht, er findet schnell einen Punkt, wo er reingrätschen kann und dann vergessen wir den Punkt. Aber wir wissen doch, warum er damit gekommen ist und was er damit sagen wollte und wusste nicht, dass das steht. Wir haben den Kindern Israels befohlen. Ja, also. Er hätte ja am liebsten noch 10 Minuten weiterlesen lassen, ja, um schön davon abzulenken. Ja, definitiv. Aber das Problem ist, die wissen nicht, je mehr man darin liest, desto schlimmer wird die Kacke am Dampfen sein. Ja. Eine Frage, wo sind denn die anderen hin? Ja, die gehen rausmachen, ja, damit er es nicht hören muss, damit er es nicht aussprechen muss. Meine Fresse, ehrlich. Also es gibt auch einen Vers, wo Allah die Shahada ausspricht. Da haben wir auch, glaube ich, im Koran, ich glaube, welche war das? War das Sure 3, Vers 18, glaube ich, oder? Muss ich ganz kurz nachschauen. La ilaha illa die Shahada. What? Also ohne Spaß. Allah spricht die Shahada aus. La ilaha illa Shahadu Muhammadan der Rasulallah. Allah. Auf jeden Fall, es ist eine Katastrophe. Hol mal noch einen hoch oder zwei, mir ist es egal. Wir sind hier 2 Jahre mehr, wir können einige verkraften. Wir haben irgendwo, glaube ich, im Koran, wie gesagt, ein Vers, wo Allah selber die Shahada ausspricht. La ilallah, die Shahadu illah, die Muhammadam, die Rasulallah. Haben wir auch? Ja, stabil, auf jeden Fall, hallo. Ja, hallo, hallo. Gott segne dich und deine Familie. Ja, genau, Elijah Nathan hat es mir gerade auch geschrieben. Sure 3, Vers 18, genau. Ach so, Ilallah, ilallah, die Shahadu, die Muhammadan, die Rasulallah. Haben wir da. Machen wir nochmal. Nein, besser nicht. Das musst du selber lesen.
Mach mal nochmal bitte, komm. Nein. Du bist echt süß. Nee, alles gut. Aram, du kannst ruhig weitermachen. Ich übergebe dir, Abrek, was bist du? Moslem, Italiener, Spanier? Ich bin Tschetschener. Sehr schön, dann bist du Muslim, oder? Ja, Alhamdulillah. Aber erstmal, bevor Abrek weiterredet, wünschen wir ihm erstmal Gottes Segen und Segen sei auf, also wie gesagt, Friede sei mit deinen Eltern, ne? Und nur Liebe, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, dankeschön. Bitte. Ich weiß, dass Tschetschenen definitiv wahrhaftige Leute sind und ich glaube, die lieben auch die Wahrheit. Ich bin, kann man selber übernehmen? Nein, ich wollte eigentlich nur ein Kommentar vorlesen nach Hünne. Ja. Schreibt einer, Allah ist echt barmherzig, dass eure Herzschlagader noch schlägt. So wie er barmherzig war mit Mohammed. Nicht mehr normal, oder? Also Abrek, du hörst dich verdammt jung an. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 16. Oh. Und also, warum ich hochgekommen bin? Eigentlich wollte ich nur eine Sache. Nicht 16, du meinst umgekehrt, sorry. Ja, genau, umgekehrt. Ja, umgekehrt. Guck mal, ja, umgekehrt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, guck mal. Ich bin hochgekommen, eigentlich zu meinen muslimischen Brüdern zu sprechen. Kann ich kurz was sagen und dann gehe ich wieder raus. Natürlich. Okay, an die muslimischen Brüder. Wallahi, geht hier nicht hoch, wenn ihr keine Ahnung habt. Okay, nein, aber das passt, aber der das hat, passt der jetzt hat nicht. Auch, na ja, gut, aber der hat auch trotzdem, Gott segne ihn, weil er ist ein wahrhaftiger, mit 16 Jahren schon, dass er so denkt, wenn ihr keine Ahnung habt, dann kommt es nicht hoch, der hat recht. Falls einer bitte Wissen hat, der soll hochkommen. Wir wollen definitiv nicht irgendjemanden hier haben, der wo kein Wissen hat. Das bringt dann nichts. Ja, der hat vollkommen recht. Ein guter Junge. Hallo, hier ist der nächste Tschetschene. Wir sind gerade in Reihe und Glied aufgestellt. Einer nach dem anderen, bitte. Das war Spaß, beruhigt euch. Jetzt ergrüße dich, Nord-Abuser oder User. Nord-VPN-Abuser, ja. Willst du was sagen? Grüße dich. Ach so, ja, ihr hattet ja gerade eben diskutiert, also bevor ihr mich jetzt kickt, so, weil wenn man ja hier die Wahrheit ausspricht, wird man ja direkt rausgeschmissen. Nein. Lies uns mal bitte die Sure 3, Vers 18. La ilaha illa die Mohammedan, die Rasulallah. Lies uns das bitte vor. Warum machst du sowas? Das ist sofort komisch. Also wenn du möchtest, lies uns das bitte vor. Kann ich gleich machen, aber ich bin wegen einem anderen Punkt hier. Darf ich meinen Punkt ausformulieren? Bitte, dann sag mal. Also, es ging ja um die Sure, ich weiß gar nicht mehr, welches war. Ich glaube, Sure 8, Aja 17, ne? Hatte ich ja gerade eben diskutiert. Sure 8, 17? Genau. Mhm. Also, dass nicht wir die Ungläubigen getötet haben, sondern Gott die Ungläubigen getötet hat. Ja. Genau. Also, hier geht es sich darum, dass nicht, weil damals gab es halt Krieg, ne? Ist ja normal, wenn man das im Kontext versteht. Und da war die muslimische Armee, also das muslimische Heer, um einiges kleiner als das ungläubige Heer, also von Mekka. Also, die Mekkaner waren damals ja keine Muslime, sondern Götzenanbeter. Und dann sagt Allah Azza wa Jal zu uns, nicht ihr von eurer eigenen Kraft habt es geschafft, so ein Herr zu besiegen, sondern mit Gottes Kraft. Ja? Also wenn jemand Englisch versteht, the meaning is, it's not because of your power and strength that you killed the pagans, who were many while you were a few, but rather it is who he gave you victory over them, just as he said in another ayah. Also das bedeutet, dass Gott euch diese Kraft ermöglicht hat, euch gegen diese Oppressor, also diese Unterdrücker zu erheben und diese zu besiegen. Und das ist die Erklärung dieser Sure. Mhm. Woher entnimmst du all das? Ach, das ist ganz einfach, kann man sich im Internet angucken. Ganz kurz, ich überlasse dich dem Scheich. Gott segne dich, lieber Scheich. Grüße dich. Gott segne dich auch wieder, lieber Scheich. Ich hab extra einen preisgekrönten Rezitator für euch geholt, wie Allah die Shahada im Koran ausspricht. Ich bin nur deshalb kurz gekommen, weil
Aber bitte auf Arabisch, weil sonst heißt es, aber bitte auf Arabisch, weil das hört sich schon viel besser an. La ilaha illallah, die Mohammedan, die Rasulallah. Ich sag ja, preisgekrönte Rezitator. Das stimmt, Komo. Mit preisgekrönte Rezitator von Koran.com, guck hier. Da, play. Warte. La ilaha as-sabirin. Jetzt. Shahid Allah annahu la ilaha oha, illa oha. Masha Allah. Jetzt nochmal. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Mashallah, im Koran spricht doch Allah. Wieso macht der Schade? Ist Mohammed Gott? Mashallah, sehr, sehr schöne Rezitation, hat mir sehr gefallen. Könnt ihr gerne öfters hier machen. Preis gekrönt wurde richtig von Amerika gebracht, von dem Ding, Höllenfeind, von dem Höllenfeind der Hamas. Ja, okay, bist jetzt fertig oder? Also. Können wir weitermachen? Natürlich, Bruder, fertig. Du bist gerade ja, fertig. Also, wir sehen, egal, ja, dass Allah, wir sehen ja, dass Allah die Schahada ausspricht. Die Frage ist aber, warum spricht er die Schahada aus? Und wer bezeugt es? Das ist ja die nächste Frage. Und wer ist der Zeuge? Allah. Allah. Aber mach ja Allah für diese schöne Stimme. Hey, aber eins muss man sagen, die Stimme von dem Typen ist echt sehr schön. Der hat eine sehr schöne Stimme, muss man sagen. Das ist immer so. Die tun euch, die versuchen euch von ihrem Totalausfall, der im Koran herrscht, abzulenken, weil sie jemanden bringen, der eine schöne Stimme hat und singt. Guck mal, ich zitiere Christian Prince. Er sagt selber, du könntest jemanden mit einer schönen Stimme bringen und er könnte über das F-Wort, über das S-Wort, über jedes Mist, über Pupu in der Toilette singen und es würde sich schön anhören. Und genau das versuchen die zu machen. Die lenken euch mit einer schönen Stimme davon ab. Du sitzt davor und hörst es und denkst dir, Allahu Akbar, wie schön! Ja, aber wünscht ihr nicht auch, dass ihr auch eine schöne Rezitation habt in der Bibel? Und ich muss singen lernen. Gehst du nach Amerika, da gibt's Gospelsänger, da verdrehst dir die Ohren. Du meinst in den Kirchen, in den amerikanischen? Da singen die ja wirklich. Genau. Gehst du dorthin, die Gospelsänger, da verdrehst dir die Ohren. Und sogar in den jamaikanischen Kirchen, da ist es Bombe. Oh mein Gott. Geht die Party ab in den Kirchen, auf jeden Fall. Ja, richtig. So wie bei Allah im Himmel, er ist umgeben von Jungfrauen. Wusstest du das? Wie viele Jungfrauen denn? 70? Allah ist umgeben von Jungfrauen. Und dann, wenn du im Kampf für Allah stirbst und der erste Bluttropfen rauskommt, dann gehst du auch dorthin, Bruder. Inshallah. Hoffentlich wie alle. Masha Allah. Darauf ein Becks, aber ohne Alkohol. Nein, mit Alkohol. Ihr trinkt auch gerne Alkohol. Die Christen, die machen das doch so. Ja, ihr dürft auch Alkohol trinken. Schau mal, bist du jetzt fertig oder willst du hier noch irgendwas sagen? Schau deinen Sheikh Asim al-Hakim. Die dürft auch Alkohol trinken. Und schau in dein Koran, da steht das auch drin. Nö, Asim al-Hakim hat das nicht gesagt. Der hat gesagt, man darf alkoholfreies Bier trinken, weil da kein Alkohol drin ist. Nein, er trinkt selber Bier. Er trinkt selber mit geringhaltiger Alkohol, Bruder. Gibst ganz du kurz, ganz kurz, es gibt jetzt eine Ansage. Anwar hat gesagt, er möchte mit Dr. Sheikh ein 1 gegen 1. Dr. Sheikh, bist du dafür, ja oder nein? Bruder Anwar, du weißt, Dr. Mitschek zieht Zähne ohne Betäubung. Wenn du willst, kein Problem. Aber zeige ihn auch bitte diesen Vers mit diesem La ilaha illallah Muhammadan. Kann ich aus dem Vers aus der Bibel rezitieren? Zeig ihn diesen Vers auch, das musst du ihm zeigen. Mose 31, 18. But all the female children that have not known a man by lying with them, keep them alive for yourselves. Das Christentum befürwortet Kinderehen. Was haltet ihr davon? Okay, und nach welchen Dingen leben wir? Nach neue Gesetz oder nach alte Gesetz? Nach welcher hat der Jesus gelebt damals? Moment. Warte. Wo hast du das gelesen? Hier. Mose 31, 18. Guckt das euch alle an, die Christen in dem Chat. Das steht in eurer Bibel. Erster Mose, oder? Aus Zusammenhang reichen. Vierte Mose. Lern deine Bibel bitte auswendig. Vierte Mose, mein Freund.
Der kennt ja noch nicht mal seine eigene Bibel. 4. Mose 31, halt deine Fresse, okay? Oh, jetzt war. Ist das der Heilige Geist, der aus dir spricht? Das ist aber nicht so Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Heilige Lügner aus dir. Nordi. Das ist der unheilige Lügner aus dir. Seht ihr, das ist das, was ihr macht. Nordi. Das ist nicht schön, ne? Nordi, ganz kurz, guck mal, du bringst hier einen Vers rein, der Bruder will ihn eben nachschlagen und du verlangst von ihm innerhalb von einer Sekunde, dass er das auswendig weiß oder auf hat, okay? Suche 3 Vers 16. Sag schnell. Ach so, ihr dürft das, aber ich darf das nicht. Sag jetzt. Ihr seid doch hier fünf Leute hier drin. 16. Sag schnell. Sag was schnell. Ist mit Suche 3,16? Was willst du machen? Ja, sag mal, schnell, sag mal. Verstehst, merkst du das? Ja. Also wenn du einen Bibelvers reinbringst, dann ohne Kontext, Bruder, ja. Dann ohne Kontext. Bruder, genau, auch, ja, guck mal, nochmal. Du bringst einen Vers rein und lässt noch nicht mal Zeit nachzuschlagen, damit man dir auch wahrhaftig antwortet. Okay? Ich habe dem sogar das Richtige genannt. Ich habe 4. Mose, ich habe dem das sogar nochmal spezifiziert. Das ist doch jetzt völlig egal. Wer sagt dir denn, dass er dir gerade zugehört hat? Vielleicht hat er dir nicht zugehört und hat jetzt nachgefragt. Woher weißt du das? Doch gesagt, 1. Mose, ich habe gesagt, nein, 4. Mose. Ja, vielleicht hat er dir gerade, wo du gesagt hast, 4. Mose, als du diesen Vers gebracht hast, vielleicht hat er gerade was anderes gemacht. Ich bin genauso, ich höre auch nicht die ganze Zeit zu. Und er hat das jetzt mitbekommen und fragt nochmal nach, wo ist das genau, Problem? Weil ihr seid beschäftigt, sich über wo den Islam lustig zu machen. Konzentriert euch bitte auf 4. Mose, 31,18. Nordi, nochmal, guck mal. So funktioniert eine Diskussion nicht. Wenn du eine Frage hast oder eine Aussage triffst, dann gib demjenigen Zeit, das zu suchen, das eben zu lesen und dir eine Antwort drauf zu geben. Das ist fair, aber hier reinzukommen, das reinzuschmeißen und dann auf einmal so zu tun, als ob du jetzt alle Christen und Juden überrascht hast mit irgendetwas, was wir nicht wissen oder sonstiges. Wo ist denn da jetzt der Sinn? Also denkst du jetzt tatsächlich, du hast jetzt einen Punkt gemacht mit deinen 2, 3 frechen Sprüchen, die noch hinterherkommen? Guck mal, der Bruder, der Sheikh, der Aram, sobald er das da rausholt, der erschlägt dich damit, weil du den Kontext, du ziehst etwas komplett aus dem Kontext. Die Bibel funktioniert nicht wie der Koran, okay? Der Koran ist ohne Kontext, außer geschichtlich betrachtet oder wann die Sure herabgesandt worden ist oder was der Tafsir sagt. Aber weißt du denn selber? Weißt du das? Ich sag dir das jetzt. Erzähl mir mal, wonach der Koran angerichtet ist. Die Suren. Achso, okay, also ich höre jetzt. Sind die chronologisch angeordnet? Ich höre jetzt dir zu und nicht den Gelehrten, die was anderes sagen. Chronologisch angeordnet. Die sind nicht chronologisch angeordnet. Nach die was wurden sind die angeordnet? Stück, die wurden Stück nach Stück nach dem Kontext. Nach was sind die Suren im Koran angeordnet? Er sagt dir das, was deine nach Gelehrten sagen. Nein, sei eben nicht nach dem Kontext. Guck mal, warte mal ganz kurz, check. Bruder, warte. Guck mal, wie er ein Jahil ist. Er kennt seinen Koran nicht. Also du sagst, die Suren sind nach Kontext angereiht im Koran? Genau, sind nach Länge der Suren angereiht, die längste Sure steht vorne und dann kommt bis nach hinten die kürzere. Da kannst du mal sehen, dass du dich null auskennst. Guck mal, schmeckt dir jetzt deine eigene Medizin? Aber da müsste das doch heißen, dass die Sure Al-Kauthar die letzte sein wird. Du bist aber Sure 114 ist nicht Sure Al-Kauthar. Du bist ein Unwissender. Du weißt nicht mal, wonach der Koran angereiht ist. Das ist aber nicht nach Länge der Suren. Das ist nach Länge der Suren. Nein, ist es nicht. Ich kann dir das doch sagen. Dann komm, dann mach mal auf und zeig uns mal, wonach der angerichtet ist. Okay, die kürzeste Sure im Koran ist Sure Al-Kauthar. In welcher Position ist Sure Al-Kauthar? Weißt du das? Zeig doch jetzt mal. Ich hab dir doch gerade gefragt. Du sagst, dass es nach der Länge angeordnet ist, was aber nicht stimmt. Was für ein Jahil bist du eigentlich? Die Al-Fatiha ist nur als erstes, weil du sie in deinen ganzen gesamten Gebeten die ganze Zeit rezitierst, ist Al-Fatiha auf Nummer 1. Und dann kommt Nummer 2, die längste Sure, genau. Warum ist Sure Al-Kauthar nicht auf 1? Du kennst Al-Kauthar nicht mal, was das bedeutet, Mann. Ich kenne meine Suren, wenn ich über sie rede. 6236 Versen. Die Suren sind grob der Länge nach geordnet. Der Länge. Ach, jetzt sind sie auf einmal grob der Länge nach geordnet. Okay, verstehe. Nochmal, du hast gerade gesagt, die sind im Kontext angeordnet. Ich habe dir gesagt, sie sind nach Länge der Suren angeordnet. Also wer ist jetzt hier der Unterschied? Sie wurden nach dem Kontext herabgesandt. Guck mal. Sie wurden nach dem Kontext herabgesandt, nicht angeordnet. Ich hab's ja falsch gesagt, Bruder. Bruder, er hat Kafsar falsch gesagt. Sag mal noch einmal deine falsche Kafsar-Sure. Al-Kauthar, nicht Kafsar. Inna ataina kal-Kauthar. Inna ataina, das hast du nicht gesagt. Inna ataina kal-Kafsar, basalli li rabbika banhar inna shahanike. Du kannst noch einmal, aber bitte vorlesen. Falsch wie gerade eben. Du kannst es doch nicht mal richtig vorlesen, mein Freund. Hör doch mal. Ich bin Türke, was erwartest du von mir? Guck mal, es geht doch jetzt gar nicht darum. Nordi, nochmal, guck mal. Du sagst nach Kontext.
Dann zeig uns mal den Kontext, nachdem das Antworten sind. Allah. Okay, darf ich erklären, was ich jetzt damit meinte? Oder ja, wollt ihr das nicht? Wir sind gespannt. Okay, dann gib mir eine Minute. Ich bin gespannt, was du sagst. Der Koran wurde in einer Spanne von 23 Jahren herabgesandt. Ja, weiter. Ja? Je nachdem, was der Prophet gerade in welcher Situation er sich befunden hat, wurden auch Suren und Versen herabgesandt. Ja, das wissen wir. Wenn die sich zum Beispiel mit dem Krieg, mit den Ungläubigen befunden haben, dann wurde diese Sure herabgesandt, auf die ihr euch immer stützt, die sagt, okay, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Ja? Das ist zum Beispiel ein Kontext in dem Leben des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und dementsprechend dieses Kontext wurde eine Sure herabgesandt. Was hat das mit der Anreihung im Koran zu tun? Aber was ist denn dein Problem mit der Anreihung des Korans? Ich hatte dir eine Frage gestellt und du hast gesagt, das ist im Kontext angereiht im Koran. Das ist eine Lüge. Nein, nein, der Koran wurde laut Kontext herabgesandt. Wie der angereiht wurde, habe ich dir nicht gesagt. Die Frage war eindeutig und du hast eine eindeutige Antwort gegeben. Und jetzt guck mal, was du machst. Jetzt verwischst du die Tatsachen. Ich habe dich gefragt, wonach ist der Koran angeordnet? Ich habe dir gesagt, nach Länge der Suren. Und du hast gesagt, nein, nach Kontext. Und jetzt auf einmal revidierst du deine Aussage? Ja, Jahil, dein Ernst? Leg dich schlafen. Er wurde aber nicht, nach der Länge, angeordnet. Deck dich zu. Deck dich zu. Es ist 13 Uhr, du hast dich selber schlafen gelegt. Du zeigst dich hier als Unwissender. Und du solltest lieber erstmal deinen eigenen Koran lernen, wonach er angereiht ist, wann was herabgesandt worden ist. Okay, dann sag mir, woran ist er denn angereiht? Ich hätte da diesbezüglich eine andere Frage. NordVPN. Guck mal, jetzt springt der wieder zu einem anderen Punkt. Dr. Scheer, warte. Der Bruder hat dir dreimal gesagt, wonach es angeordnet ist. Dr. Scheer, warte. Kurz. Nicht nach der Länge. NordVPN, bitte vor 230 Leuten, definiere uns bitte mal Kontext und Chapter, please. Was willst du jetzt von mir? Ich soll Kontext definieren? Definiere uns mal bitte, was ein Kontext ist. Und dann gehen wir mal in den Hadithen und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas aus dem Kontext ziehen. Definiere uns mal bitte Kontext, weil wir reißen nichts aus dem Kontext. So, Kontext, Wörterbuch 1a, umgebender Text einer sprachlichen Einheit, beziehungsweise 1b, relativ selbstständiger Text oder Redestück. Alles klar, also hast du dir selber die Antwort gegeben gerade. Perfekt. Ja, laut Google ist das der Kontext, die Definition von Kontext. Ja, okay, dann super, dann hast du ja gerade dir selber die Antwort gegeben. Perfekt. Okay, also darf ich 4. Mose 31,18 einfach so reinschmeißen ohne Kontext? Halt mir mal ganz kurz nochmal einen Fakt nochmal ganz kurz festhalten. Es ist der erste Muslim, der sagt, dass die Längen im Suren im Koran nicht nach der Länge angeordnet sind. Masha'Allah. Oh, ganz genau. Dann wäre Sure Al-Kautar doch Sure 114. Ich hoffe, deine Brüder haben das gehört, dass du null Ahnung hast und hier den Islam repräsentierst. Also nochmal, ich bitte dich wirklich inständig, bevor du deine muslimischen Brüder und Geschwister blamierst, leg dich wieder schlafen. Es ist zwar 13 Uhr, ja, normalerweise sollte man hellwach sein um diese Uhrzeit, aber ich würde dir wirklich empfehlen, geh und halt einen Mittagsschlaf. Okay, was hat das jetzt zur Argumentation beigebracht? Also, Allah. Was jetzt? Guck mal, wie respektlos du über andere Religionen redest. So, das ist einfach Fakt. Ihr redet einfach respektlos und ohne Wissen. Ihr seid Pseudowissenschaftler. Das war eine Beleidigung, wo ich gesagt habe, dass der Koran nach Länge der Suren angeordnet ist. Nein, wo was ich denn damit sagst, den Koran Allah oder den Islam beleidigt? So. Erzähl mal. Ja, warum? Allah ist doch nichts Schlimmes, wenn ich jetzt sage, Allah ist doch nichts Schlimmes. Er kommt nicht mehr weiter, er kommt jetzt mit der Karte, ihr beleidigt den Islam und das. Ey, ihr redet gerade alle drei, vier Leute gegen einen. Lasst mich doch mit einem debattieren, nicht alle. Mittagsschlaf. Lass deine Mutter, die soll dir den Popo ein bisschen pudern, dich zudecken, leg dich hin und halt eine Stunde Mittagsschlaf und komm in der Stunde wieder, wenn du weißt, wonach der Koran angeordnet. Hör mal, mein Freund, du kriegst mich so nicht aus der Fassung. Bleib mal bei der Sache hier. Ich brauch dich nicht aus der Fassung bringen, du hast dich selber. Doch klar, weil ihr nicht anders argumentieren könnt. Du hast nicht anders argumentiert. Ihr könnt nur rumbrüllen, Lügen erzählen. Du hast erzählt, der Koran ist nach Kontext angeordnet. Nein, der Koran wurde laut nach Kontext herabgesandt. Das habe ich das erste Mal in meinem Leben gehört. Sheikh, Ahuni. Sheikh, bist du da? Ja. Natürlich bin ich da und ich höre den Jahil zu und ich kaputt lache. Von einem hier, Tag und täglich, ne? Mit Leuten, die Wissen haben. Hast du schon mal gehört, dass der gesagt hat, der Koran ist nach Kontext angeordnet? Eins muss ich hinzufügen, also, NordVPN. Man lernt. NordVPN, das Ding ist, guck mal, wenn du kein Wissen hast in deinem Glaube, ist auch nicht so schlimm. Aber wenn du kommst und den Islam repräsentieren möchtest, dann musst du im Klaren sein.
hier, die Leute, die hier in den Channels hier drin sind, das ist Champions League, das ist nicht zweite Bundesliga. Wir reden hier von Champions League. Hier sind Leute, die kommen mit Quellen. Quellen, mein Freund. Wenn du Quellen hast, bring uns das. Das ist doch gar kein Problem, dann können wir drüber reden. Aber die Leute hier, das ist Champions League. Champions League. Keine zweite Bundesliga, Bruderherz. Bitte. Okay, Sura 8, 17, 18, die Eier. Die habe ich euch erklärt. Ich kam mit meinen Quellen. Warte mal ganz kurz. Ich habe mich was gefragt, lass mich mal kurz antworten. Also, man lernt. Natürlich habe ich das erklärt. Hol die Sura 8, ganz kurz. Eier 17 hoch, worüber ihr die ganze Zeit diskutiert habt. Mann, warte mal ganz kurz. Da hat er gerade was gefragt gehabt, deswegen wollte ich ganz kurz antworten. Also, man lernt eigentlich in der Sonntagsschule im Islam, also im Islamunterricht, in der Sonntagsschule, in der Moschee, für kleine Kinder wird bereits beigebracht, wonach der Koran angeordnet ist. Dann kommt genau einer, der wo mindestens 20 Jahre alt ist, und erzählt irgendwas von, der Koran wäre nach Kontext angeordnet. Ja, Masha'Allah, hast du noch nie deine örtliche Moschee besucht, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Was ist los mit dir? Oh, es kommt der Islamophobe raus, okay, ganz interessant. Ja, genau, der Islamophobe, weil wir und den Islam... Und eure Pastoren fassen Islam kleine Kinder an. Was hältst du denn davon? Eure Gelehrten und eure Pastoren fassen kleine Kinder an. Okay, ich muss kurz reingrätschen. Erstens, Bibel hat keine Gemeinsamkeit, wenn Pastoren Fehler machen. Denn die Bibel hat keine Fehler. 31,18, 4. Mose. Wenn jetzt, 31,18, 4. Mose. Das macht eure Pastoren die ganze Zeit. Mach mich mal groß, dann stopfe ich diesen Jahel seinen Maul. Oh, ganz okay. Maul. Guck mal, ihr könnt noch nicht mal richtig. Ich habe euch kein einziges Mal beleidigt. Und guck mal, ist das der Heilige Geist? Ich beleidige jeden Menschen, der wo die Sachen aus dem Kontext zieht. Ganz einfach, okay? Die Rasulallah. Ganz einfach. So, jetzt. Hier, er sagte zu ihnen, warum habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Gerade sie haben auf den Rat Bileams hin die Israeliten dazu verführt, vom Herrn abzufallen und dem Peor zu dienen, so dass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Nun bringt alle männlichen Kinder um und ebenso alle Frauen, die schon einen Mann erkannt und mit einem Mann geschlafen haben. Aber alle weiblichen Kinder und die Frauen, die noch nicht mit einem Mann geschlafen haben, lasst für euch am Leben. Schlagt aber für die 7 Tage eure Zelte außerhalb des Lagers auf, damit sie gereinigt werden. Jetzt, wo steht hier, dass die kleine Kinder heiraten dürfen? Wo steht das? Hm? Ich meine, lasse die kleinen Kinder. So, jetzt bist du, in der Beweis. Warte kurz, Leute. Jetzt bist du in der Beweispflicht. Jetzt haben wir es gelesen. Wir haben es aufgeschlagen. Beweis uns mal bitte, wo es da drinne steht, dass wir Kinder heiraten dürfen. Yalla, richtig. Adam, Allah. Bruder, das hast du. Adam, Bruder, das hast du sehr gut gemacht, weil ich war auch schon hier dabei. Sehr gut gemacht. Ja, was sagen denn die Rabbiner? So. Ihr habt ja auch Erklärungen zu suchen. Hier steht doch du ganz sollst klar, uns eine Antwort geben. Ich gebe warum dir eine Antwort. Steht da nicht Antwort. Kinder heiraten? Yalla, la, ja, hier, ich gebe dir eine Antwort. Ja, du lässt doch gar nicht ausreden. Du machst ja die ganze Zeit irgend so einen Unfug im Hintergrund. Also, nein, du sollst es uns beweisen. Mach ich doch hier. Only the little girls may live. You may keep them for yourselves. Also, ihr dürft sie für euch behalten. Was bedeutet kleine Kinder für dich behalten? Ja, was bedeutet noch das? Noch einmal. Hier. Tu nicht irgendetwas dazu interpretieren aus dann deinem. Hört auf, den Koran zu interpretieren, wie ihr wollt. Deinem, wenn ihr nicht wollt, dass eure Bibel Gedächtnis interpretiert wird, wie man will, dann hört auf, den Koran ohne Wissen zu interpretieren. Hey, er hat gerade zugegeben, dass er gelogen hat. Hey, er hat gerade zugegeben, dass er lügt. Er hat gerade zugegeben, dass er lügt. So. Er steht in der Bibel. Er hat selber gesagt, Zitat, wenn ihr nicht wollt, dass eure Bibel aus dem Kontext gerissen wird, zieht den Koran nicht aus dem Kontext, hat er gesagt. Er hat zugegeben, dass er lügt. Ich habe das doch aus dem Kontext gezogen, weil ich weiß nicht, worüber das du kennst. Ihr könnt es mir erklären. Seht ihr? Er sagt selber, er hat es aus dem Kontext gezogen. Jetzt willst du die Erklärung. Interessant. Ja, hol mir die Erklärung hoch, weil ich verstehe es. Ich habe die Bibel nicht gelesen. NordVPN. Ich denke, das ist keine gute Idee. Jetzt mal Spaß beiseite. Auch den ganzen dummen Spaß, den ich gemacht habe. Du kannst den Islam nicht präsentieren, weil man merkt schon, dass du es nicht weißt, denn egal, lass es doch einfach. Das ist doch nicht so schlimm. Ich finde es jetzt nicht mal schlimm, aber lass es doch einfach. Warum kann ich den Islam denn nicht repräsentieren? Warum denn nicht? Das hört man doch raus, dass du es nicht kannst. Wie denn? Ich hab dir doch sogar den Tafsir gegeben für eine Sure, die ihr falsch interpretiert habt. Oder Flex. Oder nicht.
ganz kurz, Bruder Flex, guck mal, pass mal auf, mit welcher Intention er hier reingerannt ist. Intention, das heißt dann Intention, den, bitte. Warte mal ganz kurz, warte mal, stumm dich, mit welcher Intention du hier reingerannt Intention. Bist. Okay. Nochmal, guck mal, ich sage Intention, Intention, wie ich möchte. Hast du verstanden? Das macht überhaupt nicht die Tatsache, verwischt die Tatsache nicht, dass du hier reingerannt kommst, ja? Buch 4, Mose 31, 18, bam, 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 los, antworte, antworte, antworte. Guck mal, was du dich selber blamiert hast, mit was du dich selber blamiert hast. Du hast die Bibelstelle nicht mal gelesen. Du warst bei Hamdi und seiner Gummibärenbande wahrscheinlich im Live und kriegst diese Sachen wieder vor. Kommst aus der Ecke geschossen, blamierst dich selber, weißt nicht, was der Koran nach was der angeordnet ist, nicht mal, und kommst hier hin und blamierst dich und blamierst dich und blamierst dich und blamierst dich. Du hast jetzt gerade den Islam repräsentiert, Muslime repräsentiert, ja, und das machen wir jeden Tag mit. Denkst du, wir kennen diese Bibelstellen nicht? Ihr repräsentiert das Christentum nicht so, wie es Jesus gewollt hätte. Auf jeden Fall nicht. Erzähl du uns nicht, wie wir das Christentum repräsentieren haben. Jesus bist oder was? Weil du Jesus bist? Weil du das weißt? Naja, in der Bibel steht doch, liebe deinen Nächsten, aber ich spüre hier keine Liebe von euch. Hat dir deine Mutter schon deinen Arsch gepudert? Also nach der Geschichte... Ist das der Heilige Geist, der aus euch spricht? Das ist der Heilige Geist, den du jeden Tag angreifst. Guck mal, so ausfallen wir hier. Nach der Lüge... jeden Tag angreifst. Nach der Lüge gerade eben würde ich dir gar nichts mehr glauben, wenn du sagst, dass das in der Bibel steht. Ich würde dir gar nichts mehr glauben nach der Sache. Steht doch in deiner Bibel. 4. Mose 31. Wo steht das denn? Shake. 4. Mose 31. Ich habe das vorgelesen sogar. Shake. Ja, das ist nämlich der Unterschied. Wir holen da die Textstellen raus und dann klären die auf. Ich hab's doch gar nicht erklärt. Ihr könnt es nicht erklären. Was soll man denn da erklären, wenn da nicht steht von Ehe mit Kindern oder sonst irgendwas? Okay, erklär mir, was bedeutet das, kleine Kinder für sich zu behalten? Kannst du nicht lesen? Du machst doch hier auf neunmal und verbesserst die Worte. Mach mich mal groß, Flex, bitte, und dann werde ich ihm noch ein bisschen was erklären. Ja, mach mal Aram hoch, der kommt zumindest mit Quellen und so. So, jetzt horch mal zu, du Nordperverser, okay? Also, so redet ihr mit anderen Menschen. Ganz so schlau. Rede ich mit Lügnern. So lege ich mich Allah, so würde ich auch mit dir reden. Genau. Ich würde sogar noch Schlimmeres sagen. Hör zu. Lügner kann ich überhaupt nicht ausstehen. Und besonders, wenn die noch verdrehen. Und du deswegen mag ich euch alle nicht. Deswegen bin ich auf dem Live. Jetzt pass auf. Und wir Christen haben absolut keine Nächstenliebe für Dämonen. Mit Sicherheit nicht. Okay? Also, hier geht es darum, diese kleinen Kinder, dass sie noch nicht befleckt waren mit deren Sünden. Deswegen hat man sie behalten sollen und nicht töten sollen. Die anderen waren schon befleckt mit der Sünde, deswegen hat man sie getötet. So. Das war dieser Befehl für die Dämonen von Gott aus vorgesehen, nur für dieses Volk, nicht für jeden Volk, nicht für jeden Menschen. Und das war nur für dieses Volk. Bestimmt nicht an alle Menschen, so wie dein Mohammed hier das macht. Jetzt pass auf. Jetzt zeige ich dir, Ibn Kathir, Tafsir, dass ihr Pädophile seid. So. Lüge. 65 Vers 4. Das ist keine Lüge, du kannst es aufschlagen. Ich habe schon die Erklärung, aber mach weiter. So, also das heißt, du stellst dich hier über deinen Gelehrten, dann bist du ein Kafir, wenn du dich über deinen Gelehrten stellst. Ne? Der tut es ja erklären. Murtad. Und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation aufgegeben haben, wenn ihr Zweifel habt, dann beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation nicht hatten und diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist die Geburt. Er hat sie getragen und wer Allah fürchtet, dem wird er seine Angelegenheit leicht machen. Gott der Allmächtige, jetzt kommt die Übersetzung. Gott der Allmächtige erklärt die Wartezeit für die Frau, die aufgrund ihres Alters mit der Menstruation aufgehört hat. Sie beträgt 3 Monate statt der 3 Menstruationszyklen für die Frau, die menstruiert. Wie im Vers angegeben, Al-Baqarah, und auch für kleine Kinder, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben, dass ihre Wartezeit der Frau entspricht, die ihre Menstruation hat. So. Das sind verheiratete Kinder. So, jetzt mach mal deine Quelle auf, Nord. Mach ich. Und zwar im Koran steht Nisa. Und Nisa bedeutet im Koran Frau. Nisa wird kein einziges Mal im Koran für kleine Kinder verwendet. Das ist eine Übersetzung, ja? Und wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schlechte.
Oh mein so, Gott. Willst du jetzt auch, dass ich erkläre, worum es geht? Oder willst du jetzt einfach nur weiter diskutieren und sagen, ja, ist okay. Du stellst dich über den hier. Über den hier stellt er sich jetzt. Sehr, sehr, sehr interessant. Mein Freund, was verstehst du nicht an deutscher Übersetzung? Im Koran steht was Nisa und Nisa steht für Kathir. Frau. Was verstehst du nicht? Weißt du überhaupt, wer Ibn Kathir ist? Ich muss kurz weg. Ich weiß, wer Ibn Kathir ist. Wer ist denn Ibn Kathir? Das ist ein Tafsir-Gelehrter. Okay, sehr schön. Und du stellst dich jetzt mit deinem Kopf drüber. Wer ist höher, du oder Ibn Kathir? Ja, aber das sein, hat das doch nicht auf Deutsch erklärt. Seid ihr denn so... Also, sein Gelehrter, auf den er hört, ist Al-Joker. Ja, eure Gelehrten sind die Satanen, Lord, weil ihr ja Kinderehen befürwortet in der Bibel. Mit schön Schminke im Gesicht, so wie Mohammed es getan hat und mit gelackierten Fingernägeln. Ich habe euch das gerade erklärt und ihr wollt es trotzdem nicht wahrhaben. Ich habe gerade gesagt, du sollst dich schlafen legen, aber bleib noch einen kurzen Augenblick hier. Wer ist höher nochmal, du oder Ibn Kathir? Ibn Kathir ist höher, aber das ist eine deutsche Übersetzung. Ibn Kathir ist höher. Khalas, Punkt, fertig, aus. Ganz einfach. Also glaub bitte, was dein Gelehrter dir sagt. Und nicht nur er sagt das, die anderen Gelehrten sagen das auch. Es steht überall kleine Kinder, okay? Fertig, aus, Mickey Maus. Ganz einfache Sache. Nochmal, okay, ich soll jetzt lieber dir glauben, als jetzt anderen Gelehrten? Nein, nicht mir. Ibn Kathir und den Gelehrten sollst du glauben. Nicht mir. Ich bin nicht Ibn Kathir. Aber du schon mal gar nicht. Alles klar? Und du stellst dich hier hin und verdrehst die Tatsachen und kommst wieder mit schlechter Übersetzung, diese Übersetzung. Danke für die Hosen. Nord, nochmal, diese Übersetzungen kommen von euch und wir haben arabischsprachige Christen, die übersetzen dir das 1:1. Hör mal, ihr könnt noch nicht mal eure eigene Bibel in der Originalsprache reden. Was denn für arabischsprachige? Du verstehst unsere Bibel nicht. Du verstehst die Bibel nicht. Verstehst sie auch nicht, aber ihr versteht den Koran noch weniger. Hast du nicht gerade gesagt, dass du diese Bibelstelle nicht mal gelesen hast im Kontext, was davor steht? Ich habe sie vor mir sogar. Ich habe die Bibel sogar vor mir. Guck mal, jetzt verdreht er wieder die Tatsachen. Guck mal, Nord, was ist das? Ist das euer Geist? Ist das der islamische Geist? Es gibt im Islam einen islamischen Geist, mein Freund. Das ist nur beim Christentum so. Sheikh, ich hab vergessen. Ich dachte gerade, das ist der islamische Geist und habe mich schon gefragt, wo hier dieses Lügen kommt. Kann das sein vielleicht, dass der Junge hier Taqiyya betreibt? So, schon die ganze Zeit. Aber Sheikh, ist ihm das erlaubt? Na freilich! Ehrlich? Haben wir dafür eine Quelle, Sheikh? Ja klar, und es steht in islamischen Büchern direkt unter dem Kapitel gutes Verhalten. Ja, ganz genau. Komisch, guck mal, ich hab euch Knockout gegeben mit jedem Einzelnen, mit dem ihr zu mir kamt und ihr wolltet einfach irgendwelche. Mach schon Allah auf deinen Knockout! Sheikh, ich lieg auf dem Boden, zähl mich mal bitte eben aus. Bruder, ich kann nicht, ich liege auch auf Boden, zieh bitte mit zwei rechten Armen, wie Allah! Okay, wir sind Knockout. Das ist aber nicht Er hat uns zwei rechte Haken gegeben mit einem Schlag, so wie Allah! Werdet lieber Comedian, als jetzt über Christentum oder Islam zu reden. Ihr seid echt lustig. Du kommst hier mit sehr lustigen Sachen. Wir halten noch mal fest. Du kommst mit einem Bibelzitat, den du komplett aus dem Kontext gerissen hast, vorhin noch danach gesagt hast, dass du ihn aus dem Kontext gerissen hast, ja? Du weißt nicht mal, wonach dein Koran angeordnet ist, okay? Und jetzt kommst du mit der nächsten Sache, Junge, du bist jetzt höher als Ibn Kathir. Also wirklich, du hast uns Knockout gegeben. Aber du legst mir Wörter in den Mund, oder? Das gibt's dir doch zu. Mein Vater, du hast wirklich wie Mike Tyson gekämpft zu seiner Glanzzeit, wo er die Leute geil in der ersten Runde aufgefressen hat. Wow, ey, du bist ein Comedian. Dich kann man nicht ernst nehmen, ehrlich. Alle ein Herz in den Chat für Nord. Bitte keine Hosen schicken. Bitte keine Hosen schicken. Diesen Boxhandschuh bitte. Mach den mal bitte in den Chat. Ey, Nord. Junge. Nord, guck mal. Also du erzählst gerade... Ganz kurz, Leute, alle ein Herz für Jesus Christus in den Chat, bitte. Alle ein Herz keine für Rosen. Jesus Christus, Flame, Leute. Flame, keine Rosen schicken. Da, ich küsse dein Herz, aber keine Rosen schicken. Guck mal, du sagst, dass du uns Knockout gegeben hast und wollte ich mal fragen, mit was? Naja, ihr kam in der Suche und ich habe euch so erklärt, ihr konntet die Bibelverse nicht erklären. Ich habe euch gefragt, was heißt denn, um was geht es denn in der Bibel? Ihr konntet es auch nicht erklären. Nord, gegeben, das nachzuschlagen. Nord, wir kommen ihr noch kam mit Kinderehe, die habe ich euch auch erklärt, weil die Übersetzung nicht um kleine Kinder handelt, sondern um Frauen. Das du ist hast euer gar nichts erklärt. Wir haben dir eben Kathir vorgelesen. Nein, ich erkläre, aber ihr hört also nicht zu. Ihr versteht also nicht. Wieder zurück. Du stellst dich schon wieder über eben Kathir. Also versuchst du ich stelle mich über die deutsche Übersetzung, aber nicht du über den eben Kathir. Du stellst dich über eben Kathir?
Über die deutsche Übersetzung. Über die deutsche Übersetzung, die von euch übersetzt ist. Nochmal, wir holen dir, wenn du möchtest, heute Abend arabischsprachige Christen hier rein. Wir haben jetzt gerade keinen hier. Der übersetzt dir das so aus dem Arabischen. Und was machst du dann? Konvertierst du dann zum Christentum? Wenn wir dir heute Abend holen? Wir holen dir heute Abend, komm heute Abend ins Live. Wir holen dir einen Bruder, der Arabisch lesen kann. Der übersetzt dir das mit Beweise, mit allem drum und dran. Du kannst dir auch einen Arabischsprechenden holen. Ist gar kein Thema. Und dann setzen wir uns heute Abend hin. Wenn es heute, da steht, dass heute Abend um 0 Uhr. Heute wenn, Abend wenn um 0 Uhr. Wir holen unsere es, genau. ganzen Ex-Moslems hoch. Wenn es da steht, wenn es da steht, dass es sich um Tafsir von Ibn Kathir um kleine Kinder handelt, konvertierst du zum Christentum oder nicht? Oder nein, verlässt du den Islam? Hör mal, ich habe hier eine verlässt ganze Seite. Du den Islam, wenn wir uns die Mühe machen, dir das zu beweisen, dass du hier ein Lügner bist. Ich habe hier eine ganze Seite offen. Ganz gut. Ihr lässt mich noch nicht beantworten. Ja, aber verlässt du den Islam oder nicht? Hör mal, bist du ein Clown oder warum machst du so Jokes? Hör mal auf. Dein Vater ist vielleicht ein Clown. Okay? Hör mal, ich habe hier eine ganze Seite offen, die das erklärt. Ja, die den Vers erklärt. Hast du das verstanden? Was? Ich habe es nicht gehört. Hast du das verstanden? Ganz gut. Nein, ich habe nicht verstanden, was hast du gesagt? Ganz kurz, pass auf. Erstens, ich nehme ihn nicht in den Christentum auf, weil er ein Lügner und ein Heuchler ist. Dankeschön, Von mir aus kann er den Islam verlassen, aber nicht in das Christentum. Deswegen habe ich korrigiert, Bruder Aram, deswegen habe ich gesagt, noch besser verlass den Islam, ob er ihn verlässt. Genau, ja. Denn das Christentum ist nicht lügnerisch, nicht heuchlerisch und nicht machthaberisch. Und deswegen können wir keine Lügner und Heuchler bei uns aufnehmen. Und Christentum aber kann nicht jeder... Ihr seid doch alles Lügner und Heuchler. Ihr habt doch gar nicht den christlichen Geist in euch. Naja, das denkst du, weil du einen Dämon hast. Du hast einen Dämon, einen Dämon in dir und deswegen wirst du auch diese Nächstenliebe nicht bekommen. Ey, ich lass euch jetzt, ihr seid Comedians, weil ihr seid echt witzig. Ja, ich hab echt gut gelacht mit euch. Aber guck mal nochmal. Guck mal, wie der auf Mutter geht. Das ist aber nicht sehr christlich von dir. Ich muss keine Nächstenliebe gegenüber dem Antichristen haben. Deine Religion. Oh, jetzt bin ich der Antichrist. Och, du Kacke. Zeig mir in der Bibel, wo steht, dass ich den Antichristen lieben soll. Okay, der Antichrist ist in der Bibel ausgenommen von jeglicher Liebe. Okay, zeig mir die Stelle und dann kannst du nochmal kommen und fragen, ob das Nächstenliebe ist. Okay, wer ist der Antichrist? Wer ist der Antichrist? Derjenige, der behauptet, dass Jesus Christus nicht Gott ist, der ist der Antichrist. Okay, also was heißt denn das Wort Antichrist? Sind 2 Milliarden Menschen Antichristen? Was heißt denn das Wort Antichrist? Natürlich. Antichrist? Du warst doch gerade gut, Leute in der deutschen Sprache zu belehren. Dann erklär uns doch mal, was das Wort Anti bedeutet im Zusammenhang mit Christ. Antichristlich. Wer ist denn antichristlich? Wer behauptet denn, dass Jesus Christus nicht der Herr Gott ist? Wer behauptet das denn? Ist das nicht der Koran? Ist das nicht Mohammed? Weißt du, wer das behauptet? Ist die Rabbiner vor 4000 Jahren und die Kirchenväter auch vor 300 nach Christus. Guck mal, wie er wegrennt jetzt. Behauptet nicht der Koran, dass Jesus Christus nicht Gott ist? Also ist er der Antichrist. Und jetzt zeig mir nochmal, wo steht in der Bibel, dass ich Nächstenliebe gegenüber dem Antichristen haben soll. Ich zeige es dir. Geh erstmal 300 nach Christus. Geh mal 300 nach Christus und frag die Kirchenväter damals, ob das stimmt, was die da von euch geht, was ihr von euch gebt. Die Bibel ist voller Bezeugungen, dass der Herr Jesus Christus Gott ist, Junge. Und nicht du kommst jetzt hier hin und erklärst uns jetzt, was Jesus Christus ist. Hast du verstanden? Aber dein Mohammed hat uns versucht zu erklären, dass er nicht Gott ist. Davon ist der Koran voll. Also seid ihr die Antichristen, wenn ihr dieser Lehre folgt. Und ja, das ist ja gut. Das ist deine Meinung. Ich ist brauche dir gegenüber keine. Ja, immer, werd doch nicht so emotional. Also, komm runter. Wieder hierhin und sag, ist gut. Ist gut, komm runter. Lass dir deinen Hintern pudern. Ja, nicht so emotional werden, hör mal. Du bist doch ein großer, starker Mann. Nicht so emotional werden. Leg dich schlafen. Ja. Nicht so emotional werden. Leg dich schlafen. Ja, beruhig dich doch jetzt. Leg dich schlafen jetzt. Deine Mama ruft schon. Ich höre das. Mach ich gleich. Alles gut. Leg dich schlafen. Ja. Mittagsschläfchen halten ist Sunna. Mach ich gleich. Ja, die Sunna des Propheten, wo Juden und Christen verflucht werden. Genau dieses Sunna. Geh mal davon träumen. Aber ihr dürft da auch Antichristen verfluchen. Warum dürfen wir das denn nicht? Geh schlafen. Deine Mama ruft schon bis hierhin, Junge. Ja, nicht so emotional werden. Bleib doch ruhig. Warum bin ich ohne den Heiligen Geist ruhiger als ihr? Das kann doch nicht sein. Bin ich ein besserer Christ als ihr? Geh schlafen. Gute Nacht. Ich nehme auch deinen Milch, ja?
Alles gut, Leute, alles gut. Ich wünsche euch noch was, ja. Ihr seid sehr, sehr witzige Menschen, aber ja, bitte verbreitet doch keine Lügen. Ja? Ja, ja, genau wie du. Mrs. Dauer, alles gut, alles gut. Nicht emotional werden. Ihr werdet alle viel zu schnell emotional. Nein, nein, alles, bleibt ruhig. Emotional, bleibt ruhig. Du emotional. Wenn man das jeden Tag macht und mit Lügnern so reden muss, emotional, mit dir, dann wird man ja, okay, aber die eine Seite bezichtigt die andere. Guck mal, sei jetzt nicht respektlos und lass deine Mutter nicht warten, jetzt geh schlafen. Ja, guck mal, ich erwähne hier keine Mütter, ne? Das ist ja nicht sehr christlich von euch. Was du erwähnst, ja, natürlich, weil du kein echter Christ bist. Hätte Jesus das approved? Hätte Jesus das gewollt, dass du so mit anderen Menschen redest? Ich habe dir doch gerade erklärt, ich brauche keine Nächstenliebe gegenüber jemanden haben, der der Religion des Antichristen folgt, und ich brauche keine Liebe gegenüber jemanden haben, der hier reinkommt. Und deswegen ist der Islam besser, weil der Islam sagt dir, auch wenn die nicht deiner Religion folgen, tötet Juden und Christen, wo immer ihr sie findet. Der Islam ist besser. Ja, super, aus dem Kontext super. Gerissen, schon wieder. Aus dem Kontext gerissen. Junge, geh schlafen, Mann. Hör mal, wie oft willst du den gleichen Witz nochmal machen? Jetzt bist du aber kein Comedian mehr. Wirklich, bis du gehst. Geil. Also hinzufügen muss ich noch, es ist einfach Fakt, wenn Juden sich hinter Steinen verstecken, jagt sie und macht Nackentherapie mit sie. Also du kannst das leider nicht verneinen, du kannst nicht sagen, nein, das stimmt nicht, es ist leider die Wahrheit, es steht auch bei den Hamas auf den Chapter, deswegen bitte, 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 so, bitte. Stimmt, ihr seid ja Israel-Befürworter, ihr seid ja Genozid-Befürworter, habe ich voll vergessen. Ja, warum sollten wir denn Israel hassen? Wir hassen doch keine Länder, warum sollten wir Israel hassen? Ich verstehe das nicht. Naja, weil Israel gerade den größten Genozid des Jahrhunderts hier veranstaltet, aber naja. Was? Nicht Jahrhundert? Okay, nicht Jahrhundert, das nehme ich zurück. Dafür ist noch ein bisschen weiter. Muss noch ein bisschen weiter. Darf ich diesbezüglich kurz etwas sagen? Du redest hier von einem Genozid, also sprich von einem Völkermord. Nee, alles kannst gut, du alles gut. Ich bin jetzt weg, weil mit euch zu diskutieren macht ja keinen Sinn. Nenn uns bitte die fünf Kriterien, damit das erst erfüllt ist. In meinem Koran steht nicht, dass ich dir zuhören muss. Nenn uns erstmal die fünf Kriterien, dass das erfüllt ist, ja, was du hier gerade vorwirfst. Rede nicht, philosophiere nicht, nenn uns die Kriterien, zeig uns, dass das erfüllt ist von Israels Seite. Wer redet gerade? Und dann sind wir mit dir. Ich rede mit dir, der Punisher, der dich gleich gepunisht hat, ja. Junge, wer bist du denn auf einmal? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Du hast schon gehört, ich bin der Punisher. Ja, ich weiß meinen Namen gleich gerecht gegenüber dir. Yalla. Das ist aber nicht so christlich von dir. Kriterien. Ist doch egal, was das von mir ist. Wie kommst du darauf, dass ich Christ bin oder was auch immer? Achso, bist du Atheist? Ist doch egal, was ich bin. Ah, schämst du dich jetzt für deine Religion? Nein, weißt du, was ich bin? Ich bin der Punisher, der Mohammed, ja. Nee. Du bist emotional, das bist du. Komm ja, mal runter. Auf jeden Fall. Ah, Hülle, Punchy, der kommt nicht weiter mit Argumenten. Wir grillen ihn schon die ganze Zeit. Lass jetzt, ihn ey, ich will gar nichts. Ich will vielleicht schon aber Schweinefleisch, weißt aber du, das war's. Weißt du, wann ich emotional werde? Lasst uns bitte alle gemeinsam Sure 3, Vers 18 lesen. Ich wollte doch gerade gehen. Ich wollte doch gerade gehen. Alles gut. Der Islam wird immer größer, immer mehr Leute konvertieren zum Islam und der Islam wird am Ende siegen, Alhamdulillah. Warte mal, deswegen, Assalamu alaikum wa rahmatullah, alles was ich gesagt habe, kam von mir, alles was falsch ist, kam von mir und alles was richtig war, kam von Allah. Möge Allah mir verzeihen für die Sachen, die ich falsch gesagt habe. Warte mal, warum hat der gerade Kufr begangen? Warum hat der gerade Salamu alaikum zu uns gesagt? Warum beginnt der gerade? Für die ganzen Leute, nicht an euch, für die ganzen Leute im Fremden. Wartet mal ganz kurz, Nordi, bleib mal ganz kurz nochmal bitte drin, wartet mal ganz kurz, ich krieg gerade einen Anruf von Nordis Mama. Ja? Ah? Ja, der kommt jetzt. Ja, ich weiß. Alles klar. Okay, ja, okay, wir sagen ihm das. Kein Problem. Oh. Hallo, Sahla. Nordi, deine Mama sagt, du sollst dich jetzt bitte beeilen. Das war jetzt aber ein Schenkelklopfer, mein Freund. Ja, hat mich aber gerade weggeschmissen. Guck mal, die ist auch genervt davon und sie sagt, du sollst jetzt bitte schlafen. Alles gut, brauchst nicht so viel zu warten. Okay, dann alles gut. Lass deine Mama bitte nicht warten. Schönen Tag. Ja, ich lass deine auch nicht warten, okay? Schönen Tag noch, Gottes Segen. Ja. Gottes Segen. Ja, genau. Gottes Segen. Darf ich jetzt gehen, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit beleidigt werde? Wie gesagt, ich bin respektvoll deiner Mutter gegenüber und sie wartet auf dich. Und ich möchte dich nicht länger hier aufhalten, deswegen bitte jetzt geh und dann lass sie nicht warten. Ja, Gottes Segen. Hallo, red doch nicht über andere Mütter, das ist Gottes ja sehr respektlos. Segen. Gottes Segen. Hallo, ist doch gut, ich gehe ja Gottes jetzt. Gottes Segen, ja dann, hatte, los. Hatte, ciao. Mal. Der Islam Tschüss. Wird siegen, danke euch. Ciao, ja, natürlich wird er siegen, irgendwann mal in deinen Träumen. Tschüss. Also Leute, ich habe eins festgestellt, dass alle, aber ausschließlich alle, ein und dieselbe Masche haben. Ja. Sobald man mit den Fakten rüberkommt, tun sie philosophieren und lügen und heucheln und dann, wenn sie gar keine Argumente mehr haben, verschwinden sie. Genau. So.
Rosi, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin auch nicht mehr da mit Engelszunge, dass ich rede oder sonst irgendwas. Ich lasse mir das einfach nicht mehr gefallen. Das ist mir wirklich zu viel. Komm wahrhaftig hier hin. Guck mal, Bruder, was er macht. Der Bruder Aram zeigt die ganze Zeit Quellen. Er schmeißt einfach diesen Bibelvers rein und will innerhalb von einer Sekunde eine Antwort darauf und tut so, als ob Aram sich blamiert hat, weil er jetzt nochmal nach dem genauen Vers gefragt hat, um den nachzuschlagen. Also was für ein Mensch wirklich, mit welcher Intention er hier reingekommen ist. Sorry, tut mir wirklich leid. Also da hat es bei mir aufgehört, genau an dem Punkt. Und dann rede ich auch nicht mehr respektvoll mit ihm. Tut mir wirklich leid. Wie gesagt, also ich habe wirklich sehr viel Respekt für jeden Menschen, aber wenn einer lügt, bewusst, den kann ich nicht ausstehen und für den werde ich nie und nimmer wirklich Liebe zeigen, absolut ganz nicht. Genau. Denn das wäre falsch. So Leute, ich würde das jetzt gerne mal ausnutzen. 255 Zuschauer. Free Palestine! Also vielen lieben Dank, liebe Leute, danke Flex und danke euch, liebe Brüder und Schwestern. Vielen Dank, Gott segne euch alle, Gottes liebe Sinn. Leute. Wir Gottes müssen Sinn, alle Adam. Zusammen fungieren und das ist auch gut so. Und wir müssen absolut nur in der Wahrheit bleiben und nichts anderes. Und alles andere ist uninteressant und Gott segne euch. Jesus Christus ist Gott. Amen. Und fertig. Da gibt es nichts anderes. Amen. Amen. Wie schön ruhig das auf einmal ist. Der war echt ein schwieriger Kandidat, ehrlich. Boah, ja, du hast aber auch ganz doll gekontert, ja? Also, boah. Leute, ich habe heute Nacht etwas sehr Besonderes gelesen. Ihr kennt doch alle die Himmelsreise von Mohammed, wo er doch auf Al-Buraq in den Himmel gereist ist, ja? Auf diesem halb Esel, halb Pferd, halb weiß ich nicht was. Ja, guck mal, ich wollte eigentlich gestern über Bani Israel und so habe ich Tafsire, ich habe gestern mehrere Tafsire, also heute Nacht, er gesagt, heute Morgen, ich war voll am Lesen, auf einmal bin ich so darauf gestoßen, keine Ahnung warum auf einmal diese Tafsire da so vor mir war, auf einmal ich bin darauf gestoßen und habe ich mir gedacht, komm, jetzt gönnst du dir den Spaß und liest das nochmal durch, ja. Und immer wenn ich das lese, muss ich dann bei einer bestimmten Stelle lachen und zwar als Muhammad und Jibril an der Himmelpforte ankommen, an der ersten Pforte am Himmel, also die erste Stufe, und Jibril dort an die Pforte klopft, ja, du musst dir das so vorstellen, er klopft so, und dann sagen sie, wer ist da? Und er sagt, ich bin's, Jibril. Verstehst du, ein Erzengel kommt an den Himmel und sie fragen ihn, wer bist du? Sie fragen ihn, wer bist du? War nicht schade, das war gestern bei Melo, ja. Ja, das habe ich ja gestern auch gesehen. Oh, Parole. Und dann sagen sie, wer ist mit dir? Und dann sagt er, das ist Mohammed. Die wissen nicht mal, wer Mohammed ist. Und dann fragen sie, ist seine Zeit gekommen? Ja, seine Mission ist gekommen. Dann geht er rein und dann empfängt ihn Adam. Ja, Adam, der erste Mensch, empfängt ihn und fängt an, für ihn zu beten. Und das gleiche passiert in der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Stufe des Himmels, ja? Er klopft jedes Mal an diese Tür und sie fragen ihn, wer ist da, wer bist du? Oh jetzt stellt sich mir die Frage, ist Jibril wirklich der Erzengel Gabriel, dass er überhaupt klopfen muss, um reinzukommen? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, was da für eine Anordnung im islamischen Paradies oder Himmel ist. Also sorry, tut mir wirklich leid, das entbehrt wirklich jeglicher Logik. Und selbst Jesus wird dort erwähnt, also Isa wird dort erwähnt, ja, dass er für Mohammed gebetet hat. Oh Mann. Meti Muslim Ahuno schreibt, das steht nicht im Koran. Willst du ihm was dazu sagen? Das steht in euren Tafsir, steht das drin. Das muss nicht in eurem Koran stehen, das steht in euren Auslegungen des Korans drin. Ihr könnt doch den Koran nicht verstehen ohne eure Auslegung. Ist ja unverständlich.
Und jeder, der über den Koran redet, sollte die arabische Sprache beherrschen. Ansonsten braucht er über den Koran nicht reden. Ja? So denn der Koran aus. Wurde herabgesandt, ja, auf Arabisch, damit er leichter ist, damit die Menschen ihn verstehen können. Und wenn ihr kein Arabisch könnt, könnt ihr den Koran nicht verstehen. Und wenn du den Koran nicht verstehen kannst, bist du dann noch Moslem? Natürlich nicht, kann Bruder. Einer, kann einer bitte Sure 3, Vers 18 bitte vorsingen? Dr. Sheikh, kannst du das kurz machen, bitte? Oder ich will eigentlich nur kurz noch den Nagel in den Sarg von Islam hauen. Ich hab's eigentlich der Schwester gesagt, dass ich es machen soll, weil ich war in ein Funkloch drin, deswegen bin ich rausgeflogen. Guck mal hier, in Sahih Muslim bringt immer das Argument, Sahih Muslim 2114. Guck mal, Mohammed sagt dir selber. The bell warte. The musical instrument of Satan. Meti Muslim ist unser Imam. Lass ihn hoch, er ist der Prophet. Lass den Meti hoch. Warte ganz kurz, Bruder. Sargnagel hier voll ins Reinschlagen. Guck mal, Mohammed sagt dir selber. The bell is the musical instrument of Satan. Sahih Muslim 2114. Merkt es euch. Und schaut hier, Sahih Muslim 233b, was hier steht. How does the Wahi inspiration come to you? He said, at times it comes to me like the ringing of a bell. And that is most severe for me. And when it is over, I retain that. What I had received in the form of Wahi. Also er spricht davon, wie er die Inspirationen bzw. die Koranverse bekommen hat. Und hier steht, wie kommen die Inspirationen zu dir? Und Mohammed sagt selber, das ist wie das Läuten einer Glocke kommt. Was hat er hier nochmal gesagt? Muss ich dazu noch was sagen? Der Islam ist komplett Kasatanismus. Zu 100%. Mohammed gibt das selber zu. Das war der Sachname. Takbir! Yeshua Wakbar! Takbir! Yeshua Wakbar! Meti Muslim, ja, du lügst, das steht nicht im Koran. Du musst wissen, Mehdi Muslim ist der neueste Prophet des Islams, so bezeichnet er sich selber. Mehdi, komm doch hoch. Steht der über... Ja, er ist der neue Prophet, der neue Gesandte, so sagt er selber von sich. Also Mehdi, komm hoch, wir diskutieren gerne mit dir. Nur aufpassen bei dem, der plant auch irgendwelche Anschläge. Letztes Mal wollte er McDonald's in die Luft jagen, hat er gesagt. Ja, stimmt, hab ich in dem Screen mitgekriegt, ja. Ne, ist kein Witz, das ist tatsächlich... Er war hart am Überlegen, aber hat es dann doch nicht gemacht, hat er dann gesagt. Ja, ja, warum McDonald's? Ja. Keine Ahnung, Bruder. Ja, du der kannst hat auf ja jeden bei Fall solchen den Leuten Flex in den Kopf und mir hat er gedroht und gemacht und wollte uns auch in die Luft jagen. Hallo? Hallo, OJ Binks. Jo. Wie können wir dir helfen? Hast du eine Frage? Ich wollte einmal nachfragen, das letzte, was ihr gesagt habt mit Mehdi. Ja. Was meint ihr genau damit? Mehdi behauptet selber von sich, dass er der neue Prophet ist. Geh mal auf sein Profil, guck dir mal seine Videos an. Ich weiß nicht, ob die Videos dann noch online sind, aber er hat ziemlich viele Videos online, wo er behauptet, der neue Prophet zu sein mit einer neuen Schrift und hat da ganz, ganz viele TikTok-Videos zu. Er also meint jetzt ein TikToker, meint ihr? Ja, der hier gerade in den Kommentaren schreibt. Mehdi Muslim heißt der Account. Ja, der ist auch in den Kommentaren. Ja, okay, aber wieso glaubt man sowas? Wieso verbreitet man sowas als wahr? Das hat doch keiner gesagt. Weil er nicht. Weil er das wir sagen nur, dass er das behauptet. Irgendein Spinner, der behauptet. Ja, weil irgendeiner das behauptet. Das ist nicht irgendeiner, das ist doch ein Moslem. Einer der besten Menschen, einer von den besten Völkern der Welt. Also irgendein Muslim behauptet, er wäre Mehdi, der neue Prophet und postet TikTok-Videos. Was hat Prophet? Ja, aber Mehdi, der Mehdi-Muslim hat gesagt, er ist ein Prophet. Und er hat gesagt, seine Überlieferungskette ist die richtige. Das, was der Sunna sagt, ist gelogen, sagt er. Mehdi-Muslim, komm hoch. Du hast ja gesagt, du bist der Imam Mehdi. Komm bitte hoch und erklär uns das mal bitte.
Er hat gesagt, er ist ein Prophet. Das ist irgend so ein Furz auf TikTok, der Videos nein, macht. Nein, Leute, falsch lenkt. Nein, beleidige den Propheten nicht, Er hat gesagt, er ist ein Prophet. Kollege, in welchem Koran, den du gelesen hast, dass irgend so ein Furz auf TikTok kommt und uns den Islam beibringt. Hör mal zu, er hat eine Offenbarung bekommen, die hat er hier allen erzählt und die ist sehr glaubwürdig, ja? Und zwar, Allah hat ihn offenbart, er soll aus dem Fenster gucken, ja, und da ist ein Baum. Er hat aus dem Fenster geguckt und hat einen Baum gesehen. Khalas, ich glaub dem. Das entspricht der Wahrheit. Das war sein Oji, ganz kurz, dein Prophet ist auch mit einer Botschaft gekommen und jeder hat den nicht ernst genommen. Also, wo ist da der Unterschied zu dem? Ja, aber wieso machen wir uns denn darüber lustig? Nicht wir behaupten das doch, Oji. Er sagt das doch. Guck mal, du sagst gerade, irgendein psychisch Kranker behauptet das und das soll glaubwürdig sein. Behauptest du jetzt auch, dass er psychisch krank ist? Das ist doch auch nur eine Behauptung, das weißt du doch gar nicht. Hast du gerade deinen eigenen Propheten psychisch krank genannt? Er muss sich entstummen, weil er hat geschallt die ganze Zeit, er muss sich entstummen. OG, entstumm dich mal, wir hören dich nicht. Also das wäre jetzt interessant zu hören, ob er seinen eigenen Propheten psychisch krank nennt. Ganz gut. Ja, okay, lass mich antworten. Okay, du willst, dass ich antworte, dann lass mich doch antworten. Dinger, komm, stell noch mal eine Anfrage, weil du schallst die ganze Zeit. Er soll noch mal eine Anfrage stellen, weil das schallt extrem bei dem. Ne? Ist noch mal eine Anfrage schicken. Ja, stell eine Anfrage und tu uns bitte einen Gefallen. Hör auf, die ganze Zeit in dein WhatsApp zu gehen und die Nachrichten von deinen Geschwistern zu lesen, weil sonst schallt das wieder. Ja? Hör auf, die ganze Zeit in WhatsApp zu gehen, Mann. Bero, Herzchen. Ist auch am Start. Also laut meinem Wissensstand ist auf jeden Fall Mehdi Moslem, Mehdi hat er gesagt. Ja. Deswegen, Mehdi, Mehdi Moslem, komm bitte hoch, weil du bist der Prophet, hast du gesagt. Komm hoch und gib uns mal eine Offenbarung. Ich werde nicht aufhören, das Böse aufzudecken, bis dieser halb Esel, halb Mensch in die Hölle fliegt. Shake, ey. Oh, Jake, du bist gestummt. Ja, ich weiß, ich habe mich selber gestummt. Ach so. Weißt du, dass es originale Bücher gibt, Cheikh? Weißt du, dass es originale Bücher gibt, genau von dieser Sache mit Höllenfeuer? Ja, Bruder, siehst du doch, drunter ist geschrieben, das ist ja vom originalen Buch. Guck mal, ich mache das größere rein nochmal. Ja, es gibt noch viel krassere Zeichnungen mit dem Höllenfeuer, Bruder. Ich habe gestern was geschickt bekommen. Das ist vom originalen Buch. Ich werde nicht aufhören, bis Mehdi Moslem auf diesem Esel halb Bülent Ersoy fliegt. Halb Bülent Ersoy. Der sieht wirklich aus wie Bülent Ersoy. Oh, der war gut, Schick. Oh, ich kann nicht mehr. Ersoy. Oh, ich kann nicht, Bruder. Oh, Bülent Ersoy fliegen. Bülent Ersoy. Guck mal, was für ein Schwanz der hat. Ach. Wie ein Ding V. Ach. Es ist ein Viertel V, ein Viertel Esel, ein Viertel Pferd, ein Viertel Bülent Ersoy und Mohammed on top. Bülent Ersoy, wie kommst du da drauf, Bruder? Also Leute, der Sheikh hat gerade echt einen richtig geilen Spruch gebracht. Schmeiß mal einen Löwe für den, yalla. Oh Wenn ihr nicht wisst, wer Bülent Ersoy ist, ich mach mal ein Bild von Bülent Ersoy rein. Ey, das sieht dir wirklich ähnlich. Das ist echt geil. Ach Mann, ey. Oh, der war gut. Bülent Ersoy.
Ja, hallo. Ja, jetzt hört man nicht wieder besser. Okay, also ich musste erstmal auf euren Humor klarkommen. Ich dachte erstmal, ihr meint das ernst. Ihr macht euch über den Islam lustig, ne? Ich habe ein Bild von Bilal Ersoy extra runtergeladen. Ich muss das kurz, aber kurz. Also ihr findet das lustig, sich über den Islam lustig zu machen, ne? Wir machen uns nicht über den Islam doch, lustig. Doch, ihr macht euch über den Islam lustig. Nein, der Islam ist einfach ein Witz. Ist einfach ein Witz, Mann. Okay. Wallah, nein. Ein Witz. Warte, lass dir mal ausreden. Also zu jeder Aussage muss auch ein Witz Argument stecken, Mann. Aber wenn du nur Scheiße laberst, dann hast du keine Argumente. Deswegen erzähl mal, warum der ein Witz ist. Komm. Wallah, nein. Das ist Bilal Ersoy. Guck mal, dieser Dr. Med und dieser Flex Abandaya, dieser Nigger, Alter. Oh. Ja, ja. Warum? Oh. Rassist, Alter. Steht das in deiner Sunna? Oh. Warte, stehen diese rassistischen. Genau, diese rassistischen Ausdrücke. Hast du aus deiner Sunna? Rassismus, Scheiße, Rassismus. Ich hab immer. Ich sag es. Zeigst du jetzt deine Sunna? Da steht in seinem Buch drin. Auf einmal, was Sunna bedeutet. Hallo Leute, er weiß, was Sunna bedeutet. Zeig mal deine Sunna, Yalla. Deine Mutter ist ein Sunna, du Hurensohn. Wenn ich deine Mutter nehme, ist das Sunna. Das ist er wieder. Seht ihr? Das ist alle Mutter. Scheiße. Er weiß noch nicht, dass er 3000 Euro Strafe zahlen darf. Ja? Okay. Weiß ich noch nicht. Er weiß noch nicht, dass es ihn 2000 mindestens kosten wird, ja, diese Aktion. Ja, komm, mach, hau raus. Er hat sogar ein Foto von sich auf seinem Profil. Ihr seid alles Lutscher, ihr habt nicht mal ein Profilbild drin. Ja, ja, lutsch mal weiter an die 2000 Euro, die wo dein Vater wahrscheinlich für dich zahlen darf. Deine Mutter zahlt die für mich, du Hurensohn. Deine Mutter wird 3000. Für mich zahlen, du Bastard. Weiter, 3000. Warte kurz. Ey, Schatz. 3500, Schatz. Mach weiter. Ja, 3600, ja, guck mal, du hast, warte mal ganz kurz. Guck mal, du hast deiner Mutter. Du hast gerade seiner Mutter einen höheren Status gegeben als deiner Mutter. Du hast sie nämlich Schatz genannt, du Hund. Gut, und das, was ich meinte. Das ist aber auch ganz normal. Es ist nicht, dass man das in den Büchern oder so liest, aber dieser Rassismus ist unter den Ausländern und unter den Muslimen sehr, sehr hoch. Die werfen mit Wörtern wie Nigger um sich die ganze Zeit in ihrer Freizeit. Und dann kommen sie hier auf TikTok und dann tun sie das aber zurückhaltend. Wisst ihr, wie oft das N-Wort bei denen benutzt wird? Oh, sehr oft. Aber privat, Bruder, privat. Die ganze Zeit. Sagen, wie oft? So wie wenn man miteinander spricht und jedes Mal sagt Alter oder Digger, ne? Dieses genau. Genauso oft fällt das, aber wenn dann der Bruder Flex und Sheikh und Aram und egal wer, ja, und wir immer diese Hadithe zeigen, wo Mohammed Afrikaner als Rosinenköpfe bezeichnet, dass er dann machen die auch und all diese ganzen Sachen, dann ist auf einmal kein Rassismus da. Aber dann, genau, wenn sie ausrasten, auf einmal kommt dieser pure Rassismus raus, dann droppen die das N-Wort, die N-Bombe und dann ist die Kacke am Dampfen. Ah, dann ist dann wieder erlaubt. Woher kommt das? Genau. Wenn sie hochkommen und den Islam verteidigen, dann ist es immer nicht so gemeint. Genau. Da steht es dann immer nicht so. Aber dann hauen sie das einen nach dem anderen raus und dann geben sie es eigentlich zu indirekt, was für ein Satanismus das eigentlich ist. Und ja, daran merkt man, dass dieser Typ gerade eben mit diesem Al-Burak in die Hölle fliegen wird mit Bilal Ersoy. Yes. So sieht's aus. Aber vielleicht singt ihm Bülent Ersoy noch ein paar schöne Lieder auf dem Weg dahin. Ja, er singt vorher bis ins siebte Himmel. Also nochmal TikTok sportlich hier, nichts gegen Bülent Ersoy, ja? Aber ja, das Bild sah schon sehr, sehr ähnlich. Es gibt noch schönere Bilder von Bülent Ersoy. Die hat so viele Gesichtsoperationen gemacht, oh mein Gott. Ja. Aber das ist nicht er oder sie, das ist es. Es ist wirklich der, die, das. Ey, Leute, lass mal kurz Werbung machen. Seid mal alle nicht so. Folgt mal alle hier, der Punisher. Ich hab bald die 10k voll, noch 500 Follower. Yalla, gib mal alle gemeinsam, ja, Gas. Und folgt alle Bülent Ersoy. Ja, und folgt alle hier Bülent Ersoy. Dr. Med Sheikh, ey. Der hat die geilsten Quellen überhaupt. Dr. Med Ersoy. Bruder, nenn dich ab jetzt so, ändere deinen Namen, Dr. Med Ersoy. Mach mal für eine Woche. Was für schöne Bilder es gibt.
Gott, ich mache noch ein anderes. Es gibt 73 Geschlechter, Herr Stramzier plus Bülent Ersoy. Und Alburak. Hey, aber eine Sache muss ich sagen. Wo sind unsere aramäische Frauen? Wo sind die? Daumen hoch an die aramäische Frauen. Wo sind die denn? Flex, Bruder. Warst du schon mal auf einer aramäischen Hochzeit oder Feier? Ich muss mal auf eine aramäische Hochzeit gehen. Okay. Bruder, ich habe um 14 Uhr einen Termin, deswegen ich will noch ganz kurz auf was eingehen. Ihr habt ja bestimmt schon diese vielen Quellen von Al-Qudama gesehen, wie man mit SEX mit Tieren haben darf. Es gibt älteste Wandmalereien, islamische Wandmalereien zu diesem Thema. Und ich habe eins gefunden, das ist das hier. Es gibt älteste Wandmalereien über den Islam. Und das wurde in einer Höhle. Es wurde in eine Höhle gefunden, wie es an die Wand gemalt ist, und darunter war die Kura. Ich werde auch mal. Also. Ey, Shake, Alter, ehrlich, du holst Dinger manchmal raus, ne? Das ist nicht normal. Das ist älteste Wandmalereien. Also die Ägypter haben Hieroglyphen hinterlassen. Dann gibt es noch die von Anunnaki, die haben diese Schriften hinterlassen und der Islam hat das hinterlassen. Das ist Anunnaki. 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 Bruder, mach das nicht groß. Nicht, dass der Kopf gesperrt wird. Mach das wieder hoch. Anunnaki ist das. Da sagen die nur noch AMK ab. Schick, Bruder, mach mal das Bild bitte raus. Nicht, dass das irgendwie. Ja, natürlich. Nein, macht euch keine Sorgen. Ich werde nie wieder gesperrt. Macht euch keine Sorgen. Alles klar. Ich hab da was abgecheckt, deswegen alles gut. Ich werde auf keinen Fall wieder gesperrt. Alles gut. Okay, schön. Ja, dann schick mal den Tipp weiter, weil ich bin jeden Tag zweimal gesperrt. Aber ich kenne auch wirklich niemanden, der so oft gesperrt ist wie du, Bruder. Ja, Mann. Guck mal, jetzt hat Insane 2.0 gedroppt, was eigentlich heißt. Arshallah, Marshallah. Genau so. Oh Mann. Leute, ich muss auch los. Ich muss ein bisschen telefonieren. Beruflich noch. Ja. Ich muss auch jetzt. Hallo, hört ihr mich? Flexer, wir sehen uns später, ja? Ja, später. Leute, ich wünsche euch auch Gottes Segen an euch. Segen. Ich wünsche euch auch. Ich muss den Termin rein. Hochnehmen. Ja. Also Leute, ich mache dann auch Pause für heute. Ich bin erst, was heißt Pause für heute? Ich bin später nochmal da. Flex, genau wo ich hochkomme. Ja, alles gut. Egal, Gottes Segen, Leute. Haut rein. Also Leute, bis später. Flex in the house, Flex in the building. Ihr wisst Bescheid. Immer ganz viel Liebe an unsere Glaubensbrüder und Geschwister. Ich muss den Live auch gleich beenden, sonst werde ich gesperrt, weil ich fahre gerade. Deswegen, Leute, ganz, ganz viel Liebe an euch und bis heute Abend, ne? Ich liebe euch von ganzem Herzen, das wisst ihr. Love goes out. Also, boom, bis später. Gottes Segen an euch.